Haben hab wir? Das klappt. Du Eierkopf, wir haben doch sogar zu vier Hallo, Wir sind clean. live. Ja, und du musst auch live dazu stehen, Magdeburger hier. Zweite Liga durch wir und durch. Eine Viererszene. Das ist frech. So, das ist die Begrüßung. Eierkopf, also ich fühle mich hier echt gemobbt von den Erstligisten. So ist es, wenn man ganz unten steht in der Gesellschaft. Ja, Dann wird man nur weiter runtergedrückt von den Abgehobenen mit ihrem vielen Geld. Naja, wir sind jetzt da. Ich hoffe. Oh, guck. Ja, man hört uns. So beginnt es. So beginnt das, Junge, das Ist Junge, auch wunderschön. Einmal mit, Profis. Einmal mit Profis. zusammenarbeiten. Ja, schön. Wir haben heute zwei Gäste und Nico ist auch äh, mit dabei, wie ihr schon gehört habt. Äh, wir haben nämlich ein, äh, ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne Zusammenkunft. Toxi, den kennt ihr ja sicherlich alle schon, den Dortmund-Fan. Der hat natürlich sehr, sehr gute Laune. Dann Felix, haben wir extra gewartet, bis der VfB mal wieder nicht gewinnt, um ihn wieder einladen zu können. Außerdem spielen die beiden <laughs> so. ja noch am Wochenende gegeneinander, was sehr, sehr gut ist. Und Nico ist auch dabei. Ich habe schon gesehen, da wird bestimmt heute noch die Trainerdiskussion aufgemacht. Über Hertha reden wir auch noch ein bisschen. Ich glaube aber, Toxi muss als Erster los. Deswegen darf Toxi auch als Erster sich nochmal vorstellen. Äh, ja, also ähm, größter Hertha-Fan. Ihr wisst. Ähm Toxie, äh, 26 Jahre jung. Okay, das ist kompletter Bullshit, den ich hier erzähle. Nein, also was soll ich sagen? Äh, ich kenne mich da sowieso alle von TikTok, ich bin der, der immer chronisch ausrastet, der in den passendsten Situationen geklippt wird. Äh, der ist schon wieder der nervenbold, äh, der heute schon wieder auch ein paar ja. Clips hier machen können. Ja, 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 hundertprozentig, ja. Also der du der nichts mehr vorstellen. Nee, aber Laune ist wirklich gut. Borussia Dortmund und Leo lebe, werden doch noch deutscher Meister, weil ähm, die DFL beschließt <laughs> ganz viele Punktabzüge für den VfB Stuttgart. Weil die haben jetzt tatsächlich erstmal festgestellt, dass äh, Schwäbisch ja, ein Verbrechen ist. Ja, als, als Sprache. Da gibt es direkt die Punktabzüge, du. Ja, ja, ja. Aber ein Jesus. paar Maultaschen für mich. Du. Oh, da machst du dich <laughs> ne, Ich weiß nicht, ich bin einfach gut drauf. Ja, ich weiß, ich mache mir direkt voll beliebt. Ich bin einfach gut drauf, ja, äh, gut drauf habe gute Laune, freue mich dabei zu sein und äh, nehmt das bitte alle nicht ganz so ernst. Das ist ja schon, schon mal gut, dass du gute Laune hast. Felix, wie ist denn deine Laune? Man kann gar nicht mehr damit umgehen, ne? ohne Sieg. Ja, das Downfall beginnt, das ist der Klassiker. So ein 3-3 Aufsteiger. Eigentlich kannst du das Ding wieder zumachen. Ich rechne fest mit der Conference League. Nee, also, nee, also, mein, ich komme wieder reingeritten mit neun Spielen am Stück ungeschlagen. Das kannst du wieder keinem erzählen. Letztes Mal vor, keine Ahnung, wahrscheinlich lange vor meiner Geburt gefühlt. Das ist, ja, weit in der Wahnsinn, es hier abgeht bei uns. 3-3 ist jetzt halt, ja, in Ordnung. Passiert halt mal, kannst du jedes Spiel gewinnen. Und was er auch rauskam, ist die Connection zu Toxi wieder. Bei diesem 3-3 kam wieder dein 3-3-Clip von letztem Jahr bei unserem Spiel wieder hoch, tatsächlich. Ja. Und von einigen Medien verwendet, SWR und so Geschichten als Einspieler immer wieder so meme-mäßig. Mm. Das Ding, das, das Ding bleibt kleben. Ja, ja, ich lieb's besonders. Also, ich habe <laughs> das auch gefühlt, dieses 3-3 gegen euch, weil. Ja, das war das schönste 3-3 meines Lebens auf jeden Fall, ja, doch. Ein also, ein Jahr her ist, ne? ich werde mhm. auf jeden Fall nachher, wenn Toxi dann weg sein muss, ich weiß nicht, wann Nico gehen muss, ich weiß nicht, wie lange Felix Zeit hat, aber meistens verquatschen wir uns ja noch. Wenn du nachher noch Zeit hast, würde ich gerne mal mit dir beim VfB drüber sprechen, was da im Hintergrund los ist, weil es läuft ja sportlich sehr, 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 sehr gut, aber im Hintergrund eben nicht so. Da würde mich mal so ein bisschen Einblicke interessieren, weil ich die nicht so detailliert vielleicht ja. habe einfach. Ähm, Kann aber gerne mal ausspeichern, würde mich nämlich auch interessieren. Du ich kannst ja, ja mal eine Kurzfassung jetzt machen. Was ist denn Boah, die okay. Kurzfassung? Ja. Kurzfassung. Ich glaube, ich habe bisher zwei oder zweieinhalb Videos dazu hochgeladen, die sind, glaube ich, in Summe zweieinhalb Stunden lang oder so. Also Kurzfassung Oje, wird spannend. Nicht mal drei, also wirklich. Also, nee, also es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, sportlich läuft es perfekt. Normalerweise hast du eigentlich den, den Doppel von es läuft sportlich scheiße und es läuft in der Führung mhm. scheiße, so zu so 19-mäßig Abstieg danach MV, äh, Dietrich raus und so Geschichten. Jetzt haben wir halt das Thema, dass der Porsche jetzt reingekommen ist. Das ist ja schon länger fix, schon selbst ein Jahr fix, aber eben dann durch DFL und so Geschichten muss er noch durch, bis es alle offiziell durchgehen durfte. Die erste Tranche ist geflossen. Diese glaube, 20 Millionen sind es für 5,49 Prozent. Und in dem Zuge sind jetzt auch zwei von denen aus dem Vorstand bei uns in den Aufsichtsrat rein, in der AG in den Aufsichtsrat und haben dann direkt mal gesagt: ey, mein Präsidenten. Finde man nicht so geil, wie ja, ja. wir, wir, wir das Ganze hier handhabt. Es gibt generell sehr viele Kritikpunkte an Klaus Vogt. Das also ist nicht nur von Porsche Seite, es hält sich ja stetig. Hier vor wann war es, zwei, drei Jahren, dieser offene Brief von Hitzesberger und so Geschichten. Also Vogt ist jetzt nicht überall beliebt, aber halt gewählt. Ja. Und das Hauptthema, was da eben war, wir haben wir 2017 ausgegliedert äh, nach dem Aufstieg. Und dann hieß es damals, es ist halt nirgends fest, fix, schriftlich irgendwo äh, festgehalten worden. Das ist halt das Problem jetzt mittlerweile. Aber es gab das Versprechen damit eben die Stärke des EVs auch im Aufsichtsrat bestehen bleibt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende immer auch automatisch der Präsident vom eingetragenen Verein ist, beziehungsweise andersrum. Ähm, und das hat eben damit dann Porsche jetzt, jetzt beendet, weil sie genug Kinder sich bekommen haben mit uns im Aufsichtsrat, ich glaube, sieben zu vier Stimmen oder sowas war es am Ende, dass da Klaus Vogt entmachtet wird. Das heißt, unser Präsident aus dem EV ist nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist jetzt eine, die quasi im EV selbst mal da hochgehoben wurde in den Aufsichtsrat, also auch nicht von den Mitgliedern selbst gewählt wurde. Und das ist halt so ein Thema, weil sofort die ganze, die, ganze, ja, die Büchse von Badora geöffnet wird mit wie viel Macht hat der EV noch, wie viel Macht hat Porsche, obwohl sie nur 5, irgendwas Prozent haben, wie, wie viel Angst können wir haben um 50 plus 1 zu so Geschichten. Und da drumherum gab es sehr viel Thematiken im Sinne von, wie ist Porsche vorgegangen, weil die haben sich auch wirklich, die kamen da rein, quasi die wurden offiziell genommen. So, an dem Tag kommen zwei Stück rein. Und eine Woche später war, war unser Präsident quasi im Aufsichtsrat entmachtet. Das haben die durchge, durchgeballert wie ein Rambo. Ähm, da muss man auch dazu sagen, dass halt auch der Kritik viel an unserem Verein selber liegt, am Präsidium liegt wie jetzt am Samstag, äh, am Sonntag, da waren ja brutal viele Banner drin, schwarzer Rauch hoch und so Geschichten, zehn Minuten lang keine Stimmung und das hat sich nicht gegen Porsche, gezogen, sondern gegen den Verein, weil eben das ist auch ein Thema, auch das steht da nirgends schriftlich, ist ja auch nur ein professionelles Versprechen quasi, aber die aus dem Aufsichtsrat haben alle eine Absichtserklärung unterschrieben, dass sie das so machen können mit Porsche, wenn sie reinkommen dass sie dann eben, äh, ja, den, den, Präsidenten entmachten, aus der Rolle entheben. Ist immer noch im Aufsichtsrat der Klaus Vogt, aber jetzt eben nicht mehr der, der Vorsitzende. Und damit sagen eben auch viele Fans oder die Ultras vor allem eben auch so, ist schön. Porsche war kacke das Vorgehen, war ein bisschen arg hart und eigentlich dürfen die nicht so viel mitreden, aber ihr habt es ja mitgetragen. So, ihr habt es nicht verhindert, ihr habt nicht die Mitgliederinteressen irgendwie, ja, verfolgt. Wir wurden auch nicht angesprochen oder informiert oder irgendwas in der Form, weil es ja, irgendwelche Online-Umfragen machen können, du hättest eine MV einberufen können, irgendwas in der Form. Und deswegen haben jetzt sehr viele jetzt das Problem, dass die Mitgliederrechte, Mitgliederwirken bei uns im Verein durchaus geschwächt wurde. Und deswegen gab es jetzt ziemlich viel Aufstand. Querelen haben wir schon seit Jahren im Aussichtsrat egal wie gut es läuft. Wir haben immer Querelen bei uns oben in der Führungsetage und deswegen gab es ja auch ein fettes Statement von der, von der Kurve. Es haben, glaube ich, 210 Fangruppierungen, Fanclubs insgesamt unterschrieben. Also echt eine ordentliche Menge. Ich glaube, Fast die Hälfte von unseren ganzen Fanclubs, die wir insgesamt haben, ähm Statement, dass es hieß, jo, der Präsident geht bitte, der Vize geht bitte und der Dritte aus dem Präsidium geht auch noch. Die drei Höchsten aus dem e.V. wurden alle da, der Rücktritt gefordert. Und da ist einiges gerade ja, Unmut. Unmut pur bei uns, Querelen, Eigeninteressen. Die wäre normalerweise Richtung September gewesen. Jetzt haben sie sie vorverlegt auf das frühestmögliche. Es ist jetzt Ende Juli, weil du irgendwie, ja. glaube vier Monate, vier Monate davor musstest ankündigen. Deswegen konnte es nur Juli werden. Und das ja, wird ja da wird so, werden, ja genau, da werden ziemlich sicher, also die, die drei Höchsten, die sie alle weghaben wollen, werden sich ziemlich sicher der Vertrauensfrage stellen. Und was danach passiert, ob sie abgewählt werden, muss man beobachten. Das wird ja dann Abwahlantragflut werden, wahrscheinlich. Ja, weil die nächste offizielle <laughs> Wahl quasi, die auslaufenden, also Präsident zum Beispiel, die Präsidentschaftswahlen, die offiziellen sind nächstes Jahr erst. Das heißt, du jetzt jetzt sagen: Jo, ich enthebe dich, packen ein Interim rein und nächstes Jahr 2025, die wollen es auch schon früher ansetzen, März-April-mäßig, könntest du nochmal neu mailen. Aber da ist ganz schön viel passiert rum das Einsteigen von Porsche, die auch nicht mal komplett drin sind. Ne? Die erste Tranche ist geflossen, die zweite soll wohl im Sommer fließen. Dann haben sie insgesamt 40 Millionen investiert und 10,4 Prozent haben sie, glaube ich. Aber es ist jetzt schon bei der Hälfte mit dem ersten Move nach drei Tagen, in dem sie diesen Aufsichtsrat sitzen, ist hier schon wieder Welt unter. Das ist schon ziemlich, ziemlich happig. Ja, normalerweise kann man ja, also ich will es jetzt nicht ewig, können wir später nochmal machen, aber normalerweise kannst du ja sagen, eigentlich der Aufsichtsrat hat ja keine gestalterische Funktion. Es ist ja eigentlich nur eine Überprüfung der Arbeit, die geleistet wird, aber man weiß halt immer nicht, was tatsächlich dann immer von welchen Positionen im Verein für ein, äh, ja, für ein, für ein Machtzentrum entsteht. Ne? Das ist immer so das ja. Problem. Also man kann natürlich sagen, ja, eigentlich kann der Aufsichtsrat ja eh nichts entscheiden, der kann halt nur blockieren im Endeffekt. Aber selbst das kann ja einem Verein auch extrem schaden, wenn man sich gegen jede Entscheidung dann halt vehement dagegen stellt im Aufsichtsrat. Und wirkt eben auch nicht so ein geiles Bild auf diese gesamten Porsche-Einstieg. Ich glaube, am Anfang waren alle sehr, sehr positiv gestimmt, von wegen Weltbankenbündnis und krass, Mercedes und Porsche in einem Zug. Also das ist ja gefühlt undenkbar eigentlich, die du alle drin hast. Auch da muss man sagen, wurde ja oft die dicken Schlagzeilen, 100 Millionen durch Porsche, dies, das. Also, wir werden jetzt nicht im nächsten Sommer 100 Millionen ausgeben können. Das sind alles Investitionen über die nächsten zehn Jahre, glaube ich. Porsche ist vor allem Partner von der Jugend. Also, wir werden nicht durch die Porsche-Millionen auch nur einen Cent mehr im Transferbudget haben. Das ist nicht der Fall. Vielleicht eine generelle größere Grundabsicherung, aber jetzt nichts irgendwie, dass sie jetzt hier quasi Investor sind, wie ein richtiger Investor, der uns das Transferbudget zur Verfügung stellt. Das ist eher ein strategischer Partner. Und damals hieß es ja auch schon, dass sie so ein bisschen ne, der Heimat verbunden und so und deswegen zu uns kommen und das als Zeichen setzen wollen, bewegen, ey, Jetzt sind wir hier da, zwei Weltmarken, jetzt kommt wirklich die Kleinen auch dazu, kleinere Sponsoren und so Geschichten, macht den VfB wieder groß. Das war quasi die Absicht und nicht irgendwelche Gewinnabsichten. Und das macht halt diesen ganzen Einstieg wieder ein bisschen schwierig mit dieser ganzen Geschichte von Absichtserklärungen und so weiter, weil der VfB einfach eine Zwickmühle war dann am Ende des Tages, weil es hieß, jo, wir kommen, aber wir kommen nur, wenn diese Absichtserklärung unterschreibt, dass der Vogt entmachtet wird. Wenn nicht, dann kommen wir halt nicht. Das heißt, die mhm. ganzen Kollegen hatten die Vogt hat das Ding auch unterschrieben, ne muss man auch dazu sagen, auch wenn es Rechtsgültig nichts hilft, ne ist genauso wenig wert wie das Versprechen von 2017, rechtlich. Habe jetzt auch unterschrieben, dass, dass die Absichtserklärung. Ähm, das war halt quasi die, die Thematik. Entweder wir haben einen finanziell angeschlagenen Verein. Ich meine, letzten Winter mussten wir noch Armada verkaufen für 11, 12 Millionen nach England, damit wir, also, so wurde es berichtet, damit wir noch Gehälter bezahlen können, so Geschichten. Also, sehr finanziell angeschlagen seit Corona sowieso, zweite Liga und so weiter. Ähm, und da war halt die Frage, bin ich der Arsch und lasse Porsche rein und am Ende kommt das hier raus mit Versprechensbruch, Mitglieder sind angepisst oder sind angepisst, oder bin ich der Arsch und sage, nö, wir unterschreiben das Ganze nicht und habe damit diesen, dieses Weltmarkenbündnis und diese Kohle von Porsche halt versaut. Ist Deal kaputt gemacht. Ich glaube, da kommen eines Tages wirklich nicht viele positiv rausgehen. Was sie halt hätten machen müssen, wo sie safe positiv hätten äh, rausgehen können, ist halt uns informieren. Also wir Mitglieder haben nichts mitbekommen. Jetzt hast du aus jeder Ecke 15 verschiedene Statements, hier ein Kicker-Interview, da bei der STN. Es passiert einfach also die Aufklärung passiert extrem viel zu spät und eben die Mitglieder wurden in dem Sinne hintergangen, dass halt null Befragung stattfand, keine MV, kein nichts. Und deswegen ist da brutale Unmut gerade da bei den Fans. Also ja auch nachvollziehbar. Es kann ja auch schnell in wirklich falsche Richtung gehen. Also wenn man bei uns guckt, da sollte man wirklich äh, aus der Vergangenheit lernen, dass man da auch nicht zu blauäugig rangehen sollte, nur weil einem irgendwelche Versprechungen gemacht werden. Beziehungsweise wir haben es ja jetzt auch bei den äh, Protesten bezüglich der DFL gesehen. Ähm, ich man kann natürlich immer, ich bin da früher auch mal so blauäugig rangegangen und sagen: Ja, gut, man muss auch nicht mal alles verteufeln, aber meistens stecken ja dann doch andere Pläne da als die, die kommuniziert werden. Und da werden dann alle Register gezogen, wie du es gerade eben schon beschrieben hast. Ähm, ich bin da jetzt nicht so im Detail drin, aber dann wird dann halt schnell mal gesagt: Das ist nicht rechtskräftig, das ist nicht rechtskräftig, das ist nicht rechtskräftig. Und dann bringen einem die ganzen Zusagen auch nichts mehr. Ja. Ja, das ist schwierig. Ja. Glaube, vor allem fließt halt die Angst mit, was halt noch passieren könnte. Ich meine, ja. das, was jetzt passiert ist. Da halt ein Präsidenten entmachtet im Aufsichtsrat, den Ehe, also ich glaube nicht die meisten, weil letztes Jahr da auch schon Abwahlantrag gegen sich gehabt und hat, ich glaube das Ding zu 80 Prozent halt quasi für sich entschieden, also wurde nicht abgewählt mit 80 Prozent oder irgendeinem hohen Wert auf jeden Fall. Das heißt, die große Mehrheit der Mitglieder sind nicht gegen ihn, sondern einfach eine kleine Masse, die aber sehr laut ist, sage ich mal. Ähm, Setzt einen Aufsichtsrat, jetzt hockt auch einer aus dem EV drin, ist auch noch perspektivisch wieder jemand aus dem Präsidium, also einer von den drei größten Köpfen im EV, diesen Posten übernehmen wieder diesen äh, Aufsichtsratsvorsitz. Also in, dem in der Hinsicht wäre das Versprechen wieder mehr oder minder eingehalten. Ich glaube, vor allem diese Angst, eben, was noch passiert, wenn Porsche nach einer Tranche ein paar zerquetschten Prozenten da schon, schon so Geschichten quasi für sich beanstanden kann und eben auch Leute hinter sich bekommt, die auch aus dem e.V. waren und trotzdem gegen Vogt gestimmt haben und so Geschichten. Ich glaube, es ist eher die Angst vor der Zukunft, selber beim DFL-Investor, das wäre auch vom, vom Ding her vielleicht kein Drama gewesen, aber es ist eben die Angst, was noch daraus entstehen genau. kann. Genau, das meinte ich. Genau so meinte ich das auch. Ja. Äh, jetzt mal die ehrliche Frage an euch alle drei. Bei Nico weiß ich es ja, bei mir selber weiß ich es auch. Toxi an dich. Sei mal ganz ehrlich, ohne BVB-Brille hast du ansatzweise daran geglaubt, dass ihr irgendwas in München holt. Also jetzt ganz ernsthaft. Nee. Nö. Also, ähm. Ich habe das in allen ja, Streams, Videos, Interviews, was weiß ich, was ich da vorher oder danach oder sonst wie drumherum gemacht habe. Habe ich da ganz ehrlich mit gerechnet, drei kriegst vier kriegst fünf kriegst Also für mich war eigentlich nur noch die Höhe ausschlaggebend. Ja. Ich glaube, das soll ich sowieso ganz ehrlich öfter machen. Ich, ich war so emotional gleichgültig drauf im Vorfeld, wirklich. Also ich habe einfach gesagt, so, ich guck mir das mal an. Du wirst es ja eh sehen, was passiert und ich lasse das jetzt einfach mal so über mich ergehen das ganze. Das heißt, ich hatte wirklich null wirklich einfach null Erwartungshaltung. Hat mir ganz gut. Ja gut, so aber du kannst ja sonst auch nicht da so rangehen. Du kannst ja nicht jedes Spiel rangehen mit null Erwartungshaltung. Als großer ja schon. Ja, aber anscheinend mittlerweile schon, weil jedes Mal, wenn ich eine Erwartungshaltung bisher hatte, dann ist die relativ regelmäßig enttäuscht worden. Von daher, was bringt's mir? Ähm als Borussia Dortmund nicht, also äh, unseren Funktionären würde ich diese Erwartungshaltung dann äh, schon zuschreiben, eigentlich. Aber ich glaube, als jemand von außen, der halt wirklich nichts, aber auch 0,0 gar nichts beeinflussen kann, bin ich mittlerweile echt dabei zu sagen: Ach, weißt du was, ist das ist auch Selbstschutz. Was soll ich denn jedes Mal irgendwie vehement fordern oder sagen so, ja, das ist die Erwartungshaltung und dann, dann kriegen sie es doch eh nicht hin? Dann denke ich mir: Weißt du was? Ich erwarte erstmal gar nichts kann ich nicht enttäuscht werden, ich gucke es mir an und entweder es kommt so, wie ich es ich ja doch erwartet habe, aber dann war es mir eh klar oder ich werde positiv überrascht. Mehr Möglichkeiten habe ich am Ende nicht mehr und es tut mir auf jeden Fall mehr gut in Sachen äh, psychischer Gesundheit als der Bums da zuletzt. Sind wir denn äh, öffentlich zu, also du, ihr als Fans, du als Fan, wir so als Außenstehende, das ist, ist die Meinung denn zu kritisch dem BVB gegenüber vielleicht? Ja, ich meine, jetzt sind sie ja vor dem VfB Stuttgart Zweiter in der Rückrundentabelle. Und ja, ja, die Rückrunde, ja, Ganz wichtige Tabelle. Ja, ganz, ganz wichtig. Wichtige. Ja, äh, die wird ja sogar von Offiziellen bemüht. Ich bitte dich. Ja, naja, also, also sag mal, ähm, fandest du die Kritik vorher zu harsch? Oder äh, sagen jetzt alle, Edin Terzic gleich mal verlängern für drei, vier Jahre? Der darf noch, nee, jetzt jetzt übertrieben gesagt, der soll noch ein Jahr weitermachen, äh, weil in der Champions League lief es ja in den entscheidenden Spielen auch. Ist jetzt erstmal egal, wie es dann teilweise geklappt hat, aber das war die Todesgruppe, man ist durchgekommen, jetzt ist man im Viertelfinale. Ähm, ist man dazu kritisch, was die Spielweise angeht? Am Ende geht es wirklich nur um den Erfolg, wie er es ja mal gesagt hat, Terzic am Anfang der Saison. Was sagst du denn? Und das ist wirklich die Frage der, der Herangehensweise. Ich persönlich. Ich bin ein Inhaltsfan, also mir geht es schon auch darum, was machen wir da und vor allen Dingen wie machen wir das. Natürlich, Fußball als solcher ist am Ende ein Ergebnissport. So, du kannst die geilsten Fußballspiele bieten, die alle knapp nicht gewinnen und dann bist du safe abgestiegen und, und sagst eigentlich inhaltlich, ja, war das ziemlich geiler Fußball, der hat mich auch total mitgerissen, bist aber am Ende runter. So, das willst du eigentlich ja auch nicht. Ich finde, ähm, man darf also Ergebnisse sicherlich nicht unter, unterschlagen, aber. Mir bringen zum Beispiel auch reinergebnisse nichts, ähm, weil wenn du dann wieder die falschen Schlüsse ziehst, und ich kann dieses Schlüsse ziehen generell nicht mehr hören, aber es ist ja leider so, äh, gucken wir auf die Schalke-Saison unter Tedesco. Das ist echt mein Lieblingsbeispiel, 2017 oder was war ja? Da wirst du als Schalke 04 Vizemeister mit Tedesco. Die ganzen Schalke-Fans haben alle gesagt, ja, wie denn in Gottes Namen? Keine Ahnung. Das waren immer ganz enge Siege, 1-0, 2-1, irgendwas dahergerumpeltes. Aber du bist am Ende Vizemeister, ja, mit so einem Anti-Fußball. Und dann waren die aber der Meinung, ja, läuft da super. Ja, genau. Ähm, Rest ist Geschichte. Ja. ja, genau. So. Und da bin ich halt auch kein Fan von, zu sagen so, yo, guck nur auf Ergebnisse. Ich finde, es muss so ein Zusammenspiel sein aus beidem, weil ne. Und da kommt für mich so der VfB Stuttgart als normales Beispiel. Ähm, ich meine, klar, <laughs> du hast jetzt noch mal personell ein bisschen was getan und so weiter und so fort. Und jetzt hast du auch den entsprechenden Trainer dafür. Und der hat jetzt auch ein bisschen arbeiten können und das entwickeln können. Aber du kommst wirklich mit nahezu der Truppe mit sogar noch signifikanten Abgängen mhm. von den Relegations- und Fastabstiegsplätzen und lieferst auf einmal sowas, was nichts mehr mit Eintagspflege zu tun hat. Saisontechnisch weiß man das nicht. Das müsst ihr auch erstmal bestätigen, dann im nächsten Jahr und so. Das wird schon schwierig genug. Aber jetzt auf die Saison bezogen, spielt ihr es ja, ist auf ein paar Ausnahmen klar, aber die hat jeder, spielt ihr es ja. Und das, das sind dieselben handelnden Personen. Ja, so. Und da siehst du einfach mal inhaltlich. Ich weiß jetzt nicht, also meinst du, so ein Fußball würde gespielt werden, wenn zum Beispiel Materazzo noch da ist? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, der letzte, der letzte für Höhnes war ja unter dem ich wollt, ich wir Ich wollte gerade sagen, meinst du, weil Labadia, Junge? Da die Rakete ja. ja der ja. War, mit dem wir mal Gesang und Klangus abgestiegen. Also, Hoeneß war schon. Ist jetzt, der Morgen ist tatsächlich, glaube ich, ein Jahr genau. Ich oh, glaube, 3. April war es, wo er kam. Morgen ja, das ein gut. Jahr, das ist halt, was da passiert ist, das wirst du auch erst in ein paar Jahren raffen. Also bei uns du machst generell. doch immer Zahlen, Daten und Fakten, Felix. Hast du dazu nicht irgendwelche Zahlen? Wie, wie ist sein Punkteschnitt in diesem Jahr, seit er da ist? Wie sieht's aus? Kann ich dir sagen, 2,0. <laughs> exakt 2,0. 2,0. Ja, war klar, dass du das aus dem, aus dem das, Kopf heraus weißt. Ja, vorhin gab's auch einen Sky-Beitrag, ehrlicherweise. Ja. ja, aber das ist halt, also 2,0-Schnitt ist ja der komplette das ist Vollwahnsinn. Also das, ist, ja, das kannst du ja keinem Menschen erzählen. Die gesamte Saison nicht. Das wirst, das wirst du erst Komm, in ein paar Jahren raffen. Übernommen hat. Überleg mal, ne? Also das ja, ja. ist ja auch... Also, ja. Und auch als er dann kam, waren nur ein paar Spieltage zu spielen, da auch in der Phase hat er halt einen ordentlichen Schnitt hingelegt, um halt noch irgendwie drin zu bleiben in der Relegation am Ende des Tages. Und wie gesagt, das wirst du erst in ein paar Jahren raffen, gibt mir oft schon erwischt in diesen Gedanken von wegen, in fünf Jahren überlegst du quasi, weißt du noch die Saison? Weil wir spielen aktuell die beste Saison der Vereinsgeschichte, da können irgendwelche Meisterschaftssaisons kacken dagegen ab. 2007 hat man jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Punkte weniger zum jetzigen Zeitpunkt, da gab es dann nochmal einen Vollsprint zur Meisterschaft. Und eben auch natürlich, wenn du Meister wirst mit 71 Punkten, ist nicht mehr denkbar, die Saison. Oder, oder allgemein aktuell im Fußball in der Bundesliga. Ähm, aber das, da wirst du in ein paar Jahren drauf gucken und nochmal wirklich das erst so richtig raffen. So. Weil jetzt so ein bisschen diesen Außenblick, das geht gar nicht, du bist voll in der Saison drin, bist voll im Kampf mit Champions League drin, guckst, was geht. Mit ein bisschen Abstand, glaube ich, wird es nochmal mehr hervorkommen, was das für eine besondere Saison ist, die wir hier spielen. Ja, vor allem der <laughs> vor allem der Vergleich. Und ich denke jedes Mal wieder dran, wie äh, wir so letztes Jahr ungefähr zwei Wochen vorher so gedacht haben, naja, wenn man jetzt Sandro Schwarz entlässt, dann könnten wir ja eigentlich Sebastian Höhnes zurückholen, der ist ja gerade frei, <laughs> der hat ja immer bei uns ewig in der zweiten Mannschaft gespielt, das ist so irre, weil man, also wir hätten sicherlich nicht diesen Weg genommen, weil der Kader auch das einfach niemals hergegeben hätte und der VfB-Kader hatte ja sowieso schon die ganze Zeit mehr Potenzial, aber trotzdem fragt man sich so, was wäre dann. Ähm, aus uns geworden. Ne? Eine Stellschraube im Endeffekt. Ähm, die Trainerentscheidung, wie du schon gesagt hast, mit Labadia wäre es nichts geworden. Auch wenn bei ihm natürlich viele Sachen äh, mit reingespielt haben. Es war ja bei ihm auch schon so, dass ihr extrem hohe Expected-Goals-Werte hattet, aber einfach keine Tore gemacht habt. Ne? Ja, Giras. hat, glaube viele gespielt. Ja. Ja. Also, äh, da kam halt auch alles Pech zusammen, aber der Unterschied ist schon enorm. Ne? Der, der war doch auch punkteschnittmäßig deutlich unter eins. Ne? Ja. Gehe ich mal davon aus, also wir haben ja gefühlt nichts gewonnen. Also, aber wenn du dann äh, zum Beispiel mal guckst, ne? also ich habe jetzt gerade mal ein bisschen rumgescrollt und rumgesucht und so. Äh, äh, von der Wahrnehmung her, ne? Also wir reden jetzt hier von Glatz 2 und oh, guck mal, und das ist ja geisteskrank positiv und so, ja. Trainerwahrnehmung Edin Tersic, der kann eigentlich nur vereinzümnen Trellern, ja, hat aber einen Punkteschnitt von 1,98. Also, ja. er ist einfach nicht weit weg davon. So, der ja? hat und, aber auch äh, ein anderes Material zur Verfügung. Ja, ja, natürlich, wobei, nein, also ganz ehrlich, ich meine Sven hat steht ja jetzt vor der Rückkehr zu uns, ja, äh, und ganz ehrlich, der VfB Stuttgart profitiert gerade geisteskrank von Sven hat. weil die Transfers, die der Mann getätigt hat, die waren dann so schlecht nicht, waldemar Anton, Gerassi, äh, Endo hat er auf jeden Fall noch geholt. Äh, jetzt, welche Frage ich dir da stelle, die Frage ja. stelle ich mir nämlich auch immer bei uns bei Hertha, würde Edin Terzic mit dieser Mannschaft auch so erfolgreich sein? Ist mit welcher? Mit der, mit der, mit der vom, VfB vom Anfang der Saison aus. Ist natürlich immer mega hypothetisch, glaube ich aber Nö. nicht. Das Nö, so ja, ja. Ich, also, nee. Und da, aber da, ich will ja auch eigentlich nur darauf hinaus, und das mhm. finde ich ja das Interessante daran: äh, 1,98er-Punkteschnitt. Also, eigentlich, der Mann wird rein wieder von Ergebnissen her viel zu kritisch gesehen, aber ich bin ja selber ein Kritiker. Ja, und ich ja. bin ja kein kleiner Kritiker. So, weil inhaltlich ist da oft. Nichts Gutes dabei. Der holt aber die Dinger, wo du denkst, ja, aber wie eigentlich? Ja, ja wie denn? Ja, ich meine, ganz ehrlich, auch letzte Saison. Jetzt überlegt ihr doch mal, lieber Nico äh, und lieber Felix, ihr seid beide mit drin. Herzlichen Dank an eure blöden Kackvereine. Wobei kann man nicht sagen, das sind wir einfach selber schuld gewesen. Guck mal, hättest du in der letzten Saison am dritten Spieltag dieses Ding gegen Bremen nicht so aus der Hand gegegen, äh, ge gegeben, ab der 88. Ne? Wo du ja dann auch in der Sportschau und weiß ich nicht, was warst, ja, zu Recht. Hör ich ich glaube, er redet nicht, mit jemand anderem. Ah ja, okay, er redet mit jemand anderem, aber er hört bestimmt zu. Ja. Ähm, <laughs> ähm, da da war es ja auch wirklich einfach so, hätten wir die Punkte mehr gehabt oder eben nicht das 3-3 gegen euch, unser legendäres, dann wärst du halt Meister geworden. Weißt du, was ich meine? Also das sind so Sachen, ähm, wir, 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 wir holen diese Punkte, aber auch ehrlicherweise war es ja selbst in dieser Fastmeistersaison inhaltlich oft so, dass du gesagt hast, puh, ach, weiß ich ja nicht, weißt du? Ja, voll ich, finde, ich finde, da ist halt auch so, es gibt so zwei riesen Unterschiede, finde ich, hierbei immer. Bei dem einen siehst du halt, dass das entsteht, wo du mhm. sagst, ey, das kann langfristig äh, wirklich Früchte ziehen. Und auch wenn da mal Spiele dabei sind, die nicht so laufen, weißt du, das Gesamtprojekt, das läuft. Und das, finde ich, sieht man zum Beispiel beim VP Stuttgart total. Wenn Hoeneß diesen Fußball, den er spielen lässt und diesen, diesen Konstrukt, auch diese Flexibilität mit System und wie er die Abweichung macht, wenn er das so weiter beibehält, sage ich, egal wen du personell eins zu eins austauschst, das wird immer funktionieren, wenn er das in der Mannschaft so durchführt. Dann ist auch egal, auch wenn mal, das hast du ja jetzt auch gesehen, selbst wenn auch mal Girassi nicht da ist, wenn. Wenn darf nicht das, wenn ein Anton vielleicht mal nicht das. Das wird alles immer trotzdem funktionieren, weil dieses Konstrukt, das, was da aufgebaut wird, hat Hand und Fuß. Das gleiche auch bei Alonso. Jetzt gibt es dann immer Leute, die halt dann sagen, ja, kannst du ja nicht, ich sage jetzt mal, mit den besten Graden, fußballerischen besten Graden vergleichen, ja doch weil naja. genau da will, das willst du ja also du willst ja nicht es macht doch gar keinen Sinn wenn man immer dieses sagt ja da musst du vergleichen ich sage jetzt mal aus werder Perspektive ne vergleichen mit äh, Mannschaften die unten mit spieler oder mhm. Mittelfeldern mitspielen warum ich will doch gar nicht in Mittelfeld ich will doch gar nicht nach unten das ist doch ja. nicht das kann doch nicht dein Ziel sein du musst ja auf das schauen was erfolgreich funktioniert und da musst du in dieser Saison als jeder Verein selbst als Dortmund selbst als Bayern musst du nach Leverkusen und Stuttgart schauen Absolut. Was haben die in dieser Saison anders gemacht als wir und vor allen Dingen halt über diesen ja. Zeitraum, ne, weil das ist was bei, bei Leverkusen ja noch mal so ne, noch mal sage ich mal eine andere Kategorie, weil da nicht nur Alonso, sondern auch vom Kadermaterial ist das halt heftig was zusammengebaut worden ist. Aber ähm, bei Stuttgart ist es wirklich gefühlt aus dem Nichts, weil einen guten ja. Kader hatte ja. man eigentlich immer, also die letzten Jahre. du war ein, einer der größten <laughs> Fanboys, der wollte schon mit Felix so, weißt du, der war schon am <laughs> überlegen, weißt du. Aber ähm, da der, der der kam ja nichts, ja. letzte Saison. Jetzt mal ehrlich, ist ja nicht böse gemeint, ne? aber da war ja es das war ja teilweise Spiel erschreckende Spiele, auch mental. Also du hast Dinge abgegeben, wo du dachtest, ach du Scheiße, dann ist manchmal was aufgeblitzt oder so wo wir alle auch hier immer saßen und gesagt haben, boah, jetzt jetzt könnte aber ein vielleicht und dann nächstes Spiel wieder bumm. So, warum? Weil das ist, ist ja genau das, diese Ausnahmen, diese Ausreißer, die kannst du immer haben. Allein vom Spielermaterial kannst du immer haben. Dann haben da drei gute Fußballer mal einen geilen Tag mhm. und sagen sich heute zerpflücken wir die alle. Das kann bei jedem Verein kann das passieren. So, aber das ist nie langlebig. Äh, das Einzige, was wirklich langlebig ist, ist, wenn du was aufbaust, was dann eben Hand und Fuß hat, wie Stuttgart mit einer Spielidee, mit dem Trainer, der auch wirklich diesen Peil hat, diesen zukunftsorientierten Fußball spielen will und eben dann gleichzeitig natürlich die Eckdaten bekommt, die er braucht, weil jeder Trainer braucht für seine Philosophie gewisse, sage ich mal, ne, Komponenten. Und du hast so. auch gerade was richtig Gutes noch dazu gesagt, weil bezüglich, ähm, dass du das austauschen kannst, weil das ist ja auch noch mal ein Faktor. Ich habe die natürlich immer viel viel besser gesehen, aber nicht in dem Maße. Äh, Sebastian Hönes hat es halt auch geschafft, Spieler wirklich äh, besser zu machen. Und das ist ja wahrscheinlich auch noch mal ein Unterschied zu Terzic, weil da sind ja viele Spieler, die extrem gut sind, aber man hat bei wenig Spielern das Gefühl, boah, die hat er jetzt richtig besser gemacht. Vielleicht waren die ja auch schon an ihrem Peak, Kann ja sein. Ist ja auch vielleicht nicht so einfach. Aber wenn du dir einen Mittelstädt anguckst, der war noch nie so gut in seiner Karriere. Wenn du dir einen Stiller anguckst, der war ja, der hat ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt in Hoffenheim. Nee. Etliche Spieler, wo du sagen kannst, die waren noch nie so gut wie jetzt, aber auch konstant nie so gut. Und deswegen sind sie auch für die Nationalmannschaft berufen worden, äh, auch zu Recht und spielen dort ja eben auch äh, erfolgreichen Fußball. Wahrscheinlich ist das der Unterschied. Aber du hast natürlich recht. So, wenn wir von einem Ergebnissport reden, äh, ist da eigentlich kein großer Unterschied. Ja, und, aber da rede ich halt nicht von, weißt du? Also, ja, der Ergebnissport ist nicht wegzudiskutieren. Ich meine, was machst du bei Tipico und Co? Du setzt auf Ergebnisse. Wir Über Tor, Unter Tor. Nicht. Wir natürlich nicht. Nein, nein, natürlich natürlich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> bei Winnermags, natürlich. Jetzt 10% <laughs> mit dem 10. Mit So, ja, ja, ey. Hier. Ja, so, das ist Produktplacement, Freunde. Das ist ja, Produktplacement. Ja. Wenn wir nur Geld aber... dafür bekriegen würden. Niemals, ah, nee, nee, nee. scheiße. Hier. Nee, Dann nee, wirst du gecancelt. Nee, nee, nee. Nein, aber ne, also, es geht schon um Ergebnisse, aber es geht mir auch immer noch um das Wie. Und ähm, ich kann so ein bisschen mal zwitschern. Ich hatte in Richtung Dortmunder Kabine nach diesem Bayern-Sieg den ein oder anderen Kontakt mal, ja, und wollte einfach mal wissen. Warum denn nicht immer so? Verdammt nochmal. Also, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Also, mir geht es ja gar nicht darum, äh, ganz ehrlich. Und da wären wir wieder weg vom Ergebnis. Und das haben mir ganz viele Dortmund-Fans gesagt. Jetzt angenommen, du spielst das Ding 1-1 oder 2-2 oder du führst 1-0 und die Bayern machen das, was sie eigentlich immer machen. Irgendwie drehen das noch und du verlierst es sogar 2-1. Ich wäre traurig gewesen und enttäuscht. Weil du dich aufgrund einer guten Leistung nicht belohnt hättest. Ich wäre traurig für die Mannschaft gewesen. Aber inhaltlich von dem, was man gezeigt hat, wäre ich stolz gewesen. Und das war so oft nicht da beim BVB in den letzten Wochen, Monaten, ja, dass ich irgendwie stolz hätte sein können. Und das sagt ja zum Beispiel Felix auch, keine Ahnung, wenn du irgendwie mal ein Scheißspiel drin hattest, ne, ergebnistechnisch oder was. Aber du hast gesehen, der VfB hat eigentlich wieder das gemacht, was sie die letzten Wochen immer machen. Und die spielen sich Chancen raus. Und ach, die sollten einfach nicht reingehen an dem Tag. Ne? Ja, irgendwie. Scheiße am Fuß oder irgendwas. Ja, gut, dann sagst du, Mist, Scheiße, ärgerst dich ja darüber, aber nicht über deine Jungs oder über den VfB oder über die Herangehensweise, sondern dann ärgerst du dich wirklich nur über das Ergebnis. Vielleicht kannst du mit dem Fußball, den ihr unter Terzic spielt, auch einfach besser performen gegen Mannschaften, wo du nicht der Favorit bist. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied, weil gegen gewisse Mannschaften, zum Beispiel als sie gegen Stuttgart gespielt hat, das war im Hinspiel... Äh kurz aufeinander folgend, ne? Pokal und Liga. Ja. Und da waren ja die Auftritte auch erschreckend von Dortmund. Man hat dann oh, da, meine Fresse, äh, war das schlecht. Aber war es doch da, gell? Ja, ja, bei, das, das war wirklich richtig Spiel. schlecht. Das Aber wenn das, wenn das gleiche Spiel wahrscheinlich gegen Bayern gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, war nicht gut. Aber gut, es war halt gegen Bayern, wir haben alles gegeben, wir standen halt hauptsächlich hinten drin. Die Erwartungshaltung ist halt gegen die meisten Mannschaften eine andere als gegen Bayern, weil gegen Bayern was ihr ja richtig gut gemacht habt, auch das Verteidigen. Aber so kannst du halt, du, du kannst so nicht auftreten jetzt im nächsten Spiel gegen Stuttgart wie gegen Bayern eins zu eins. Ja, nicht eins zu eins, aber ich, weiß ich nicht. Also oder äh, nehmen wir Hoffenheim. Ja, aber wenn ich wenn ich gegen wenn ich gegen ähm, den VfB Stuttgart, wenn ich da wenigstens sowohl im Bundesliga als auch DFB Pokalspiel hätte sagen können. Wir haben halt wirklich alles rausgeworfen und die waren einfach stärker als wir. Geschenkt verliere ich gegen vorm starke Stuttgarter, ne? nehme ich alles mit, ist in Ordnung. Aber die Junge, wir haben Standfußball gespielt, wir haben Bälle über drei Meter nicht an Mann gekriegt, wir haben Bälle in Seiten ausgespielt, wir sind nicht hinterher, wir sind nicht in die Zweikämpfe und das kreide ich an. Und das kannst du jetzt gegen Bayern anscheinend ja schon ne? ähm, zugegeben. Bayern war auch schwächer, als ich sie erwartet habe. Sie haben auch nicht den Zugriff gehabt, die haben uns auch machen lassen, insbesondere vor diesem 2-0. Ähm, da ja, hatten sie zwei, dreimal die 0 -0 Situation. Ja, sie hätten zwei, dreimal die Situation gehabt, zuzugreifen. Sie machen es nicht, wobei trotzdem nochmal der BVB auch ohne diesen richtigen Druck, du musst es erstmal so ausspielen. Das haben wir nämlich auch ohne Gegnerdruck in den letzten Monaten nicht gemacht. Also normalerweise kann Bayern auch einfach daneben stehen wie ein Hütchen und wir spielen es trotzdem nicht aus, weil wir zu unkonstant und unkonzentriert sind. Diesmal aber nicht. Diesmal haben wir es zu Ende gespielt. So. Und das ist was, wo ich sage: Du hast immer Tagesformen dabei. Es ist immer noch ein Menschensport. Du machst Fehler, whatever. Alles cool. Aber diese Range der Fehler, finde ich, die ist bei Borussia Dortmund exorbitant groß. Also, ne, dass du mal äh, einen Spieler hast, zwei Spieler, die man gebrauchten Tag haben. Aber wir spielen nicht nur, nicht nur in der Bundesliga, sondern auf die gesamte Saison, diese Saison betrachtet. Champions League ein ganz anderes Gesicht als Bundesliga. Also komplette zwei Gesichten. Innerhalb der Bundesliga, mal die erste Halbzeit geil und die zweite Scheiße, mal die erste Scheiße und die zweite geil. Auch da hast du zwei Gesichter, innerhalb des Spiels sogar. Wo ist denn Konstanz? Ich, ich, ich raffe diese Mannschaft nicht. Wirklich, ich verstehe nicht. Da ist aber für mich wieder dieses Ding. Das ist für mich ein moralisches Ding. Ja, Deswegen klar. ist auch. Beim BVB mal dieses, dieses, diese OP-Spiele wie jetzt gegen die Bayern. Und da verstehe ich auch das, was Felix dir gerade sagt, weil du kannst nicht, wenn du dieses so auftrittst wie gegen die Bayern, auch gegen Stuttgart das Ganze machst, wirst du das Spiel verlieren, sage ich sogar. Weil die, der BVB hat vor allen Dingen über leidenschaftliches Verteidigen das sehr, sehr stark gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit vor allen Dingen. Da muss ich sagen, die Abwehr allgemein mhm. vom BVB sah zehnmal besser aus als die von Bayern. So, aber und jetzt kommt's ja. Was hat der NBVW mit eigenem Ballbesitz ins letzte Drittel dann kreiert gegen die Münchner? Gerade Richtung Let also Richtung Endphase. Das, was da mhm. dann entstanden ist, das war für mich, das war für mich zugucken von Bayern. Die haben gar nichts mehr gemacht. Das war nichts, das war gar nichts. Das ja. war äh, das auch das 1:0 alleine ist ein Umschaltmoment nach einem katastrophalen Fehlpass von Thomas Müller. Der darf niemals da. Das passiert auch eigentlich nicht. Bayern in Höchstform passiert so ein Pass nie im Leben. So, das ist ja ein, ein Geschenk. Dass der dann auch noch reingeht, kommt auch nochmal mit zugute vom BVB. Aber ich sage, dieses 2-0, dieses Ergebnis allgemein, das war ein verdienter Sieg für den BVB, aber vor allen Dingen auch aufgrund von Fehlern, die Bayern mit dabei gemacht hat. Also, die haben den Sieg mit euch, also mit für euch eingeleitet auf gut Deutsch. Und ihr habt genau diesmal aber das geschafft, was du gerade eben angekreid hast. Ihr habt diesmal dann auch diesen Stecker gezogen und dann eben nicht dran vorbeigespielt oder sonst was, sondern ihr habt die Dinger gezogen. Trotzdem sage ich, Jetzt gibt mal zum Beispiel Stuttgart gegen der Tagesform, gegen Bayern, so den Ball. Die machen das zehnmal besser, weil die einfach mit Ball zehnmal mehr Ideen haben. Und Dortmund hat mit Ball, also im eigenen Ballbesitz heraus, teilweise gar keine Ideen. So, das ist dann eben dieses Ding. Und dann gibt es Mannschaften, die laden die ein zum Umschalten. Dafür habt ihr die perfekten Fußballer. Ihr habt diese Kaderqualität. Ihr könnt das ziehen. Aber es gibt dann halt auch diese Spiele, wo dann der Gegner nicht so mitspielt, wo ihr nicht diese Bewegung machen könnt, aus eigener Idee heraus was machen könnt. Und dann sieht es einfach langweilig und ideenlos aus. Es sei denn, du hast mal einen Einzelspieler, der einen tollen Tag hat. So wie gegen Hoffenheim vielleicht als Beispiel. Hoffenheim. Mhm. Weil die spielen ja komplett eigentlich destruktiven Fußball, wo sie nur auskontern wollen. Ne? Und da hat man es dann auch gesehen. Da hattet ihr so 30 Minuten, die waren richtig, die sahen auch richtig ansehnlich aus. Da habt ihr das Spiel dann auch äh, gedreht. Mhm. Aber dann wurde schwer gegen wirklich tiefstehende Mannschaften wirklich weiter selber die kreierende Mannschaft zu sein, weil da muss ja dann eigentlich das 3 und 4-1 kommen und dann kommen sogar noch die Konter und du verlierst das Ding sogar noch. Ja, also Mannschaften, die natürlich auch zum Spiel beitragen, tun uns anscheinend momentan gut. Wenn wir uns im eigenen Ballbesitz vielleicht nicht so geschickt anstellen, äh, bin beim VfB Stuttgart jetzt am Wochenende, um zumindest schon mal so ein bisschen drauf äh, ja. vorzugreifen, echt gespannt, weil ich korrigiere mich gerne, Felix, wenn es kompletter Bullshit ist, den ich erzähle, aber so eine gewisse Konteranfälligkeit na, das könnte vielleicht sogar unsere Stärke sein. Das heißt also, ich würde sogar an dieser Startelf gar nicht viel machen. Ich würde auch da malen, ist ja ausgefallen, er konnte einfach nicht gegen Bayern, aber Ade hat es halt auch super gemacht. Plus, Nico, du hast natürlich recht, in dem Moment, wo du sagst, so, yo, äh, katastrophaler Müller-Fehlpass, der im Leben normalerweise so nie passiert. Aber dennoch musst du das dann auch mal so spielen. Jetzt mal den Ulreichfehler außen vor gelassen. Aber dieser, dieser Ball auch von Brandt, genau in den Lauf, ne? und da habe ich auch mit meiner Community darüber gesprochen, der ist genau in den Lauf. Äh, das heißt, Adeyemi will oft auch einen Ball in den Fuß, wo ich denke, das ist ja komplett Schrott, weil du hast so ein Tempo, wenn du einen Ball in den Raum vor dir bekommst und du musst einfach wirklich nur noch ohne Ball erstmal auf diesem Ball mit Tempo zulaufen. Ja, wer soll dich denn kriegen? Wer soll dich denn stoppen? Das macht normalerweise keiner. Aber dafür muss so ein Ball halt auch millimetergenau ja. in seinen Laufweg kommen. Nicht ein bisschen links, nicht ein bisschen rechts, nicht ein bisschen in den Rücken, sondern genau dahin, damit er dieses Pace-Ding mitnehmen kann. Und das war, ganz ehrlich, der hat es ja gar nicht mehr versucht, weil er wusste, jo, alles klar, ich mache jetzt hier den Enzo Fernandes. Ich sehe einfach beim Tempo schlecht aus. Das Unrecht, den haben muss, geschenkt, ne? Das weiß er selber, so nehme ich als Geschenk auch an. Trotzdem super ausgespielt. Und ich sage nochmal, das wird natürlich ein ganz anderes Spiel gegen den VfB. Eine Million Prozent. Aber ich finde, für ein Auswärtsspiel in München hast du es nahezu perfekt gemacht. Du hast immer Situationen dabei, selbst bei schwächelnden Bayern, wo du leiden musst. Die werden ihre Chancen kriegen. Die haben den Ballbesitz und die stellen da eigentlich auch gefährlich was mit an. Und seien wir ehrlich, Harry Kane hatte wie viele Chancen? Zwei, drei, so, wo mir ja. mal kurz das Herz ausgesetzt ist. Ganz am Anfang. Plus, genau, plus das VAR-Ding hinterher noch. Ey, du kannst dich selbst gegen nicht so gute Bayern am Ende nicht beschweren, wenn es zwei, zwei ausgeht ja. oder irgendwie sowas, ja. Dennoch mit dem Einsatz auswärts in München, das hätte ich mir so gewünscht. Ja, in München musst du leidenschaftlich verteidigen. Da musst du genau so dich reinwerfen in jeden Scheißball. Das musst du in München. Das muss Stuttgart in München. Das muss Bremen in München. Das muss jeder in München erstmal, weil die <laughs> trotz schwächelnder Phase eine Qualität haben. Ui, ui, also da machen die halt aus aus nichts machen die irgendwas. Ne? Wenn so ein Kern auf einmal da auftaucht, das ist denen egal. Deswegen, du brauchst auch das Glück in München. Darüber müssen wir nicht drüber reden. Und deswegen bin ich so, so happy. Doch Stuttgart, und das haben wir zum Beispiel jetzt auch im Nachspiel nach Bayern gemacht, haben mir ganz viele meiner Leute aus der BVB-Community gesagt, Achtung, Achtung vor Stuttgart, bitte nicht irgendwelche Schlüsse aus München jetzt für Stuttgart ziehen. Ganz andere Partie, ganz anders. Ja, das würde ich auch überhaupt nicht absprechen. Ich würde auch gar nicht anders auftreten als BVB. Da war alles perfekt gemacht. Ich meinte bloß damit eben ähm, warum die Probleme eben entstehen. Aber einer, andererseits kann das ja auch für die Champions League ganz gut sein. Ich würde jetzt Atletico auf jeden Fall nicht so als, als Gegner sehen, wo ich sage, äh, ja, da kommen wir easy weiter. Im Gegenteil, ist ganz, ganz unangenehmer Gegner. Sehr, sehr unangenehmer Gegner sogar. Aber ähm, es hätte einen auch schlimmer treffen können. Von daher ist ja da die Chance... Äh, auf jeden Fall auch gegeben, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass du da äh, rausfliegst, sage ich mal, wie wenn du jetzt auf einmal auf City triffst oder so. Ähm, von ja. daher kann die Saison sich ja wirklich noch super entwickeln, ne? Ja, und da sage ich euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich daraus machen sollte, wenn es so käme. Weil, äh, ja, ja wirklich, jetzt dann? stellt ihr dir. Ihr ja, habt league Finale ja, äh, und werdet Fünfter. Ja, so dann, keine Ahnung, dann, dann, dann Saisonfazit-Video kann ich eigentlich nicht aufnehmen, weil ich weiß es nicht. Ähm, jetzt stell dir doch mal vor, Wembley äh, reloaded, ja, und du gewinnst Boah, das Ding gegen München, ja, also jetzt mal ganz, ganz weit weg. Aber ja, der Turnierbaum, du hast es gesagt, Atletico hatten wir, ich meine, 2018 in der Gruppenphase, äh, bevor Witzel da hingegangen ist. Ähm, und naja, was mir in Madrid Mut macht, ist, äh, warte mal, gar nichts, weil äh, in Madrid ähm, haben sie in der Champions League seit 1997 nicht mehr verloren. Kann man mal so machen, ne? Da war ich 10. Ähm, das heißt auch, wir in der Gruppenphase damals haben es 2-0 verloren bei denen, äh, haben aber dann zu Hause 4-0 gewonnen. Wäre mal summa summarum ein Weiterkommen gewesen. Kannst du, kannst du machen. So. Und dann hast du Barça oder PSG, ja. natürlich krasse Namen. Auch das ist in zwei Spielen theoretisch mal regelbar. Und dann stehst du in so einem Finale, ja. Und dann mit Edin Terzic, Terrorball oder was? Ich, äh, <laughs> ich, ich, ich weiß es nicht. Und dann bist du genau in dieser Krux- und Zwickmühle. Was machst du jetzt am besten? Äh, wie, wie kannst du es auch verkaufen? Oder ähm, ja, wie soll, wo soll der Weg hingehen? Ich muss mich mal ganz kurz, oder wir müssen uns mal ganz kurz bei Michael Schiller bedanken für 5 Euro. Geiler Typ, danke. Wird ein geiles Spiel. Atta in der IV und Mo auf der 6. Nur der VfB. Also Mo Hut auf der 6. Kann das Felix, der Experte, bestätigen? Kann gut sein, nachdem ihr Anton ausfällt. Gelb gesperrt. Wirst du hinten was ändern müssen. Kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch einfach das reinstellt und dann Karasso vorne. Kommt auch darauf an, wie fit Karasso ist. Ja, ja, vom, vom Ding ja, her wow. schon. Das Ding ist halt wenn, du jetzt halt, wenn du jetzt halt dauerhaft auf vier gelben Karten rumläufst, gegen irgendein Top-Team fällst du aus. Das spielst Dortmund, Frankfurt, Bayern, Leverkusen, Bremen, ah, gegen da irgendwas. Denkt man sich, irgendwo fehlst du halt. Und jetzt fällst ja, halt in dann, ja. ja, und da denkst du dir auch einfach so, weißt du, ach, gegen Dortmund können wir die mal ziehen, weil genau. da brauchen wir den eh nicht. Ja, ja, ich das auch, verstehe ja. das schon. Aber ich wollte mal noch was In anderes fragen. Da hatten wir gemein. nämlich im Bundesliga-Rückblick gar nicht drüber gesprochen, Nico. Ich will mal Felix ja. fragen. Äh, ist ein rüdes Foul, okay, aber findest du wirklich, dass das eine rote Karte gegen Mittelstädt ist? Ich weiß gar nicht mehr, wer die gezogen hat bei, äh, bei Heidenheim, aber ich fand es ehrlich gesagt äh, ganz schön übertrieben, dafür rot zu gehen. Weil es ist, es ist ja nicht von hinten äh, mit gestreckten Beinen, ich will den jetzt umtreten und verletzen, ja. sondern es ist ja schon auf der Suche nach dem Ball irgendwie noch, ne? Ja, ich hab's auch im Spiel nach gesagt, ich hab's im Stall gar nicht richtig mitbekommen, erst danach in der Wiederholung. Ah, ja, ist halt natürlich unnötig, wenn du aus der shiri perspektive guckst, da halt wirklich diese Perspektive von weiter hinten hat und dann ziehst du das aus, voll hinten rein und zack, du hast halt nie einen Richter direkt einen halben Meter neben ja. dir. Spätestens der sollte halt sagen, ja, war hart, war unnötig, aber weil wir trifft ja auch, du hast halt diesen typischen Bereich mittlerweile irgendwo Wade, Sprunggelenk, wo du dann halt triffst, dann bist du automatisch raus aktuell. Yep. Da trifft da er ja auch nicht. Grüßen. Ja. <laughs> da, trifft er, ja. da trifft er ja auch nicht. Also, ich hätte es auch bei Gelb belassen können. Bei Dunkelgelb ist für mich auch keine zwingende Rote. Ich finde es krass manchmal, weil das wird sowieso in Zukunft dann wieder Diskussionen geben, weil man sich an solchen Szenen dann aufregt, wie schnell teilweise rote Karten äh, gezogen werden, ne? Ich finde ja. ja, wir sollten einfach die blaue Karte einführen. Das oh ja, unbedingt. Ja. <laughs> Wobei ich tatsächlich jetzt oh mal Gott. sagen muss, also Blau ja, es muss es nicht unbedingt sein. Äh, Ach, allein gelb, der, dunkelgelb. Ich, ja, nee, also äh, von mir ist auch Quietschpink oder hier irgendwie Orange. so ein so, 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 so so Farbverlauf wie bei unserem DFB-Auswärtstrikot. Dann haben wir wieder ganz viele Leute, die sich freuen. Nein, ähm, ich finde aber trotzdem, diese Idee dahinter, und da bin ich jetzt wirklich mal relativ offen dafür, äh, natürlich äh, dieses. Der Fußball war immer so, der muss auch immer so bleiben. Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ich bin aber doch schon ein Freund davon. Mach dir zumindest mal Gedanken, ob es vielleicht sinnvolle Entwicklungen, Weiterentwicklungen gibt, whatever. Weil ähm, es gibt ja nicht umsonst diesen schönen Spruch: äh, Geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Also irgendwie, ja, mal den, okay. also, also irgendwelchen Leuten aber zumindest mal äh, was zu geben, die permanent beim Schiri meckern, die keine Ahnung, ja, auch auch beim, beim BVB zum Beispiel in Adi Jemi, wenn er irgendwie, keine Ahnung, wieder die sechste Schwalbe macht oder so. Gelb. Damit solche Leute, ja. ja hab ich und dann Rot. <laughs> Pech gehabt. Also, ich sag dir ehrlich, ja, ich bin gelb. da voll. Runter. Runter. Ich, Aus Platz, aber jetzt, auf Platz jetzt macht überhaupt. er das, aber jetzt nur mal als Beispiel, jetzt mal nur mal als Be ist jetzt auch wieder theoretisch. Jetzt kriegt er klar, Gelb, so jetzt weiß er, okay, ich mache die Scheiße jetzt nicht mehr, ne? und gut, du kannst auch da Szenarien finden, wo die Gelbe ihm wehtut so, weil, ne, keine Ahnung, jetzt äh, hat er die Gelbe für diese Blödheit gekriegt und jetzt gibt es einen Konter gegen den BVB, er läuft zwar mit zurück, kann aber nicht mehr richtig rein, weil er weiß, sonst kriege ich Gelb-Rot und weil er das eben nicht tut, kriegt der BVB ein Gegentor. Kann man sagen, ja, siehst du, Adeyemi, selber schuld, gelbe Karte, blöd. So. Richtig. Jetzt aber nur mal, ja, aber jetzt nur mal als Beispiel auch, trotzdem, okay. ähm, jetzt macht er genau irgendwie sowas und du kriegst für genau den Moment zehn Minuten wirklich mal eine Unterzahlsituation, was dir de facto erstmal mehr weh tut als die reine Gelbe, weil, wenn der sich so durch das Spiel windet, hat die Gelbe vielleicht außer eine fünfte Gelbe für die nächste Woche oder was weiß ich, erstmal theoretisch keine Relevanz und du kriegst in genau dieser zehn Minuten Unterzahlsituation zwei Kirschen. Vielleicht wegen dieser Unterzahl. Keine Ahnung. Kannst du dich. Äh, tut deutlich mehr weh als rein nur eine Gelbe. Also, ich finde. Ich bin da, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich bin da bei dem, der das gesagt hat. Also Zitat vom Unknown: Der sagte, ähm, Fußball ist auch deshalb äh, die beliebteste, einer der beliebtesten Sportarten der Welt und in Europa die beliebteste, weil es so ein einfaches Spiel ist. Und eigentlich diese ganzen Veränderungen machen dieses Spiel komplizierter und bieten immer nur noch mehr Diskussionsbedarf. Und auch wenn ich auch immer ein Freund dafür bin, mit der Zeit zu gehen, finde ich beim Fußball sollte man es. Also ich habe seltenst äh, Veränderungen gesehen, die das für mich optimiert haben, das Spiel. Eigentlich hat es alles nur noch viel schlimmer gemacht, ehrlicherweise. Ja, so wie wir es äh, insbesondere umsetzen, gerade hier in Deutschland stimme ich dir vollumfänglich zu. Ich finde aber tatsächlich doch auch, also der, der, der Sport an sich hat sich ja nicht geändert. Ja? Du läufst immer noch mit äh, 22 Mann hinter einer Leder-, mittlerweile Kunststoffpille hinterher. Ist halt so, okay, cool. <laughs> ähm, und mittlerweile sind die Schuhe alle ganz bunt und früher waren es die Kaiser. Ähm, aber es ist halt so, so, so viel schneller geworden und irgendwann endet halt deine menschliche Fähigkeit im Sinne von, ne, wie gesagt, diese, dieser Grundgedanke VR, ich will ihn gar nicht äh, verteidigen oder sonst was, dass du dir da Hilfsmittel dazu holst, etc. pp, weil das vielleicht teilweise mit dem bloßen Auge nicht mehr zu sehen ist, weil es so viel schneller geworden ist. vor. ganz ehrlich, glaubst du, Mario Basler und Stefan Effenberg und Co hätten aus der heutigen Zeit, im, also... Hätten, hätten in, ihrer, in ihrer Prime im heutigen Fußball, Fußballer irgendein Wort mitzusprechen, nie im Leben. So. Aber das ist auch ja, völlig okay, weil die waren zu ihrer genannt? Zeit. Wer war das? Effenberg, <laughs> äh, was habe ich gesagt? Effenberg und? Basler, okay. Basler zum ja, Beispiel, Basler, ja, keine eigentlich. Ahnung. Nein, aber äh, es ist ja auch relativ wurscht. Ich glaube einfach, das ist sehr viel dynamischer, schneller geworden und so weiter. Das heißt, man muss vielleicht wirklich mal gucken, nur tatsächlich die Umsetzung bisher, Leute, lasst den Quatsch, weil. Ganz ehrlich, wenn ich mir wieder angucke, Harry Kane, VR wird überprüft. Ja, wie lang denn bitte? Also soll, ja. man dem, soll, soll man dem Schiri noch einen Tee reichen oder ein bisschen Gebäck dazu? Aber was war das für ein Spiel Leipzig-Mainz war das, wo ja. einer offensichtlich den Ball an, ja. an, ans Bein bekommt und die brauchen ja. da acht Minuten für. Das kann es nicht sein. ja. Hier an die, ja. Äh, an die Hüfte hat er bekommen. Okay, ich bin nicht ich Da ist auch die da Technik, also die Leute da vor dem Bildschirm ja. komplett deppert. Ja. Also ja. 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 So, und also. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht einfach ändern, nur damit wir was ändern und nur damit es neu ist und so. Und du hast schon recht, verkomplizieren bitte auch bloß nicht. Ich würde sagen, sogar einfacher machst du es, wenn du äh, diese VR-Geschichte auch wieder über die Stadionlautsprecher zum Beispiel äh, wiedergibst, ja, damit du eine gewisse Transparenz hast, was da passiert, was vielleicht auch kommuniziert wird, damit genau jeder Stadionzuschauer weiß, alles klar und genau, deswegen entscheidet er das so. Ähm, das macht es wieder einfacher. aber ähm, ein bisschen zumindest Ideen einfach mal durchdiskutieren. Man muss ja auch nicht sagen, ich fordere das jetzt vehement, dass das so kommt. Und es gibt bestimmt auch gute Gründe zu sagen, nee, es macht so keinen Sinn, weil, aber in diesem Austausch darüber einfach mal für und wieder diskutieren, relativ ergebnisoffen, da wäre ich schon für. Ich bin ganz ehrlich für, ein, für einen anderen Austausch von Regeln und zwar dem, der äh, beinhaltet, Regeln zu streichen. Da wäre ich dafür. Also, es sind für mich acht Millionen unnötige Regeln dazugekommen, hm. die in den letzten drei Jahren zum ersten Mal gepfiffen worden sind, die kein ja. Mensch jemals vorher kannte. Damals war das so, da hast du ja. zum Beispiel jetzt mal nur so mal rein hypothetisch, ne? du hast damals vielleicht mit deiner Frau, Freundin oder auch Kumpel, wie auch immer, jemanden, der jetzt nicht so häufig Fußball guckt. Ist ja egal, wer es jetzt in dem Fall ist. Ne? Damals war es zum Beispiel bei mir wirklich meine damalige Freundin. Hast das erste Mal Fußball geguckt. Wenn die was nicht verstanden haben, diese Person dann die nicht so auf Fußball gucken, dann war es vielleicht abseits. Das war das komplizierteste, was du erklären musstest. Was ist jetzt abseits, was nicht? Das war's. Heute vorher, warum schaltet er sich ein? Warum ist das jetzt Handspiel? Warum ist das kein Handspiel? So, äh, warum ist jetzt da die die sechste, siebte Streitstrafe, wo du so denkst, du hast gar keine Ahnung, was hier überhaupt abgeht. Du kannst ja über alles, dich mittlerweile tot diskutieren. Es gibt 8 Millionen äh, Untertitel unter jeder unter jede Regel. So, guck mal, überleg mal, allein bei Bremen gab es in den letzten zwei Jahren zwei Regeln, die vorher noch nie gepfiffen worden sind. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Danach, jetzt kommt das Schlimme: danach denkst du, regst du dich auf als Fußballfan, weil du bist emotional. Du denkst, Alter, du hast geschossen, das Wort zurückgenommen, warum auch immer. Ne? Was kommt dann als Feedback von teilweise DFL-Leuten auch, und dann aber auch in die Kommentarsektion natürlich? Tja, Regel ist Regel. So, der ist, ja völlig, ist ja völlig klar. Wurde ja vor der Saison einmal erwähnt. Nee. Ach so, ja, ja klar, Bruder. Ja, dann ist ja, ist ja alles cool, weißt du? Wann, wann kam denn die Regel dazu? Ja, vor zweieinhalb Jahren. Und da wurde sie auch mal erwähnt im Regelbuch. Schön. Das ist ja klasse. Dieses Regelbuch könntest du locker, locker sage ich, die Hälfte streichen. Dem Schiedsrichter wieder viel mehr Macht geben. Ich habe da sowieso, ich verstehe sowieso nicht, warum man das so äh, verkompliziert hat. Viel mehr Macht geben, indem er halt nach eigenem Ermessen Sachen handeln sollte. Ja, du hast mehr Diskussionspotenzial mhm. dann, weil, ne, die einen sehen es so, die anderen mhm. so. Okay, da bin ich dabei. Also, es ist so, du hast da mehr Diskussion. Aber. Ich finde, mit diesem, wo du jetzt hin wolltest eigentlich, also wo auch der Fußball sich hinwickelt hat, mit diesen klareren Regeln kamen so viele weitere Regeln hinzu. Dieses Ding hört nicht auf. Dieser Apparat, der hört nicht auf. Der wird nur ja, immer ja. mehr und immer schlimmer. Und wie gesagt, allein die Handspielregel ist für mich das Paradebeispiel für, dass es nicht funktioniert. So, und dieser VR im Allgemeinen übrigens bin ich sowieso komplett dagegen. Das, wo ich sage, kannst du mit einführen, so wie bei tolly Technic Top. Tony ja, ja. Top. Wunderbar. Da gibt es auch keine Diskussion. So, genau, da gibt es da gibt's ja. auch keine Diskussion. Das ist auch einfach. Zack, Linie gezogen. Okay, wunderbar. Ist drin, nicht drin, fertig. Okay, kein Problem. Konnte mein bloßes Auge nicht sehen. Ja, top, ist doch, ist doch klasse. Wo du ihn auch einsetzen kannst, von mir aus, Abseits. Aber selbst da sage ich, dann. Selbst Abseits ist so der ja. eng. Hast du bei unserem Tor gesehen, das erste. Geht 100 da Pro ein Frame zurück, der ist nicht im Abseits, geht ja. ein Frame nach vorne, der ist im Abseits. Wo ist der Ball jetzt weg? Was ist der Abspielzeitpunkt? Welcher von diesen 100 Pro. Frames ist es? Ist also, ja, 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 Felix. Billig. Felix, hundertprozentig. Deswegen sage ich ja, ich bin prinzipiell komplett gegen VR. Also, wenn es nach mir gehen würde, wäre ich komplett dagegen. Aber ja, ja, ich sage, so. wenn du den irgendwo für verwendest, also als Beispiel, ne dann von mir aus abseits, aber ja. und das weißt du, aber dann auch gerne mit einer äh, gewissen Toleranz. Weißt ja, du? im Zweifel ein Stürmer. Jetzt, genau, so wenn das, richtig. genau, richtig. Im Zweifel ein Stürmer. Wenn es jetzt drei mm die unauflösbar in, weißt du, und dann suchst du da zwölf, ja, dann ist gleiche Höhe. So, das Ding mit Frühkuk, Champions League. Ist es jetzt noch yeah. Hand oder Oberarm? Bruder, das wäre bei mir gleiche Höhe. Was für Hand, was für Dings? Scheißegal, lass sie laufen. So, ja, die Schulter war aber davor. Ich schwöre dir, spielt der, mit der Ball mit der, äh, mit der Schulter da, ist das Hand. So, dann ist das gar nichts. Da, da wird das wieder überprüft und dann ist das Handspiel und es wird zurückgenommen. So, deswegen mhm. ist es völlig bescheuert. Und das ist halt so dieses komplett Regelding, wo so viel dazukommen ist, dass es für mich so schon viel zu anstrengend ist, sag ich ja, jetzt Ja, auf jeden Fall. Und was natürlich das auch noch so ein bisschen stützt, die These, und da gebe ich dir schon auch recht, ähm, ist, dass du natürlich auch noch mal mehr Menschen involvierst durch dieses Ding, die da beschäftigt sind. Das heißt, noch mehr Möglichkeiten, Dinge so zu interpretieren, wie du sie gerne interpretieren wollen würdest. Ja, hast du ja auch schon gesagt so. Und dann äh, geben die irgendwas durch. Plus äh, mehr Verantwortung bei dem Schiedsrichter heißt auch wieder mehr Verantwortung bei dem Schiedsrichter. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man ja, das verlässt sich auch richtig. mittlerweile so ein bisschen darauf, ach, weißt du was, wir haben ja hier noch zwei, drei Dullys sitzen, die haben noch 20 Kameraperspektiven ja. und im Zweifel sagen die, geh mal raus, guck mal selber. Ähm, das heißt auch so, der Schiedsrichter wird für mich in der Wahrnehmung auch schlechter. Das ist nicht nur, nicht nur bei dir eine Wahrnehmung ja. so. Ich würde das kann man bestimmt sogar auch faktisch belegen, wie wenig Entscheidungen er dadurch ja. selber trifft. Könnte man bestimmt belegen, wie viele er vorher selber er getroffen hat und jetzt er laufen gelassen werden und abgewartet wird auf den äh, Videoassistent. Ich muss aber mal kurz unterbrechen, weil Michael Schiller ein absoluter äh, Geberlaune mhm. ist. Der hat hier die absoluten Hosen an und schmeißt fünf Geschenkabos in die Runde. Vielen vielen Dank, Michael. Ja. Und bevor ich es vergesse, es fällt mir nämlich gerade auch ein, weil ich es vorhin im Chat gelesen habe. Da habe ich ja die, genau die zwei Richtigen hier sitzen. Nick Woltemade, ablösefrei <laughs> zu Stuttgart. Nächster Nationalspieler incoming oder wie, wie wird der jetzt eingeplant? Und Nico, erstmal, was sagst du zu dem Abgang? Also, erstmal, der Abgang steht ja schon zu 100% fest. Stuttgart ist ja noch nicht zu 100%, ja. aber man kann mal schwer davon ausgehen. Ich habe mit Nick vorhin noch geschrieben, habe ihm da auch viel viel Glück gewünscht äh, bei seinem Weg. Ich gehe auch davon aus, dass es stimmt. Und dann da hast du wird. die abonniert, oder? Nein, 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 ich sag euch ganz <laughs> viel viel Glück. Nee, ich, tschüss, ich, viel Glück für Ich nee, sage sag, ich, ich sag euch ganz ganz offen und ehrlich, äh, ich wünsche Nick heute mal nur das Beste für seinen Weg. Ich glaube, ich persönlich bin mal gespannt, ob ich mit der Aussage, sage ich mal, äh, auf den Mund falle in dem Jahr oder nicht. Aber ich sage, egal wo er hingeht, wie gesagt, ich glaube, dass es Stuttgart wird. Aber egal wo er hingeht, der wird ähm, seinen Weg absolut machen. Der wird definitiv äh, was Gora anwert dann auch stattfinden, nicht wie jetzt gerade bei Werder. Und ich sage auch 100 Millionen Prozentig, dass es der Markt wird mehr als verdoppeln wird, auch wieder, egal wo er hingeht. Und ich sage, wenn es Stuttgart jetzt werden sollte, so ähm, und die Position für ihn gemacht wird und das ist die. Hinter den Stürmern im Idealfall. So muss man natürlich gucken, wie in der kommenden Saison das Ganze. Man weiß ja jetzt auch noch nicht, wer vielleicht doch noch überraschend geht und was weiß ich. Das kann ja alles, ne? Aber wenn er ja in diesen Halbraumpositionen, die ja durchaus oftmals auch bekleidet werden oder auch schon gespielt worden sind, ob dann ein Jong oder ein Milo oder wer weiß was ich, also es wurde ja immer wieder auch schon gespielt, wenn so eine Position Nick mal bekommt, wird er bei Stuttgart ein absoluter Mehrwertspieler. Der hält äh, den Ball, selbst gegen Bayern, an vier Leuten vorbei. Also da kommt keiner an Ball. Der hat immer das Auge für Mitspieler. Der wird bei uns als Mittelstürmer eingesetzt. Bewusst fast schon falsch. Also, es ist wie, du, jemand sagt dir so: Hier ist 50, und du sagst, Ja, alles klar, ich fahre fahr weiter 100. So, und du sagst, Ja, da ist ein Blitzer jetzt gleich. Der kommt jetzt gleich, der kommt jetzt gleich. Und du, Ja, ist mega, ist meine Regel, ich fahre das. Also, es ist offensichtlich, dass es nicht funktionieren kann. Es wird, äh, es wird nicht gewinnbringend sein. Und trotzdem machst du es. Und das ist bei uns in dem Fall der Fall. Ich glaube aber, wenn ein Trainer jetzt wie Sebastian Höhn ist zum Beispiel. Äh, den Jungen kriegt, wird er den deutlich besser einsetzen als Werder und er wird auch viel mehr das wieder erfahren, was er bei Elversberg schon bei seiner Laie gesehen hat und da hat er auch zuverlässig getroffen und auch gescored, ähm, nämlich dieses Vertrauen. Ne? Der macht das sein bestes Saisonspiel, macht er gegen den vermeintlich stärksten Gegner, gegen Bayern München und kriegt zur Belohnung eine Woche danach die Handscherk und sagt: Hier auf die Bank. Gäbe es wahrscheinlich in fast keinem anderen Verein. So, ja. bei uns ist das der Fall. Gang und gäbe. Bei uns auch, Yusufa Mokoko, Grüße. Ja, siehst du. <laughs> so, es ist dann bei uns irgendwie schon gefühlt der Klassiker. Und das ist, das ist unser Klassiker übrigens. Ähm, und ja, äh, deswegen, ich sage absolut zu 100%. Prozent Viel Glück an Nick der Ablöserfreier Wechsel für Stuttgart. Absoluter Win. Bei der spielt er eine Saison durch, der ist 22 geworden. Spielt der eine Saison durch in der Bundesliga. Wird der absolut krachen gehen. Und der ist auch menschlich gliedert, der sich total super in eine Mannschaft ein. Also, das ist ein Menschenfreund. Wer vielleicht auch von den Bremern, den man beim Training gesehen hat, beim Training ist er wirklich gefühlt immer einer der Besten überhaupt. Also, das ist unglaublich. Und auch danach, ne? Kommen da egal, kommen da Kinder, ne? jetzt, ich war ja auch mit meinem Sohn da, der nimmt sich Zeit, quatscht mit den Kiddies, macht mit den Fotos und so. Das ist einfach, wie gesagt, ein Menschenfreund, Menschenfänger. Und ähm, da wird er seinen Weg machen bei Stuttgart, ganz klar. Felix, was sagst du zu diesem Stil? Ja, ich, ich kann ehrlich nicht kurz bewerten, ich habe nicht den großen Blick auf Voltemade. Aber es klingt schon mal ordentlich, vor allem auch das menschliche Thema ist, glaube VfB sehr hochgeschrieben im Scouting. Ich mein, da ist ja generell jetzt wohl ein ziemliches Profil ausgestellt worden, wenn jetzt ein Voltemade kommt. Der glaubt 22 ist jetzt ein Deutscher, talentiert vorne, aber. Vermutlich erstmal in einer genau. in so einer Herausforderer-Rolle quasi im Sommer ablösefrei, selbe beim Justin Deal, der aus Köln Wohl kommt, auch nicht fix, aber das, Ey, Junge, das scheint schon, schon wieder macht, Alter. scheint schon so zu passieren. Und der Janik Keitel aus Freiburg, der im Mittelfeld, alles genau das gleiche. Alle drei, alle drei jung, deutsch, talentiert, ablösefrei und eben, ich sag mal, erstmal Herausfordererrolle. Weil es eben so ein bisschen das Thema, was natürlich ist, nächste Saison, wer bleibt, wer bleibt nicht. Wenn du einen hast, einen hast, Mio, was weiß ich nicht alles, Leveling, Führig, ist also erstmal Der Standplatz geht ja nach München, ne? Führig, ja, Quatsch. Mm -hmm. Scheiß macht nee, der. Also habe wär... ich, hab ich tatsächlich mitbekommen. Also äh, ernsthaft, äh, keinen kein, das... kein Scheiß jetzt hier. Ich habe mitbekommen, weil der BVB ja selber drin ist ja, äh, und bereit war, ihn wieder zurückzuholen. Irgendwie Ab, 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 Ausstiegsklausel um die 28 Millionen, habe ich gehört. Führig, wenn mir nicht alles deutsch, äh, soll er haben und. Ähm, Bayern haben wohl auch was vorgelegt, was finanziell besser schmeckt als das, was Borussia Dortmund vorgelegt hat. Bayern ist ganz heiß auf den Mann. Ganz, ja, ganz, ganz, ganz die heiß. Gerüchte habe ich auch gelesen, aber ich glaube es auch mal ganz naiv. Ich glaube es erstmal noch nicht. Der hat vor kurzem verlängert. Klar hilft nichts mit der Ausstiegsklausel. Aber irgendwie bei dem Führig gibt es genug Gierassie, und so weiter und so fort. Können auch alle wechseln, natürlich kann passieren. bei dem Führig würde ich es fast wahrscheinlich noch mit am. Persönlichsten nehmen, sage ich mal. wenn hast du hier aufgebaut. Bei ja aufgebaut. Dann, ein... dann tut mir das leid gerade. Also... Ja, nee, dann kam es bei der zu 21. Das war quasi das perfekte Beispiel für das, was wir im Abschiedskampf hatten, was ihr vorhin angesprochen habt. Du hast immer gesehen, der Mann kann kicken und zwar richtig gut, aber Endprodukt fehlt halt komplett. Jetzt kommt es halt mal nach zwei, drei Jahren und man dann sagt, ey komm, ich spiele die Saison des das, das, das Lebens quasi beim VfB und ich habe trotzdem keine Lust, mit euch Champions League zu spielen und noch ein Jahr ranzuhängen. Vielleicht hat Vertrag bis zu 28 oder zu 27. Fände ich schon ein bisschen schade, wenn um man den Move schon so früh macht. Vor allem zu den Bayern wüsste ich auch nicht, inwieweit die da vorne planen mit Command, Tell und so weiter, inwieweit der da wirklich ein Starter wäre. Das ist ja das Pro-Argument, was wir vermutlich geben können, das ist noch nichts fix, Aber wenn du wirklich anbieten kannst, ey, du hast eine gute Chance auf Champions League Startplatz, das findest du in den wenigsten Vereinen, die größer sind als wir und auch mehr Geld zahlen als wir. Also ich habe noch eine leichte Hoffnung, dass, dass die meisten bleiben. Und um, um auch bei zu so Volte mal zurückzugehen, das Austhema eben Girazi, UNDAF und so weiter, die ich aufgezählt habe. Startelf ist erstmal schwierig, glaube ich, aber wie gesagt, Rolle, plus eben, das sagt er, ist eher hinter der Spitze, aber im Sommer kommen wir auch uns ja auch brutal vielleicht wieder zurück. Wir haben, haben glaube ich, in Summe jetzt fünf, sechs Stürmer verliehen, auch alle Jungen hier, die Castanaras, Sankos, Fahirs, kommen alle zurück. Dann holst du auch einen Justin Du Deal, musst der direkt auch auf... rausstreichen: Woltemade in deinen Stürmergedanken. Das ist nämlich der Fehler, der ja auch, wie gesagt, bei Werder schon der Fall war. Woltemade ist kein Stürmer. Der ist, der wird im Sturm kannst du nicht schreichen. Der wird auch nicht da mit der Konkurrenz. Du muss mit Undorf und Mio, muss, Mio vergleichen. Ja, naja, dann mach so, mal. Du, du, den, du musst den den dahinter. dahinter. Genau. Das heißt klassisch 10. Das ist, wenn du den Zehner spielst, ne, im offensiven Mittelfeld hängt die Spitze. Das ist Woltemade. Aber der ist nicht vorne. Also ist, vorne als Endstationsspieler ist Quatsch. Das ja. ist doch eine super das, Nachricht. Dann schwierig werden. Dann braucht er ja Mio, Mio mit UNDAF und so weiter. Ja gut, das wüsste ich. Ich weiß nicht, wie, wie tief Star ist, aber doch auch Brighton oder sowas mal irgendwie mit den Gerüchten drin ja, bei ihm. Gut, die Zahlen wenigstens dann wahrscheinlich ordentlich, ja. aber <laughs> dann braucht er Ibo Masa nicht mehr haben. Ihr wart ja schon bei uns. Also von daher äh, wäre das für mich auf jeden ja. Fall ein Jackpot. Ich fände auch, ich, wie gesagt, ihn kann ich auch nicht bewerten, natürlich den Masa, aber Fans auch für uns, für, also als, Ze als Zeichen an unsere Jugend fast schwierig, den zu holen. ist ja auch ein Jugendtalent von euch. Ja. Wir haben da auch genug rumrennen. Wir haben die Raul Paulas, wir haben Laurin Ulrich, der ein Riesenname ist, sage ich mal, im Jugendbereich. Und dann sagst, ey, gut, für dich reicht es hier nicht und es um 19.21 Uhr, holen wir halt das nächste Top-Talent vom nächsten Verein oder auch Justin Diehl vorne drin. Das ist auch einmal Castanaras gerade in Ulm verliehen, der mehr oder minder regelmäßig trifft. Und holst das nächste Top-Talent aus Köln, ist auch ein bisschen schwierig, das, glaube ich, zu den, den eigenen Talenten da zu verkaufen. ist wahrscheinlich auch mit das Größte, Negativargument, was oft gegen unsere Transferpolitik gesagt wurde, auch bei Missin Touch schon, dass man eher die Talente von woanders holt, als die eigenen hochzuziehen. Ähm, aber ja, vorne musst du echt gucken, ob mit Woltemade, denke ich mal erstmal, Herausfordererrolle, vielleicht ist das so ein bisschen der verkappte Silas-Ersatz. Da könnte es ja wohl echt passieren, dass er vielleicht wechselt nach England. Dann wäre das vielleicht ein bisschen die Rolle, aber ganz generell musst du offensichtlich wirklich brutal ausmisten und ich glaube, das wird leider wieder in sehr vielen Laien enden, weil du, glaube ich, die, nicht die meisten davon fix wegbekommst dann irgendwen. Also ich will dieses Füllkrug, äh, ja, genau. es, es, äh, ja, genau. Wird Zeit für mich, Feierabend machen zu Wird Zeit für mich, gleich Feierabend zu machen. Ich merke das schon, aber ich will noch mal einmal zumindest für meinen letzten Take dieses Führing-Ding Richtung München nochmal aufnehmen. Ich verstehe deinen Take, dass du zum Beispiel sagst, du so, ich würde es da persönlich nehmen, weil. Ne, Weiß doch einfach mal zu schätzen, was du uns auch zu verdanken hast, plus was wir dir auch bieten können und was dir auch gut täte etc. pp. würde ich genauso sehen. Aus dieser Sicht äh, habe ich es auch damals bei Mario Götze so gesehen. Ähm, das war mein Take. Ähm, natürlich noch ein bisschen anderes Szenario, weil wirklich das Ausnahmetalent schlecht ja, in und logisch, überhaupt ja. und so. Aber äh, selbe Ding. Und ich äh, war ja damals, und das war mein Moment ernsthaft, wo ich einfach ganz viel Fußballromantik abgegeben habe. <laughs> ähm, ein Kumpel von mir hat in Dortmund aufgelegt ähm, in ein paar Discos ne, relativ regelmäßig auch als Resident DJ. Das heißt, er war da äh, öfter zu Gast und auch immer mal in den Clubs, wo die Spieler und, und Freunde von denen und so ein und ausgegangen sind. Und äh, wir haben äh, einen relativ guten Draht gehabt zu Ilkay Güneş und seinem Cousin äh, Kurs auf die Nuss. Und, ähm, ich habe mich da mal mit dem Cousin von Ilkay unterhalten und das war dann so rund um den Götze-Wechsel und so. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, so, ey, ich verstehe es nicht so. Ne? Dann hat ja einfach nur so einen Arm um mich gelegt und hat gesagt, du Daniel, ganz ehrlich, also ich kann jetzt hier natürlich nichts droppen, will ich auch gar nicht und so weiter und so fort. Aber ich habe den Vertrag gesehen von Götze in München und es tut mir jetzt leid, wenn ich dir das sage, aber wenn den jemand anders vom BVB vorgelegt gekriegt hätte, inklusive meinem Cousin, die wären da alle hingegangen. Und ich dachte so, jo, und wahrscheinlich ist es so. Ja. Wahrscheinlich nee? ist es so. Ja? Es wird mich so. auch nicht wundern. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Fußballromantik. Ja, ja, nein, Fall verstehe ich. Uns aber, aber das ist bleib halt das, das, das eine Jahr halt noch, weißt? Ne? Ja, ab, ja, ja, ja. Ab aber 25 das ist, oder wenn die Saison vor Cox startet, dann geh halt im Winter. Die Ausschlussklausel werden gefühlt jedes Mal dir. wahrscheinlich offen sein. Gerasia auch jeden Sommer oder jeden Winter. Jedes Transferfenster eine neue Ausstiegsklausel drin. Die Möglichkeit hast du immer. Die haben sich überall eingebaut. Diese Exit Optionen. <laughs> Gehst du nicht heute, gehst du morgen, kommen? Ja, nee, die haben ja die Optionen ja. drin so. Wir sind noch nicht in der Höhe, wo du irgendwelche auch Mios und sowas, die kannst du nicht halten und eine Ausstiegsklausel, kannst du nicht verlängern, ist geil nee, sie verlängert ja. haben. Und die haben die Möglichkeit, immer zu gehen wenn sie jetzt sagen, ey komm, mit der Truppe, den Fans, <laughs> mit dem Trainerteam im Rücken, du hast vor einem Jahr noch Platz 18 gespielt oder bei dir und warst gefühlt mental mindestens abgestiegen und bei den Fans. Ja, später spielst du Champions League. Jo. da, da möchtest du nicht, nicht, nicht ernten, was du gesät hast, kann ich als, als Fan nicht nachvollziehen, aber mein Gott, wenn der einen Vertrag hingelegt bekommt, den er nie wieder kriegt, führe ich ja auch schon, also in Anführungszeichen schon 26, dann, ist das halt der Fußball, aber dann finde ich es halt natürlich schade. Ja, und vor allem auch da siehst du mal, wie das teilweise läuft. Also, was das auch für ein Players-Market ist, sag ich mal. Ne? So wie der Arbeitsmarkt aktuell generell äh, der normale eher so ein Arbeitnehmermarkt ist, ja, dass du als Firma erstmal richtig auch nicht was bieten musst, warum sollte ich denn überhaupt zu dir gehen, liebe Firma XY? Ähm, so ist es im Fußball dann doch so, na Ja, also äh, dann biet mir halt als Spieler auch mal was, damit ich überhaupt zu dir komme. Ist halt genau dasselbe. Ähm, hat ja äh, Ole Gunnar Solks hier, der war im äh, Interview bei irgendeinem Podcast zu Gast oder so und hat so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen geplaudert zu seiner Man United Zeit. Und er war ja nun mal in der Verantwortung bei United, als man sich sehr bemüht hat um einen gewissen Jude Bellingham, der damals 17 war. Und man hat, äh, hat er erzählt, irgendwie komplett aufgefahren. Die hatten da alles, was Rang und Namen hat, inklusive Alex Ferguson. Die waren alle Keen und weiß ich nicht was, die waren alle vor Ort um ihm halt dieses Gelände, diesen Verein, diese Historie schmackhaft zu machen. Also die haben richtig reingeschallert. Dann kommt da so ein 17-jähriger Bellingham und sagt, ja ist ja alles auch ganz nett und so ne, aber hier was ist denn so mit äh, Startelf-Garantie, Einsatzgarantie? Dann haben die gesagt, ja äh, Digga, äh, nee, nicht. Ach so nee, ja dann komme ich nicht. So und jetzt nun mal weitergedacht ne bei Borussia Dortmund, da ist er dann gelandet am Ende des Tages ähm, und äh, das war natürlich eine Win-Situation sportlich und finanziell und so weiter. Ist aber trotzdem schwierig. Jetzt weiß ich nicht, ob das zum Beispiel nur für einen Bellingham gilt bei uns oder ob das auch andere betrifft oder auch bei euch oder ne, egal bei welchen Verein, dass die halt Sachen da drin haben. Das würde zum Beispiel bei mir erklären, wir, wir sagen beim BVB ganz oft, Junge, warum spielt der John denn Woche für Woche für Woche? Warum? Ja, genau. Dann hättest du auf einmal eine Erklärung, hoppala, wenn da irgendwelche Klauseln greifen, die die irgendwie ausgehandelt haben und wir machen es auch noch mit. Dann kann der Terzic sagen: Hör mal, Leistungsprinzip, wie ich will, aber der hat das da drin stehen und dann muss ich dem gerecht werden. Da, da siehst du mal, dass du eventuell den kürzeren ziehst, obwohl du Funktionär bist und eigentlich das zu entscheiden hast. Aber wenn die Spieler sagen, ja gut, dann komme ich halt nicht. Ne? Oder ja. die Spieler beim VfB sagen, ja gut, aber ohne die Klausel, ja, dann verlängere ich halt ja, nicht. Oder komm erst auch gar nicht, im Leben nicht? Genau. So, aber, aber eigentlich fast schon würde ich mir fast wünschen, für den Stuttgarter Verein, für den Dortmunder Verein, für die Berliner Hertha, für, dass man wirklich kollektiv dann. Aber das müsstest du wirklich im Kollektiv machen in Deutschland. Dass du sagst, ja, dann halt nicht, Junge. Ja. Also sorry. Keine Ja, wirklich, in der ja genau. So also generell, dass man einfach auch immer sagt, pass mal auf, so, wenn du gute Leistung bringst, da brauchst du keine Klausel, dann spiel. Bellingham braucht dir in Dortmund keine Klausel. Der, der hätte eh gespielt, weil der geil war. Ja. so Ja, also bring deine Leistung, kriegst du eh Einsätze, wenn nicht, dann nicht. Genauso wie mit, was Dortmund jetzt ja gerade macht, mit leistungsbezogenen Verträgen. Immer noch ein hohes Grundgehalt, also viel höher als jeder Otto Normalo. Ja, aber du willst ein Gehalt von 10, 12 haben, netto, brutto, whatever. Ja, gut, mit der Klausel, mit der Klausel, mit der Klausel, wenn du deine Leistung bringst. So finde ja. ich ja völlig legitim, dass du die Kohle kriegst. Deswegen finde ich diesen Weg, den wir da jetzt gehen, dass wir sagen, sobald wir neue Spieler ne, irgendwie mit Verträgen ausstatten oder auslaufende verlängern, das war ja bei Mokoko zum Beispiel so ein bisschen der Deal, ne, zu sagen, so, ey, von einem, ich krieg den Vertrag einfach nur so, hin zu einem, ja, du verlängerst jetzt, aber dann kriegst du auch automatisch erstmal weniger <laughs> und musst jetzt auch noch Leistung bringen dafür. Boah, ja. Schwierige Kiste, das zu vermitteln. Aber eigentlich der genau richtige Weg zu sagen, ich lasse mir doch von einem Spieler XY, da kann er, muss man so geil sein, wie er will, kann naja. der, ist doch scheißegal, aber ich, ich bin doch der naja. Verein und du bist doch nicht größer als wir. Guck mal, die, die Auswüchse, wo das dann hingehen kann, hast du doch bei PSG mit MVP gesehen. Also wo ja. das dann, worin es ja. dann münden kann, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, das kann man jetzt auch fußballromantisch nennen, ich bin immer danach den maximalen Erfolg, weil du musst auch Geld verdienen und du musst die besten Spieler natürlich bekommen, wenn du sie bekommen kannst, aber es hat alles Grenzen. Wenn einer für mich äh, eine Einsatzgarantie in seinen Vertrag mit rein äh, geschrieben bekommt, äh, dann ist das für mich wie Vereinschädigung Weil so kann ich ja überhaupt Total. nicht mehr... Du nimmst ja, ja jedem eine jedem äh, Trainer die nötige Flexibilität. Am besten hat er dann noch NDAs unterschrieben, dass das nie nach außen dringen darf oder was weiß ich. Das ist, geht für mich gar nicht. Und wenn jemand sowas fordert, dann will ich den auch gar nicht in meinem Verein haben. Exakt. Weil wie du schon gesagt hast, natürlich bei euch ist es jetzt ein bisschen andere Situation, weil Dortmund muss sich natürlich zum Beispiel auch um wirkliche Topspieler bemühen, sonst bist du halt irgendwann ja. hinten dran. Und das wissen die halt das, auch. Das, ja, das ist genau die Scheiße. Ja, das ist doch ja, genau aber, der, der Punkt. Du hast recht. Aber ich bin der Überzeugung, dass du immer auch einen anderen Weg gehen kannst und so eine Forderung nicht erfüllen musst und es genauso gut schaffen kannst mit Leuten, die einfach vielleicht dann teilweise sogar weniger Fähigkeiten haben, die es aber mehr wollen, was man ja jetzt in Stuttgart sieht oder auch bei uns, sage ich mal. Wenn ich immer an diese Zeit denke, wo wir die Piontex und Askassibas und was weiß ich, wen wir alles gekauft haben für etliche Millionen, ja, Marco Richter. Marco Richter, die wären doch alle niemals zu Hertha gekommen, wenn die nicht irgendwas vorgelegt bekommen hätten. Aber du hast dadurch langfristig gesehen gar nicht so diesen Benefit. Klar, im Top-Bereich geht es oft gut und du sagst, ja, sonst hätten wir vielleicht den Spieler nie bekommen. Aber ich glaube, langfristig gesehen machst du dich immer abhängiger davon, äh, nach der Pfeife der Spielerberater und Spieler ja. zu tanzen. Und langfristig ja. hat das gar, kann es gar keinen Erfolg geben, weil irgendwann, wie gesagt, mündet es da drin, dass Mbappé bei einer äh, Trainerentscheidung mitsprechen darf. Ja, 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 aber dafür, und das ist so ein bisschen die Krux, ne? Also, ähm, A, Philosophie, ne? Diese jungen Talente holen, entwickeln, teuer weiterverkaufen, funktioniert halt nur, wenn du im obersten Regal bist. Diese Talente wissen, ich bin im obersten Regal. Ja. Äh, das heißt, ich kann auch gewisse Sachen fordern, weil äh, ich muss ja auch da spielen, damit ich dann überhaupt, ne? Diese. Kohle dann auch einbringen kann hinterher nur durch die Bank. Justo äh, von auch da der beste Beispiel hat jetzt erstmal fünf Millionen an Marktwert verloren bei der nächsten Transfermarkteinschätzung, weil er kriegt einfach die Spielzeit nicht logischerweise. Dann sinkt das Ganze eher. So und das wissen diese Spieler, die sind ja, ja auch nicht ganz doof, ja beziehungsweise deren Berater. Ähm, aber trotzdem bin ich bei dir, dass du dir eben nicht auf der Nase rumtanzen lassen darfst. Ähm, es gibt aber ja auch andere Verträge, ja von Funktionären, wo ich dann auch zum Beispiel mal mitbekommen habe aus der Vergangenheit auch aus relativ gut einschätzbaren Quellen, dass dann sogar Funktionäre außerhalb des Platzes im Vertrag drinstehen haben, aber ein Prozent des Transfererlöses, wenn der Spieler geht, hört der Wandert in die eigene Tasche. Ach, Und doch, dann bist du wieder an dem wollen. Punkt. <laughs> Na ja ja. So. Wobei. Bei uns ganz ehrlich, war ähm, ja nein, aber also damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt Misslintert. hat. Also klar, ne mit dieser Ajax-Geschichte. Äh, Im Übrigen der Vorwurf äh, auch damals schon beim BVB im Raum gewesen, ne? Also, ja. das genau das so. Das ist der aber noch ein Verfahren, oder? Ja, ich, ich weiß es da ehrlich ich gesagt nicht. Ich schon. Bei uns kam raus, dass es überhaupt nichts nach ja. Ist, ja. Aber äh, ganz ehrlich, das, damit will ich den mal nicht rein, reinwaschen, aber ich meine auch tatsächlich andere Funktionäre, ja, wo wirklich dann gesagt wird: einfach nur Transfer erlöst. Also, ich sage jetzt mal, ein Bellingham geht dann auf einmal für 120 Millionen. Ja, gut, dafür tue ich mir 1,2 in die eigene Tasche. Ja, ja. nur dafür, dass er geht. Ja. Und jetzt ist ja. wieder die Frage: ja, warum geht denn der? Geht der jetzt wirklich, weil das sportlich notwendig ist und der Spieler das auch jetzt zu dem Zeitpunkt unbedingt wollte oder weil ich vielleicht auch noch irgendeinen coolen Benefit davon habe? Und dann fängst du an, über Sachen im Hintergrund zu diskutieren. Willst du wirklich das Beste für den Verein oder willst du auch echt viele coole Sachen für dich haben und, und, und? Und dann wird es eklig, weil dann geht es halt, es geht nicht mehr nur um sportlichen Erfolg. Nee, nee. Und das ist auch so ein Punkt, den ich beim BVB ein Stück weit ankreide. Das Gefühl habe ich zumindest auch ne, bei irgendwelchen Entscheidungen. Es geht nicht mehr wirklich um sportlichen Erfolg allein, sondern es geht um Ellenbogenausfahren, Kompetenzgerangel, eigene Belange und, und, und. Und dann wird es kritisch, weil dann stoßen da ganz viele Konflikte aufeinander. Es geht sehr, sehr, und, oft, es geht sehr, sehr oft um, um äh, den eigenen Erfolg. Es ist ja. halt politisch dann häufig auch, wie Leute an ihren Positionen festklammern, hat man beim HSV vielleicht auch. Würde ich jetzt mal so interpretieren, auch an der Entscheidung äh, gesehen, dass sich dann ähm, Boyd doch noch schnell gegen weiter entschieden hat, schnell äh, Steffen Baumgart geholt hat. Es geht immer nur darum, wie komme ich selber so ein bisschen aus der Schlinge. Aber ich glaube, mhm. das ist bei großen Konzernen auch nicht groß äh, anders. Nee, da wird auch nicht immer dafür entschieden, was ist jetzt das Beste für die Firma oder. Für die Mitarbeiter, sondern also, das ist in erster Linie am besten für mich und meine Zahlen oder dass ich weitermachen kann. Das ist so eine Schwierigkeit halt einfach, die da besteht. Aber an unserem Wunschdenken wäre es natürlich so, dass jeder ähm, danach handelt, was auch wenn es mich vielleicht teilweise gar nicht, also wenn es für mich sogar schlecht ist, ich muss du das, das, ist ja auch eigentlich deine Pflicht. Ob du jetzt Geschäftsführer bist, leitender Angestellter oder was auch immer, deine Pflicht ist ja das Bestmögliche für die Firma zu tun, selbst wenn es teilweise für dich nicht zum Vorteil sein kann, persönlich, so. ne? Und da nehme ich den Baumgart nochmal, ne? Ob das jetzt wirklich nur perfekte Kommunikation war und einfach sehr gut aufbereitet, keine Ahnung, was da jetzt wirklich intern ja. passiert ist bei Köln, ne? Aber diese Kommunikation zum Beispiel nach außen zu sagen, ey, an seiner Stelle, ich habe mir Gedanken gemacht, pipapo, und mein Entschluss ist, ich habe das Gefühl, nicht mehr der Richtige am richtigen Ort zu sein, nicht mehr so helfen und, und, und wirken zu können, wie ich gebraucht worden wäre, um erfolgreich zu sein. Das heißt, damit der Verein wieder erfolgreicher werden kann, Spoiler, er ist es bisher nicht, hahaha, ha, ha. aber damit er es sein kann, tritt ich ein Stück weit zurück und, und äh, macht den Weg auch wieder frei, ist ja bei Klopp damals genau dasselbe gewesen. Ich erinnere mich an die Abschieds-PK von Klopp, der gesagt hat, also wir haben zwei mögliche Szenarien, entweder ich bleibe und viele andere müssen gehen oder es müsste sich viel ändern oder ich gehe und mache einfach den Weg frei für, für, für Neues, womit dann, einem, ne? Ist seltens der Fall. Wobei man auch da sich ja eigentlich selber nur wieder davor schützt, eventuell dann irgendwann mal rausgeschmissen zu werden. Ja, vielleicht, ja. Äh, wie bei Baumgart, weil da hieß es ja sowieso, der wird eigentlich gefeuert hm. nach dem Unionsspiel. Aber dann ist es aber eh clever, trotzdem, in, ja. das meine ich ja mit der Außendarstellung, zu sagen: so, nee, hier, ich mache diesen einen Schritt zurück und so. Verstehe ich nicht. Also, ja, das Beste für den Verein kann auch manchmal heißen, dass du es nicht mehr bist, auch wenn das wehtut ja. in der Wahrheit. Ich habe noch mal eine kurze Frage, bevor du mich bald abhaust ja. und dann können wir mit Nico noch mal über Ole Werner sprechen, weil ihr habt ja viele Ole, Werner, Fußball, Gott. Äh, interessante Spieler <laughs> in einer zweiten Mannschaft. Guckst du viel zweite Mannschaft Dortmund oder ja. guckst du es ab und an? Ja viel viel übertrieben, aber ich kriege es mit. Ähm, Gerade bei den Ergebnissen und ab und zu, wenn es die Zeit zulässt. Auch das wieder Spieltagsansetzung. Ne? Manchmal ist leider ja. äh, oder relativ häufig ist zweite Mannschaft äh, punktgleich mit der ersten. Wisst du gar nicht hin. Aber zweite ich ab und zu schon und äh, Stadion Rote Erde und äh, Amas Support ist da, ja. Weil ihr habt ja meistens, außer das sind jetzt wirklich die Übertalente, aber dann gehen sie ja meistens eh nicht den Weg über die zweite Mannschaft, sondern kommen direkt in die erste Mannschaft. Mhm. Ihr habt ja schon ein paar geile Talente, die dann erstmal eigentlich keine Verwendung für euch in der ersten Mannschaft haben. Und ich wollte mal fragen, ich hoffe es natürlich nicht, dass bei uns IboMasa Maser geht, aber falls ein um Spieler geht, wir setzen ja zum einen extrem auf eigene Talente, aber wir holen uns ja jetzt auch Talente aus anderen äh, Nachwuchsleistungszentren dazu, wie letztes Jahr Gustav Christensen aus Nordseeland oder kam der mit ich weiß es nicht, ähm was ist denn mit diesem Pohlmann Der ist ja voll am eskalieren da bei euch. Ist der gut. Ja, Mensch, fragen wir mal Edin Tersic, der ist hervorragend. Hammer, geiler Typ, ja, Ole hat einen richtigen Entwicklungsschub gemacht. Boah, ja, der ist so nah dran, der ist so nah dran, dass er doch nicht spielt. Ja, klasse. Also äh, Talente, Durchlässigkeit bei Borussia Dortmund on point. Keine Ahnung, was die Jungs alle wieder verbrochen haben. Also Rittnuss kann man sich da ein bisschen nicht. bedienen. Ja, ich, ganz ehrlich, da sind gute <laughs> Jungs bei. Ja, definitiv. Und ganz ehrlich, die wären ja dann auch doof im eigenen Interesse, wenn sie nicht dann irgendwann gehen oder gingen, weil die müssen halt spielen. Ja. Und das ist was, was ich uns auch ankreide, zu sagen so, und das ist was ne, uns ankreide, aber letztlich dann eh den Samt Trainerteam. Du musst natürlich eine Balance hinkriegen zwischen Gestandenen und auch den Talenten, aber zuletzt, ich weiß es wirklich nicht, ein Beino Gittens, wenig Minuten gesammelt, Mokoko kann machen, was auch immer der will und jetzt, wo Allerbe da zurück ist, äh, wirst du einfach nur Füllkrug Aller, Füllkrug Aller haben. Äh, Mokoko würde mich arg wundern, wenn der im Sommer nicht weg wäre. Äh, Ole Pohlmann genau dasselbe. Ähm, Tom Rothe käme aus Kiel mhm. zurück. Ob der da dann großartig Bock drauf hat, wenn er die Perspektive nicht kriegt, weil der macht das in Kiel sehr stark. Steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Äh, jetzt hast du Kiel Wädchen verlängert. Ähm, der ist wirklich BVB eingewechselt. Ich glaube, U8 oder U10 hat der Mann angefangen beim BVB. Also, das ist mal wirklich komplett eigene Jugend durchlaufen. Bringt dir aber halt auch nichts, wenn du dem nun einen Vertrag gibst. Und äh, Paris Brunner, gut, den. Ey, der war in Berlin Nationalmannschaft. sogar. Hab ich gesehen. Ja, den, den können sie gerne alle haben, das dann ist gar kein Problem. Den. Ja, hier, mach, äh, dann hast du den nächsten Kevin Prinz Boateng und äh, wie hieß der? Patrick Ebert. Äh, und, das und cool. Und, und, ja, dann kannst du, kannst, du, kannst, du, kannst, du, kannst du die nächste Gang aufmachen da in Berlin, ja? Äh, ein paar schusssichere Westen ja, wobei, und dann läuft passt das. Der wahrscheinlich nicht, aber der war wirklich. Nee, in also, äh, ja, nein, also, fußballerisch toll, fußballerisch toll. Ähm, menschlich, ähm, sagen wir mal, ist meine Meinung so sehr, dass er mich auf Instagram blockiert hat. Kuss auf die Nuss, Grüße gehen raus. Ähm, ja, hat er noch halte ich, nicht blockiert. Ja, <laughs> äh, kannst, kannst du ja noch dran arbeiten. Ja. Ähm, nee, halte ich, halte ich nicht so viel von. <laughs> halte, ich, halte ich nicht so viel von äh, menschlich und äh, deswegen würde ich zum Beispiel auch sagen, habe ich auch Fingernick. im Podcast letztens darüber ja. gesprochen, ähm, auch als Borussia Dortmund, gibt dem jetzt einen Profivertrag, weil er hat noch keinen, das heißt, es wird äh, ein sportlich günstiger Stil in dem Sinne. Gib ihm den und dann im gleichen Atemzug äh, bitte, äh, weiß nicht, für 10, 15 irgendwas abgeben. Weil, und das, das ist genau das, ne, wo du auch eben gesagt hast, wenn das und das nicht gegeben ist, will ich so ein ja. Spiel auch gar nicht bei uns haben. Das trifft leider auf ihn zu. Ne? Also äh, habe auf Instagram, und das ist sehr schade, ne? also, das, das kriege ich so gespiegelt von ein paar Mädels, ne, Sotini-Mädels, die dann auch öfter mal am, am Trainingsgelände sind und Autogramme wollen und Fotos wollen mit ihren Idolen und Talenten und so. Kann ja total nachvollziehen. Und das sind auch Mädels, keine Ahnung, die wollen auch nicht nur einmal ein Foto, sondern zweimal, dreimal und viermal und fünfmal. Und weißt du was, es ist legitim. Weil, ich meine, das sind die Fans von dir, ja? Und wenn die mir dann schreiben, ich, rund um diese Affäre von Brunner und so, haben die mir geschrieben, hey, wir können dir jetzt mal was erzählen, so was uns passiert ist. Wir waren am Trainingsgelände und haben den gefragt und wir kriegen als Antwort, nicht ihr schon wieder keinen Bock und so. Hey, Bruder, ciao, <laughs> wer bist du denn? Das mit zwölf Jahren. Nee, Junge, Junge, ja, dann das ist. Dann kann das er kannst du Junior nicht machen. Mitzahlen. Also, ne, das, das sind alles so Sachen. Klar ist der Jung. Klar muss er sich noch entwickeln. Klar, ne? Wir haben auch Kacke gebaut im, 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 ja, im also jungen Alter. Aber. Aber das ist sowas, wo ich mir auch denke, nee, also möchte ich schön. einfach nicht. also Weiß ich jetzt weiß man natürlich immer nicht, ob das eins zu eins so stimmt. Man weiß ja auch immer nicht, es gibt ja auch. Ja, naja, ich habe ein paar andere Sachen auch mitbekommen und kenne da wirklich das private Umfeld, ein paar Leute aus dem Umfeld. Und ich habe mir, ne, okay. ich, ich hab mir wirklich bestätigen lassen, dass manche Sachen davon auch, er ja, ist schon hier so ein bisschen. Passt ja, ja auch nicht zu den ganzen äh, anderen Geschichten, aber... Ja, äh, äh, ich mein, wollte ja auch eigentlich eher darauf zurück, ob man da sich nicht ein bisschen bedienen kann, weil die haben ja eh bei euch keine Chance. Und so ein Polmann oder so sind ja vielleicht dann doch interessant. Total. Kann man da ja mal zugreifen. Ein Brunner wird ja trotzdem interessant sein, zum Beispiel, ja. Also vielleicht kriegt er auch woanders total die Kurve, weil er total eingenordet wird. Ja. Das wäre dann nämlich an der, an der Stelle auch so ein bisschen Vereinsverantwortung, ne, zu sagen, ja. so pass mal auf. Gewisse Sachen gehen einfach auch nicht, weil du bist dann ein Profi und dann hast du dich auch in gewissen Themen so zu verhalten. Ähm, Geschenkt, vielleicht kriegt er noch total die Kurve und startet eine richtig geniale Karriere durch, würde ich ihm gönnen, nur das müsste halt passieren. Aber ja, tendenziell ähm, absolut bei Borussia Dortmund, äh, respektive Borussia Dortmund 2, gerne mal vorbeischauen. Was ist bei Lotka? Also wir haben ja jetzt eh keinen Platz mehr, aber der kriegt ja irgendwie auch nicht so richtig eine Chance, obwohl der ja eigentlich immer sehr stabil hält, ne? Also, äh, toller Typ, ähm, <laughs> kann ich dir auch sagen, ich meine, du kennst ihn ja auch persönlich, ne? Ja. Ähm, ich war auch mal bei einem eben amas spiel und äh, war mit einem Bekannten da und so. Und dann haben wir hinterher noch, weil der Bekannte hatte über Lotka die Karten gekriegt und so, dann haben wir noch zumindest mal kurz Hallo gesagt. Er sieht er mich nur und sagt, ah, feier, ich, ich gucke deine Streams immer und wie du ausrastest und so. Und ich sage, Marcel, weitermachen. Also geiler Typ. Ähm, ich glaube beim BVB. So nicht, für ja. ganz. Nee. Mm, mm. Ich finde auch, Alex Meyer macht das leider sehr gut, ne? Also, leider in Anführungszeichen für Lotka. Ja. Ja. ja, genau. Weil, äh, ganz ehrlich, ich wäre sogar mittlerweile gewillt, ne? Ex-Stuttgarter nochmal zum Abschluss, das bevor ich dann die Bier gemacht. Gregor Kobel, ne? Also, fällt ja jetzt leider immer öfter mal aus mit irgendwelchen BW-Krank, aber Passiert halt, okay. Aber, ey, so ein Alex Meyer. Macht das fußballerisch, finde ich, leider besser als Kobel. Und angenommen, es käme jetzt wirklich irgendwer und würde sagen, mal in die 60, 70, keine Ahnung, was für Kobel. Ich hätte mit Meier als Nachfolger gar nicht so die Bauchschmerzen. Und das ist dann leider zu. Äh, das, wie sich das entwickelt ungunsten. hat von ja, Regensburg krass. zu äh, einem Champions League Club, ne? Ja, hm. ja. Aber welche Ruhe der ausstrahlt, mit Ball am Fuß, immer auch gegen München, der traut sich was, der ist quasi erster Spielaufbauer und so. Hut ab, wirklich, mhm. und ein ganz toller Kerl soll das sein, menschlich, ne? So, Ole Werner. So. Wann fliegt Ole der? Werner. Ja, äh, <laughs> Paul Cut. Äh, apropos harter Cut, äh, danke im Übrigen, ihr Süßen, dass ich ähm, dabei sein durfte. Und ähm, ich würde mich dann dass du dabei warst. Ja, immer wieder gerne. Ich bin gespannt, Gut, ja. was ihr macht am Wochenende. Sag noch deinen Tipp gegen Stuttgart. Oh, ja. mmh. Okay, ich hau kurz zwei Tipps raus. Einmal den realistischen, vielleicht, <laughs> ja, äh, realistisch, vielleicht ein ja, 2-1 Heimsieg. Wunsch, 50 Jahre Westfalenstadion, fette Corio und allgemeine Party 3-0 und voll der Statement-Fußball, ich weiß es nicht. <laughs> Ihr Lieben. Willst du die Tipp von äh, Felix noch hören oder traust du dich Achso. nicht? Ach so, ich muss auch Verbindung, Verbindung ist gerade. <laughs> <laughs> ja, nee, also ich, ich muss ja realistisch sein. Wir, wir fahren nach Dortmund, ne? das ist ja auch so ein Thema. Wir haben auch das Riesenspiel in München gehabt, da lief es gar nicht. Das ist wahrscheinlich das enttäuschendste Spiel, ist, das ist auch wahrscheinlich weil ich auch nach München gefahren. Bin. Dafür das war nicht ein schöner, kein schöner Sonntagabend. Ähm, also in Dortmund wäre ich glücklich über einen Punkt auf jeden Fall. Mhm. Letzte Jahre haben wir da auch öfter mal einen drauf bekommen. Dieses eine, diese eine Ausreise da in Corona-Jahr mit dem Favre, mit der Entlassung im Hohen 5 zu 1. Das hat man auch für uns, aber letztes Jahr war es auch ein 5-0, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und immer wieder so knapp auch verloren. 2-1, 3-1. Deswegen gehe ich mal auf ein 2-2. Ich glaube, 2 -2, das äh, okay. kann, man, kann man so unterschreiben, ja. Da könntet ihr da beide mit leben. Das ist auch unser Kanaltipp. Das ist wichtig. Äh, ich, ich sag, wie gesagt, wir gewinnen und sind nur eine 1 hinter den Stuttgartern. Ne? Also das wird, wird spannend. Ich das wird sag spannend. ganz generell: Hauptsache, wir beide machen Platz 3 und 4 aus und ja. bleiben Platz nur für 5. Siehst ich du, auch mit guck mal, Shay das ist der perfekte so. Abschluss für mich. Da könnte ich auch ihr mitnehmen. Lieben, Mach's gut. Tausend Dank. Und alle Leute, die jetzt irgendwie von mir hier sind oder so, abonniert dieses Ding hier. Achso, ich Nicht dachte, nur du sagst jetzt, sie sollen rausgehen. Ja. <lacht> <lacht> Ihr könnt jetzt abschalten. Ja. <laughs> Nein, also hier, ne, Knife abonnieren und Glocke aktivieren und so weiter und so fort, weil, ne, auch mal über den Tellerrand Borussia Dortmund hinaus viel Fußballtalk von den beiden äh, hervorragenden Männern. Also, ne, ganz viel Danke. Kuss, Kuss, Kuss. Ja. So, Mach's gut. Mach's und gut, Felix. Ähm, ne, wir sehen uns noch auf wir, meinem wir Kanal zum Vorspiel. Ja, Jawohl. So ist aus. Mach's Bis gut, dann. ihr Lieben. Tschö. So, jetzt. Ciao, ciao. Jetzt äh, kommen wir zum harten Cut und der harte Cut besagt, Ole Werner. Ich sehe es immer nur in den Kommentaren bei Nico oder wenn ich in den Chat mal kurz reingehe, dass jeder Dritte irgendwie schreibt: Mit diesem Trainer wird das nichts mehr, Ole Werner muss raus. Ist übrigens genau das, was wir ja irgendwie vermutet haben vor der Rückrunde, ne? Dass es immer mal wieder so auf und ab gibt und dann immer wieder mal ist Ole Werner in der Kritik. Gehen wir später jetzt noch mal am Wochenende? Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Ach na ja, jetzt kommt ja diese schwierige okay. Zeit. Also sonst hätte ich gesagt, jetzt gewinnt er wahrscheinlich wieder und äh, dann ist die Kritik wieder weg. Wie ist denn die Situation? Weil du hast es heute auch schon erzählt, es gibt auch irgendwie schon Gerüchte und so. Erzähl mal. Also, erstmal muss ich auch sagen, es ist auch bei mir das letzte Thema. Ich hatte, habe gerade auch verschoben. Ich war ja auch nur bis Viertel nach neun. Aber äh, wir kriegen das hin, das Thema noch. Ich okay. habe gerade gesagt, ich muss noch über Ole Werner reden, hat Priorität. <laughs> äh, äh, äh. Tatsächlich ist es so, ähm, dass ja viele schon gesagt haben, in der Hinrunde bei diesem Dortmund-Spiel, bei diesem 0-0, wo ich auch da war in Dortmund. Ähm, wenn das Spiel verloren gegangen wäre, also ab da, dieser Moment, das, da war ja die Kritik schon ganz laut, da war ja, war ja schon echt am Wackeln, muss man sagen. So in der Fanszene, zumindest vom Verein, gab es da außen jetzt nichts, aber diese Wackler waren da. Ähm, und dann kam eine kleine Wende. So, dann hat man so nach vier Spieltagen gesagt, oh, da hat sich echt was getan, was ist passiert? Da, scheinbar gab es eine Art Weiterentwicklung. Ne? Dann kam raus, dass die Mannschaft auf den Trainer zugegangen ist vor diesem Spiel und Darum gebeten hat, die Spielweise zu ändern, da man eben nicht mehr mit derselben Spielweise wie Niklas Völkogl im Vorhinein mhm. die langen Bälle auf Mittelstürmer spielen kann und dass man bitte doch eine andere Spielweise annehmen soll. Die Mannschaft auf den Trainer. Er hat aber die Lorbeeren eben geerntet und konnte damit sicherer bleiben. Dann äh, jetzt zum neuen Jahr gab es nochmal einen, einen zweiten Positiv, eine zweite Positivwende, wo wir ja zwischenzeitlich auf Platz sieben waren. Also wirklich und Rückrundentabelle sogar, äh, ich glaube, zweiter waren wir Rückrundentabelle. Ähm, das war großartig und da hat auch dann jeder gesagt, oh, jetzt doch vielleicht Weiterentwicklung, weiß ich nicht, weil, ne, keine Ahnung. Dann kam raus, die Mannschaft hatte ein Team-Meeting am Anfang des Jahres gehabt, ähm, haben sich zusammengesetzt und gesagt... Die wollen nicht immer nur über äh, hier das halt reden über Abstiegskampf reden oder sonst was, sondern von Spiel zu Spiel schauen und auch nach oben schauen. Mutige Interviews mit, äh, wo wir waren um dem haben die gefragt, wo wollt ihr hin? Und dann haben alle gesagt, ja da wo wir gerade sind, plus minus ne ein zwei Plätze sowas halt ne, dass man auch wirklich so reinnimmt acht neun auch ne, ist klar, ist alles ein Erfolg erstmal ne. So, aber ähm, ja dann Ging es halt wieder weiter und das war verpufft, weil was hat am Ende in all dieser Phasen immer gefehlt? Eine wirkliche Weiterentwicklung. Es waren eben wieder nur diese moralischen Ausreißer, diese kleinen Momente, die funktioniert haben. Was funktioniert überhaupt gar nicht? Zum Beispiel unsere Offensive, unsere Standards, alle hergeschenkt. Kannst mhm. gefühlt 200 Ecken schießen, 200 Freistöße passiert Das ist auch mal nichts. die gleiche Person. Ja, das ist auch, das ist auch, das ist auch crazy. Jetzt das war ja noch ganz krass. Dann spielten 2 Meter, zwei Mann im Mittelfeld bei uns. Kommt rein. In die Startelf, wegen den ganzen Sperren. Und Werder Bremen kommt auf die Idee, das erste Mal eine Eckball-Variante zu machen. Dreimal hintereinander übrigens. Kurz. <laughs> Wir haben einen 2 Meter 2 Mann, der dann Richtung Mitte, also wirklich, der rennt Richtung 16er Punkt, 11 ne, Meter Punkt. Du siehst richtig, wie der so, weißt du, äh, und der ist, er äh, wirklich, wenn du, er wenn im du Zweikampf hast du gesehen, der schiebt die weg. Ne? Das ist, der ist 2 Meter 2 und nicht nur so, wie, mal ist ja sehr schlacksig unterwegs. Ja. Ja, Albero ist so, der ist wirklich eine Maschine auch, ne? Nö, ich bin mal <laughs> kurz. Macht ja total viel Sinn. Dreimal hintereinander, ne? Also denkst du, so nach dem zweiten Mal, wo es nicht geht, denkst du, jetzt hat Werder draus gelernt. Jetzt wird die dritte, jetzt, pass auf. Hallo jetzt unten sind sie. drei. Ja, wieder kurz. Das war crazy. Und das Schlimme war, bei der dritten version haben wir sogar noch einen Konter uns gefangen. Also das ist dann auch so, Talent Werder. Ja, aktuell, mir fehlt extrem diese Weiterentwicklung. Mir fehlen, ein paar Sachen sind ja die ganze Zeit auch da gewesen. Guck mal, junge Spieler oder allgemein neue Spieler kriegen eigentlich immer bei uns nur Chancen, wenn andere ausfallen. Das ist ja jedem schon aufgefallen. Also die sind ja nicht, die werden ja nicht einfach reingeschmissen, weil weil die jetzt gut getrainiert haben. So, Nee, nee, junge. das ist ja ganz crazy ist das Beispiel, zum Beispiel von Hansen, Isaac Hansen, von Manchester United bekommen. In der Premier League, ne? Also man muss sich überlegen. Isaac Hansen, der ist 1,73 groß oder klein, wie man es auch sehen will, wurde damals gescoutet von Manchester United, weil die an ihn geglaubt haben. Ne? Obwohl er eben auch schmal, klein ist, halt ein Dribbler, Techniker. Ist so, wird auch immer so verglichen so vom Spielstil, der erinnert so an Iniesta, äh, Xavi, Gavi, so diese, diese mhm. weißt du, kleinen äh, klein Kontakte, äh, gute Bewegungen. Das ist irgendwie so ähm, äh, Isak Hansen, ja. Aber <laughs> dann macht er bei Norwegen zwei richtig gute Spiele. Im ersten Spiel kommt er rein, macht direkt die Vorlage zum Siegtor gegen die Niederlande und im zweiten Testspiel ja wir gegen San Marino ist aber scheißegal weil der macht aus kurzem Eck ein unfassbar schönes Tor äh, geht erstmal schiebt ihn mal wirklich mit einer Körpertäuschung bringt den Körper äh, dem Gegenspieler zu einen Schritt vorzugehen schiebt ihn dann durch die Beine und schießt aus flachen also wirklich aus ganz spitzen Winkel <laughs> hinten ins lange Eck rein wunderschönes Tor zwei Tore daneben später gemacht dann kommt äh, bei der PK und ist Hansen jetzt vielleicht bei Werder auch soweit ne also wie sieht's aus dann sagst du ernsthaft, naja, man darf ja nicht vergessen, äh, der Junge hat auch noch kein Spiel auf Profi-Ebene gemacht. Also der Junge hat noch keine Profi-Erfahrung. Ach, soll ich mal was Witziges sagen? Wird er auch nie machen, wenn du den nicht einsetzt. Kann er ja gar <laughs> nicht. Weißt du, was ich meine? Also, du, du blockierst dich ja selber, indem du sagst, ne, der hat noch kein Profispiel gemacht. Das kann keine ja, Begründung sein, nein. Da, genau, das ist ja das Bescheuerte. Weißt du, wenn du sagst, ne, der. Kann äh, das noch nicht, das noch nicht, das genau noch nicht körperlich, aber ich. Ja, genau, finde ich alles okay. Da sage ich auch, ja, für, kann ja sein. Weißt ja. du ja nicht, ne? Kann ja sein. Aber, ey, beim besten, wer hat noch kein Profispiel gemacht? Das war für mich wieder so: dieses, das bestätigt das ja in meinen Augen dann, ne? Dieses, du bist erfahrene erfahrener Spieler, erstmal Klutscher an Toxin, nur Liebe 5,99, Klutscher. Oh, Ui, danke. Ähm, Jetzt aber. Ähm, er bestätigt eigentlich, dass dies. Er setzt auf erfahrene Leute, auf das, was er kennt und dieses Eingespielte. Wenn die Leute auf Zwang reinkommen, weil eben verletzte, gesperrte Leute da sind, dann müssen die sich zeigen. Und dann ist ja auch das Ding: hier, Nick mal der beste Beispiel, Bayern das beste Saisonspiel gemacht. Heißt es immer noch nicht, dass die nächste Woche wieder eine Start ist? Weil dann war ja Duxch-Sperre abgelaufen. Duxch spielt automatisch bei Ole Werner. Automatisch. Es geht auch nicht darum, irgendwie Duxch-Hate oder sowas zu machen. Überhaupt nicht. Aber. Der Junge funktioniert aktuell nicht, wirklich null. Anfang Februar das letzte Mal getroffen, erste Februarwoche, ich glaube dritter Februar oder so gegen Mainz. Dieses Ding, wo der Torwart, also genau. wo der den Ball angeschrieben bekommt, ne, im 16er. Das war sein letztes Tor. So das letzte Mal, dass wir mehr als ein Tor pro Spiel geschossen haben, Ende Januar. Wir haben April. So, versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist einfach, das ist so krass belastend dann auch. Und du guckst zu, ne? sind, mit dem Testspiel sind es jetzt fünf Niederlagen in Folge, mit Testspiel. So, Selbst ohne sind es ja vier, ist ja egal, aber fünf äh, Niederlagen in Folge plus ein Unentschieden gegen Darmstadt, was du hättest verlieren müssen. Ja. Das ist die blanke Realität. Und da ist für mich halt dieses Ding, nicht nur, dass mir die Perspektive fehlt, weil ab Sommer, wir haben mehr Geld, wir wollen im Windschatten von Europa mitspielen. Ja, und was, was gehört dann aber auch dazu, was Werder ja auch will, mit dem Geld junge Spieler weiterzuentwickeln? Das tut mir leid, sehe ich nicht bei Ole Werner, ja, auch nicht zukünftig. Ja. Also verstehe ich ja? richtig, weil ich habe guck mal, ich habe mir zwischenzeitlich ja. dann auch manchmal gedacht, äh, ist ja kein Front oder so, aber vielleicht ist, ja. ich habe dann auch dieses äh, Interview gesehen ähm, oder diesen Talk, wo Ole Werner bei das Rondo TV war und so, und dann dachte ich, der hat eigentlich voll die coolen Ansätze und so weiter. Vielleicht ist der Kader auch einfach nicht gut genug, um besseren Fußball zu spielen. Diese Frage stellt man sich ja immer. Aber so wie mhm. du es jetzt begründest, ist dann eigentlich wirklich eher so die Hauptkritik, dass es dann auch nicht passt zu dem, was man eigentlich machen will. Also, dass man die Art des Fußballs nicht anpasst, dass man immer wieder an den gleichen Spielern festhält, dass junge Spieler zu wenig Chancen bekommen, dass selbst die Transfers zu wenig Chancen bekommen und es einfach so Spieler gibt wie damals, wo, du, wo ihr euch ja auch immer... Auch zu Recht dann beschwert habt, dass einige Spieler auf der Bank saßen, wie kiarodia Rodia oder so, und immer wieder ein Groß äh, eingesetzt wurde, dann sogar in der Innenverteidigung, anstatt mal ein Kia Rodia spielen zu lassen. Das ist so der Ding Hauptpunkt Chi. oder Dingchi ja, der jetzt zu Freiburg ja so viele, geht wahrscheinlich. Der, der wahrscheinlich sogar zu Freiburg. Ich sag, heute gab es richtig Nacktklatscher für uns. Wollte hm. mal der Ablösefrei. Anthony Jung kriegt echt eine Zwei-Spiele-Sperre noch reingedrückt. Mhm. Richtig beknackt. Ähm, Dinci, kurz vor Wechsel zu Freiburg und Alvero Muskelfaserriss im Training. Boah. Das kam alles heute. Also zu diesen Scheißwochen von Werder aktuell sowieso. Und noch ne? zu den Spielen, die jetzt kommen. Genau, und dann dieses Programm, was vor deiner. Bo und äh, Frankfurt Freitag schon. Ne? Also das, mhm. was ja auch jetzt undankbar ist, sage ich mal. Flutlicht äh, ist ja ist an sich natürlich geil als Fußballfan, aber Flutlicht auswärts, ähm, das kann schon in Frankfurt unangenehm werden. Dann plus Sperre, Verletzungen und so weiter, aber. Ja, für mich ist es einfach so, ähm, dass ich eben, und genau das ist das Ding, dieses Kaders zu schwach ist für mich auch so geisteskrank eine Ausrede. Weißt du, wenn du alles probiert hättest, wirklich alles probiert hättest, wir reden jetzt davon auf verschiedene Formationen und so weiter, ne? ja. alles probiert hättest und nichts hätte funktioniert, dann würde ich sagen, ey, es geht einfach nicht mehr aktuell. Ja. Wir müssen auf den Sommer warten. Ne? Aber wir sind da so weit weg von, wir halten so immer an den gleichen Sachen fest. Ja, total. Auch dieses immer dieses ähm, Sturte, das ist ja auch bei den, bei vielen Analysten so, ich habe ja äh, auch mit ein, zwei Leuten noch geschrieben gehabt, abseits jetzt vom, vom mhm. Social Media Game, also die jetzt so undercover-mäßig eher sind. Ähm, und da habe ich auch gesagt, mit einem habe ich äh, ein bisschen diskutiert gehabt, ist aber ein Kumpel von mir, also ganz äh, human, äh, ein bisschen diskutiert gehabt, weil seine Grundlagen haben darauf bezogen, wer ja eben schon gespielt hat, was eben schon probiert worden ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, nun mal angenommen. Mit Schweizer sagt man immer, ist ja kein Viererkettenverteidiger. Stell ihn doch auf den Flügel. Kein Mensch sagt, du musst der ist hundertmal ja. besser offensiv als defensiv. Jetzt aber unsere Viererkette. Olivier Demann wurde auch gesagt, ist kein Viererkettenverteidiger. War ja mal linker Flügel. Wo spielt der jetzt auf einmal Viererkette? Belgische Nationalmannschaft. Mhm. Spielt der Viererkette. Da muss erst die belgische Nationalmannschaft kommen, dass der Viererkette spielt. Und du guckst so und denkst so, nee, nee auswechseln, komm, raus, 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 wir, hier, wir haben gesagt, der kann keine Viererkette, darfst du nicht machen. Es ist Verstehst du, was ich meine? Es auch, ist ja... Auch, auch voll oft zu einfach gesagt, ne, der kann nicht das System, der kann nicht das, weil du kannst ja alles anpassen, du kannst es ja auf ja. den Platz, du kannst ja sagen, okay, wir spielen eine Viererkette, aber wir organisieren das anders im äh, Defensivverbund, weil er hat da genau. seine Schwächen. Ja. Das ist ja auch viel, so einfach denkt doch eh keiner, dass man sagt, ja, wir heutz, vor allem heutzutage, wir haben jetzt Die eine Viererkette... ja nicht Viererk Ja, genau, das Die ist schieben, so dynamisch ja. und man, es wird verschoben und es wird ja. unterstützt und wenn einer nach vorne geht, dann wird abgesichert etc. Und das beim besten Best Willen, also. Zweieraufbau. Ne? Man sagt ja immer dann Zweieraufbau, ja. Dreieraufbau. Ja. Dreieraufbau, Bruder, ich schwör's dir, Senelinen, unser Sechster, ist doch sowieso der Aufbautyp schlechthin. Ja. Dann spielt der halt defensiv den Abkappenden. Dann geht er zwischen ja. die IVs im Dreieraufbau. Offensiv haben wir dann aber eine Anspielstation mehr. Ja. Wir kriegen ja vorne nichts hin, das reilen die nicht. Ja, die denken dann, du baust die Dreierkette raus und dann kriegst du noch mehr Gegentore. Völliger Schwachsinn. Wir brauchen vorne eine Anspielstation mehr im Mittelfeld. Offensives Mittelfeld. Da, wollte mal der Romano schmidt Hansen, Hansen, den du geholt hast von Manchester ja. United, ist Zehner. Wir haben keine Zehner-Position. Was hast du vor? Ja, im Sommer wollen wir Flügel spielen. Jetzt kommt's. Denkst du, oh, 4, 2, 3, 1. Flügel und ein Zehner. Nee, 3, 4, 3. Es gibt kein Zehner. Was, was, wo willst du hin? Zwei Mittelfeldspieler nur noch. Das heißt, halben Kader im Mittelfeld streichen. Versuch es doch. Weißt du, deswegen das meine ich ja. Was hast du denn zu verlieren? Auch gerade zwischenzeitlich jetzt. Was hattest du zu verlieren? Du hängst an den Sachen fest, es ändert sich nichts. Ja. Dann bitte probier doch jetzt was. Sei mutig. Das ist das Einzige, was du Sei man kreativ kann. vor allem auch. Sei, ne? sei mutig, sei kreativ und zeig, dass du diese Weiterentwicklung wirklich annimmst und nicht eben stumpf, stur auch dran festhältst. Weil das ist das, was zum Beispiel Ole Werner bei Kiel ja damals auch vor die Füße geflogen ist, dieses sture Festhalten an mhm. Sachen. Ne? Das ist genau der Kritikpunkt. Und dann, wenn sich das weiterzieht, dann ist das für mich sowas, wo ich sage, sehr, sehr bedenklich. Und da muss ich sagen, äh, zu Alonso jetzt, ne? bei Hoeneß ist es natürlich die Sache, der ist einfach, finde ich... Das ist jemand, der ist total lernbereit, ja auch. Der ja. hat ja auch im Sommer vor, der, bevor es losgegangen ist, dann hat er sich Fußballspielstile angeschaut, nochmal ist hingeflogen und so, weißt du? Das ist jemand, der saugt müssen auch, auf, genau. der will lernen. Ne? Der, ich glaube auch nicht, dass der jetzt über sich selber sagen würde, der ist am Limit. Weißt du? Ach, der überhaupt der nicht. ist ja genau. Nee. Finde ich, macht einen total sympathisch. Weißt du? Anstatt eben und ja, auch zu nicht sagen, das, bei uns, ne? Sonst hat er nicht verlängert. Absolut, absolut. Ja, ich ich, ich sage das ja immer wieder. Ich bin ja sowieso ein Befürworter von Traditionsvereinen und so weiter, aber Stuttgart gönne ich das wirklich. Es gibt Mannschaften, wo ich immer sage, so, oh, ne? aber Stuttgart gönne ich das wirklich. Ähm, aber jetzt ist, jetzt, ist ja das Ding, jetzt ist ja das Ding: bei Alonso zum Beispiel, Leverkusen, ne? Da hast du nicht nur einen Trainer, der auch dieses Fachwissen hat, sondern du hast auch eine Autorität. Der strahlt was aus. Gut. Der kommt auf den Platz und du spürst das schon. Du kriegst schon Gänse. Mhm. Ich war mit dem Kumpel zum Beispiel, das ist ja, das Leverkusen-Stadion von mir ist ja wirklich 15, 20 Minuten weg. Ne? Und dann war ich beim Kollegen, der spielt bei Leverkusen, aber halt in der Jugend. So, der Bruder haben wir den dann abgeholt. Dann sind wir vorbei und dann hat Leverkusen gerade trainiert. Ihr, müsst, ihr hättet mal sehen müssen, wie Alonso allein über den Platz. Wir waren die 20, 30 Meter weg und du hast schon, du hast wirklich gemerkt, Gänsehaut, ne? Also, das war wirklich, und wenn er Sachen erklärt hat, der hat die Jungs rangeholt. ja, ich weiß ja, du willst <laughs> schon wieder, ne? Aber es gibt ja auch so Clips, wo der zum Beispiel Grimaldo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo Grimaldo uns lange Eck geschossen hat und dann ist er drüber geflogen. Alonso hat dann gesagt, wirklich, holt Grimaldo ran, zeigt so, wie er den Fuß, so praktisch, das ist dein Fuß, und zeigt dann so, du musst den leicht abgeknickt nur machen und dann nochmal, ne? Gimaldo guckt, versteht. Gut, bei Alonso glaube ich sowieso, die, du machst genau das, was er sagt. so ja. Den kaufst du das nicht, ne? du machst es einfach. Rimaldo macht ihn nochmal. Das war ein, ein Video, es ne? war kein Cut oder so, es war ein Durchlauf. Er nimmt den zweiten Ball, Pam, knallt den rein, lange Eck drinnen. Und ich dachte mir, ja, verstehst du, wenn ein Trainer dir sowas beibringt, sagt, ja. passt das und das an und du kriegst selbst direkt die Bestätigung, dass es funktioniert. Ja. Was ist das für eine Aura? Und für mich muss da nicht mal, der hat das nicht mal vorgemacht. Es gibt ja sogar Szenen, wo Alonso das vormacht. Ne? Ja, der Mann ist ja für, der, für mich musst du nicht mal als Trainer alles vormachen. Nö. Es gibt auch Trainer, die, ne, die Kinder. Ich, ja, ich habe äh, neulich äh, letzte Woche kann ich euch auch sehr empfehlen, Kevin from The Block, der macht ja immer so Interviews mit Spielern oder ehemaligen Spielern. Mhm. Und der hatte das Interview mit äh, Barisch Artig von Magdeburg. Und der hat damals bei Hoffenheim, wo Nagelsmann noch, keine Ahnung, wie alt er da war, 25 oder 24 war, war der U19-Trainer und ist deutscher Meister geworden. Und der hat dann eben auch erzählt, dass ähm, Barisch Artik hatte irgendwie nicht so eine gute Torquote, nicht so einen guten Abschluss. Und dann ist Nagelsmann nach dem Training also er selber mit ihm hingegangen und hat ihm gesagt, wie er schießen soll. Und Nagelsmann ist ja, klar, der war auch, glaube ich, bei 1860 oder so einer Jugend, aber der ist ja jetzt kein Alonso. Ist ja jetzt nicht mhm. so, dass er ihm das ja. so vormachen kann, aber er konnte ihm trotzdem Tipps geben, wo er es dann ja. ausprobiert und direkt gesehen hat, ey, das funktioniert. Und dann mache ich es natürlich auch, ne? Und sowas wünsche ich ja. mir. Und dann hast du den Ole Werner, der zum Beispiel auch bei Benny Grund in dem Interview, also ja. das war jetzt nochmal mal was ganz anderes. Ne? Äh, also alles, was ich gerade gesagt habe, hat sich auch nicht auf jetzt Benny und ja, die, ja. diesen Talk bezogen, sondern ne? ähm, zum Beispiel da, wo er dann gesagt hat, äh, wo es dann um in game coaching geht, und dann Ole Werner sagt, ich hatte das schon, auch schon bei Kiel, wenn ich dann äh, zu viele Sachen von in der zweiten Halbzeit reingesagt habe, habe ich direkt gemerkt, dass die Jungs das gar nicht verstanden haben, die es gar nicht umsetzen konnten. Mhm. Du hast richtig gemerkt, wie ihn das geprägt hat. Der hat das bis ja, ja. heute, ja, weißt du, und du merkst diesen... auch. Er hat diesen Grundsatz jetzt, wenn, also in seinem Kopf, wenn ich zu viel sage, ja. dann überlade ich die. Und genau, und die Grundsatz verstehen nicht, was ich meine. So, die können es nicht umsetzen. Und das ist so bescheuert, weißt du, weil das ist nämlich das Gegenteil von dem, was ich an Hönes ja mag: dieses ja. Weiterentwickeln, dieses Lernfähige, Das ist für mich stehen bleiben. Du hast eine Information, machst einen Punkt, du lernst vielleicht noch was Neues, aber das hier steht. Da steht deine Meinung. Und jetzt kommt das Ding. Deswegen hatte ich gesagt, grad, ich glaube, mit. Wenn wir jetzt zukunftsorientiert, wir wollen im Windschatten von Europa mitspielen. Wir wollen junge Spieler weiterentwickeln, ist Ole Werner absolut der Falsche. Ich weiß aber auch, dass wir finanziell nicht so gebildet sind, dass wir jetzt Person X, Y, Z mhm. alle holen können. Für mich gibt es wenige Kandidaten, die wirklich geeignet wären. Es gibt so ein paar, wo ich sage gerne, es gibt auch welche, wo ich sage, auf keinen Fall, zum Beispiel Kofeld, auf keinen Fall bitte. Das kriege ich nicht schon die ganze Zeit geschickt. Kriege Taifun Korkut und Bruno oh Lawadier sind auch Streichkandidaten. Die habe ich auch schon in meinem Video heute noch gesagt. Bitte nicht. Ne? Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, wo ich sage, wenn du wirklich sagst, du willst dem jungen Trainer Vertrauen schenken ne? und du willst jemanden, der mit jungen Spielern arbeiten kann, dann nimm doch den, den du wirklich diesmal vor der Nase hast. Und wo alle 100% einverstanden wären, als zum Beispiel bei Kohfeldt. Das waren ja alles so Interimslösungen. Ne? Ja. Kohfeldt, ähm, äh, Nuri, aber jetzt haben wir wirklich oder hätten wir eine Interimslösung, die, sag ich sogar, Euphorie das erste Mal richtig ausschreiben würde, wenn du sagst: Jetzt mal als Beispiel, ne, Werner verliert auch gegen Frankfurt, sagen wir 3-0 sogar oder sowas, ja. ne? Nimm einfach Nelson, weil er steht direkt da. Er ist eh gerade Co-Trainer. So, er hat aus der U23, als er das, das war sowieso das Geilste, als er das Interview bei der U23 gemacht hat, wo die Jungs, also dieselben, die Spieler auch, ähm, erzählt haben, wie die den sehen. Ne? dass es ein Kumpeltyp ist, dass die das Gefühl haben, dass egal was die haben, die können auch zu dem kommen, als Trainer eben. Nelson selber gesagt hat, dass er dafür auch stehen möchte, also diese enge Bindung. Ne? Ähm, er selber ja auch, der hat ja ein Angebot gehabt in Paraguay, ich weiß gar nicht, ob er die Nationalmannschaft oder die U21-Nationalmannschaft übernehmen sollte, auf jeden Fall hatte der das Angebot da gehabt. Da habe ich auch noch ein Interview mit denen gemacht in Frankfurt, bei dem Cup, wo ich war. Mhm. Habe ich auch noch mit Nelson gesprochen gehabt, in der Kabine, und da hat er mir auch ein bisschen erzählt, und das ist so, Du standest neben dem und hattest auch wieder dieses Gefühl, dieses Aura-Ding. Weißt du, Dubelsieger mit Werder geworden, super erfolgreich. Dortmund, Werder, Paraguay, äh, das ist jemand, weißt du, der steht, stand auf dem Platz, die, auch gegen Messi und so weiter. Das ist einfach so ein Ding. Weißt du, das ist so. Äh, und Stürmer gewesen, offensiv. Er steht für Offensivfußball. Das ist Werder. Wir schießen aktuell ein Tor pro Spiel, das ist nicht Werder. Und da braucht man auch nicht sagen, ja, das ist zehn Jahre her. Es geht nicht darum, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Es geht aber darum, dass der Spielstil wofür offensiv von auch, Werder ne? ist. Genau, richtig. Und das gerade ist nichts, wofür wir stehen. Und damit kann ich und werde mich niemals mit anfreunden, kann ich? wenn wir ein Tor pro Spiel schießen. Selbst wenn wir die Spiele dann gewinnen. So will ich gar nicht gewinnen. Ja. Weißt du? Kann ich absolut nachvollziehen. Es ja. ähm, ist ja auch ein Stück weit so, wie viele Leute Werder-Fans geworden sind in diesen Zeiten und du ja auch, ne? Ja. Äh, die Art und 100 Weise, wie gespielt wurde. Natürlich auch, ja. da waren auch die Erfolge da, aber vor allem eben auch, dass es immer dafür stand, dass viele Tore fallen. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Glaubst du denn, dass es so, äh, wenn ihr jetzt verliert, dass er wirklich, sagen wir mal jetzt, ihr verliert 3-0 mhm. gegen Frankfurt, dass ihr dann wirklich fliegen könnte? Oder bei Werder wartet man ja schon immer ziemlich lange, ne? Das ist ja mein Problem. Ich glaube, dass ich, also ich glaube, dass man gelernt hat aus Kofeld, weil es ist gerade ein Déjà-vu, ne? Also wir spielen ja. gerade genau das Gleiche. Verlieren wir jetzt. Haben wir genau das Gleiche wie mit Kofeld? Wir hatten nur einen Punkt mehr zwischendurch damals. Also, irgendwo nochmal einholen vielleicht. Diese Saison reichen die Felix äh, 31 Punkte wahrscheinlich sogar. <laughs> ähm, aber, äh, also, das ist so das Ding. Dafür stehen zu viele Mannschaften noch dahinter. Ja. Ne? Ich glaube nicht, dass wir absteigen, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Du musst ja da wirklich gucken, was machst du nächste Saison? Ne? Also, wie, wie machst du weiter? Und für mich wäre auch ein guter Zeitpunkt, auch nach Frankfurt schon, weil was hast du zu verlieren? Alle werden sagen, ja, dann verlierst du gegen Stuttgart und Leverkusen. Was hast du wirklich zu verlieren gegen Stuttgart und Leverkusen? Selbst wenn du beide Spiele verlierst, aber gut spielst, dann wird man eher sagen, ey, und jetzt danach freue ich mich schon richtig, wenn wieder ein machbarer Gegner mit Augsburg zum Beispiel kommt. Weißt du? Mhm. So, das macht direkt viel mehr Spaß. Und auch, guck mal, wenn du gegen Stuttgart Fußballerisch einfach wirklich diesen offensiven Geist mitbringst, vielleicht holst du auch so wie bei Heidenheim 3-3, dann sind die Bremer aber zum Beispiel zufrieden, weißt du? Ja. So in dieser jetzigen Saison. Ne? Und deswegen sage ich, sowas wäre geil, weil, weil das wäre halt, ist halt die Frage, der hat ja keine Pro-Lizenz. Ähm, der macht, ist, ich meine, der ist gerade da dran, also er ist gerade an einem ja. Trainerschein noch. Äh, die Sache ist nur, ich meine ja, wenn du einen im Trainerteam dann hast, der aber die Pro-Lizenz hast, dann geht das glaube ich trotzdem, muss dann da irgendwelche, also irgendwelche Angaben machen, dass der ja da gerade noch dabei ist oder so, aber das ist für mich auch so ein Thema, das kriegst du hin, das kriegst ja, du als Verein ich. irgendwie geregelt, ja. So, da würde ich mir auch nicht so einen Kopf drum machen, wie gesagt, der ist ja jetzt gerade auch im Trainerteam der Ersten, also der Profis, weil der mit Malatini die Kommunikation übernimmt, also er ist auch auf der Bank und ich glaube... Dass sowas zum Beispiel, also das ist ja das Traurige eigentlich, dass ich einem, einem Trainer, den ich noch nie gesehen habe als Trainer, also als Cheftrainer, ja. mehr zutraue als unserem aktuellen Trainer, ist schon bezeichnend für die Situation gerade. Weißt du denn, wer immer mein Wunschtrainer bei Hertha ist? Dein Wunschtrainer? weißt du das? Nee. Weil den fände ich jetzt auch nicht komplett unrealistisch, dass der, wenn Ole Werner mal weg sein sollte, Thema sein könnte, York von oh. Paderborn. Ah weil der ja. echt krass in den letzten drei also der ist ein taktikfuchs äh, der denkt mhm. sich immer wieder was aus der muss immer wieder mit dem Umbruch hochkämpfen junge Spieler äh, finde und ist auch irgendwie eine Type und der ist noch jung zu euch, der der darf zu euch kommen ich habe gar nichts gegen ihn ich bin nur momentan auf meinem weil das ich hasse momentan fast <laughs> ja, nee nee weil das ist einfach für mich wieder dieses Autoritätsding auch noch und offensiv also ja. ich Glaube von dem Gedanken, wofür wo Werder stehen will, wo man hin will, kann gut mit jungen Spielern arbeiten. Check. Offensivfußball, selber Stürmer gewesen. Auch die äh, Trainergedanken, wo er selber gesagt hat, welchen Spielstil würde er spielen, wurde er erst interviewt vor der Saison, da, genau darüber, über ja. Trainer seine Zukunft. Hat gesagt, er will für einen offensiven Fußball stehen, weil er eben dieses Stürmergehen hat. Check. So. Gleichzeitig strahlt eine Autorität aus und äh, für, ähm, ist mit den Werderwerten verbunden. Check. So, also diese, ja. diese Kurzliste sozusagen, da hast du bei über überall einen Haken. Ob ja. und das ist so das Ding, ne, dieses Erfolgsversprechen kann dir kein Trainer geben, keiner. Ja. So, finanziell aber auch, das muss man so sagen, das ist war jetzt auch bei Hönes bei Stuttgart war das ja auch so, das ist bei uns allen eigentlich noch so gewesen. Jetzt gut bei Stuttgart ist jetzt die finanzielle Situation ein bisschen erleichtert, aber eigentlich musst du immer bei sowas auch auf die Finanzen gucken in diesen Clubbereichen. Und äh, da ist sowas einfach Finde ich machbar, weil machst du das jetzt zum Beispiel Werner weg ja. und weil das, ne? Gibst ihm diese letzten sieben Spiele oder sechs Spiele während ja dann nach Frankfurt und guckst und dann kannst du immer noch im Sommer genau, sagen, richtig. bis zum Sommer hin, ja. ne, ich gehe einen anderen Weg oder... Gehe den Weg mit Waldes weiter. Wie sieht es denn deine Community ja. oder generell? Du liest ja auch immer viele Kommentare. Die Werder-Fans, ja. ist da sehr gespalten oder sehr eindeutig die Meinung? Oder wie, ist, wie würdest du das so einschätzen? Ich meine, gut, die Leute, die hier sagen, Werner raus, die sind natürlich dann immer laut. Also die Leute, die jemanden rausfordern, die siehst du halt dann immer. ne? Bei Werder ist das Ding ja, dass wir, wir, haben ja, wir sind ja äh, Weltmeister in Ausreden finden, musst du überlegen. Nein, das sind wir. <lacht> so, <lacht> Das heißt, wenn bei anderen Vereinen wäre so Werner raus am lautesten, bei uns ist so alles wird gut, nächster Spieltag, weißt du, so, ja. das ist manchmal, das ist manchmal Werder, aber ich habe eine Umfrage vorhin gestartet, 1600 Leute haben bis jetzt abgestimmt bei mir auf dem Kanal auf dem Community Tab. Da habe ich geschrieben: Kommt langsam wieder eine Trainerdiskussion? Was meint ihr? Wie steht ihr dazu? 20% sagen, nein, Ole ist der richtige Trainer. 42% sagen, das ist die absolute Mehrheit. Ja, im Sommer braucht man einen neuen Trainer, also ja. spätestens im Sommer praktisch. Ne, 21 Prozent, also leicht über diesen äh, oder ist der richtige. 21 Prozent sagen sofort entlassen, das sind dann die Trainer raus. Ne, sofort entlassen, neuer Trainer muss jetzt kommen und 16 Prozent. Deswegen merkt ihr, dass es so ein bisschen, die werden jetzt auch noch mal verteilt sonst. Ne, aber ich wollte es zumindest mal so geben. Wer denn da ich habe 16 Prozent, das ist auch relativ viel, wenn man die verteilen würde. Sagen ein bis zwei Spiele bekommt er noch. Und dieses ein bis zwei Spiele bekommt er noch, das glaube ich, ist wirklich gerade bei Werder der Fall. Ich glaube, ein bis zwei Spiele geben die dem, ne? um zu gucken. Ich weiß nicht, ob es an Ergebnissen hängt oder allgemein leistungstechnisch. Aber ich sage Frankfurt, dann Leverkusen und dann könnte ein Cut sein. So spätestens sonst nach Stuttgart. Wenn du dann, sagen wir mal, du verlierst alle drei, ne? dann geht es mir auch nicht darum, dass es drei tendenziell Mannschaften sind, die besseren Fußball spielen. Gar keine Frage. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist so. so. Aber wenn du alle drei verlierst, dann sprechen wir von acht Niederlagen und einem Unentschieden gegen Darmstadt. Was ihr so. eigentlich auch hättet verlieren müssen. Genau. genau. Und ein Punkteschnitt von ich glaube 1,0 oder wir wären dann sogar leicht drunter. Eins von beiden. Ne? Ähm, wenn du dann nicht die Trainerdiskussion nicht nur aufmachst, sondern auch Konsequenzen siehst, wann denn dann? Dann wird ja. auch diese Saison gar nicht mehr passieren, weißt du? Dann macht man einfach so. Sommer Gibt es eigentlich viel. schon Gerüchte von irgendwelchen Namen oder ist es nur? Nö, bis jetzt gar nicht. Also ich habe das heißt, heute die wieder irgendwen, was weiß ich, die Klasse genau. halt wieder reinwirft, aber. Nö, ich habe heute das erste nichts. Video überhaupt zu dem Thema gemacht, also zu Trainerdiskussionen, ähm, weil halt einfach dieses, es ging mir jetzt nicht mehr nur darum, dass nur Niederlagen kommen, sondern es ist auch kein Fortschritt, es ist keine Weiterentwicklung. Ja wir gucken mal jetzt die Niederlage allein jetzt gegen Wolfsburg. Wir haben in 90 Minuten und wir waren davon nur 30 Minuten in Unterzahl. Danach war ja auch wieder 10 zu sehen. 90 Minuten einen Schuss aufs Tor abgegeben. Einen zu Hause. Zu Hause im eigenen Stadion. So. Das hat nichts mit Werder mehr zu tun. Gar nichts. Ja, und das nach so. dem Hype nach diesem Sieg in München, der war echt kurz <laughs> Nach ob dem Sieg ober. gegen München belohnst du nicht mal die Mannschaft und sagst, komm, dieselben bleiben drauf. Ja. Dann nimmst du den Volltomate, der das beste Spiel seines Lebens gemacht hat, also für ihn jetzt, ne? ja. nimmst du sogar runter, stellst Durchspieler drauf, der macht gegen Mainz ein Tor und die Leute sagen, tja, alles richtig gemacht. Dieses Geschenk, wo der den Pass äh, an gegen durchspielt, alles richtig gemacht. Ja, klar, na dann. Ich bin Uhr. trotzdem ja. gespannt, ob es, wenn es dann so weit kommt, ja. mit einem anderen Trainer besser aussieht oder ob dann wirklich, wenn jetzt... Wie die Spieler, die jetzt gefehlt haben. <laughs> äh, wer war ja. das jetzt alles, der gefehlt hat? Stay, Linen. Weiser und Linnen. Ne? Ja. Ähm, ob dann einfach die Qualität vielleicht auch nicht ausreicht. Ich bin echt gespannt. Ich, es fällt mir übel schwer, bei Werder das einzuschätzen, aber wie ja, du schon sagst, die Woche war da. Aber trotzdem scheißen. Ja, ich meine ja nur äh, generell, ob das dann äh, ausreichend Aber Ich bin äh. gespannt, wenn ich das dann sehe. Aber ich verstehe natürlich absolut deine Punkte, wenn du sagst, es ist ja auch so wenig. Äh, probiert wird. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich sollte auf jeden Fall nicht mehr auf Werder tippen, weil immer, wenn ich auf Werder getippt habe, haben sie verloren. Ja, weißt du was? Das habe ich bei Köln. Köln. Das habe ich bei Köln. Ich tippe ständig ja. auf Köln. Auch so, Nico bei, halt ja. bei Schalke. Weil ich halt, ja. ich will, dass die absteigen. So ja bei Schalke wahrscheinlich auch. Ja, so, ja. so traditionsverbundene Tipps halt. Aber so oft wie Köln aufs Maul bekommen hat aber Na, hab auch, glaub, ich habe ich habe auf unschiegen getippt beim premium Spiel Wo? weil ich nicht dran gedacht hatte dass der neue, neue Trainer Effekt da war bei Wolfsburg da habe ich ein bisschen verkackt beim Tippen Wusstet? Freunde, ich bin schon zweimal gerade angerufen worden ich muss ich geh raus, raus. Äh, ich wünsche euch aber einen schönen hast Abend du noch und Zeit, ganz Felix? Viel Spaß noch ja äh, okay perfekt viel Spaß Fast euch gut, ciao ciao hat Spaß gemacht ciao ciao Hau rein ähm, kennst du das wusste ich nicht dass es das gibt bei Kicktipp kannst du deine eigene Tabelle angucken wie du getippt hast kennst du das nee muss ich auch machen muss ich dir mal schicken, Ey, Das ist so geil. Ich habe hab dieses geil. Jahr nur zweite Liga gemacht und äh, dass mich dafür noch, also ein paar haben mich schon vorher dafür geroastet, aber ich habe tatsächlich es geschafft und ich habe es nicht gemerkt. Mir hat es keiner geschrieben. Ich habe nicht einmal auf den Sieg von Wien Wiesbaden getippt und nicht einmal, <laughs> dass Eintracht Braunschweig gewinnt. Nicht Boah. einmal in 27 Spielen. Geil. Ja, gut, aber es ist mir nicht Sinn. aufgefallen. Bei mir ist der VfB wahrscheinlich ganz oben wieder. Das ist der Klassiker-Tipp, nicht gegen deinen Verein. Natürlich. Aber der Rest wird interessant zu sehen, ja. Da ich, ja, in Köln, Alter, können das wir ist wahrscheinlich Köln wahrscheinlich bei dir, ja, wollte ich gerade sagen, Wahrscheinlich in Europa bei dir Köln bin so. ich mies, mies dabei, ey. Wie, äh, so, jetzt können wir noch mal ein bisschen äh, ins Detail gehen. Ähm, wie siehst du das denn jetzt, äh, wenn im Sommer, sage ich mal, im Ju Juli, sagtest du, ne, sind dann die, sind dann, äh, ist dann die Mitgliederversammlung, dann wird es ja Ich glaube, 28. oder sowas. Dann dann ist ja erstmal schon mal gut, dann ist die Saison auf jeden Fall erstmal vorbei. Ja, ja. Ähm, das löst ja schon extrem viel aus. Du hast ja bei uns gesehen, ne? Ähm, bei uns war ja auch immer nur Katastrophe mit Präsidium und da wurden wieder Nachrichten an die Presse gelegt und da kam wieder jemand, der ein Interview gegeben hat, wie schlecht das ist und so weiter. Und dann ging es irgendwann mit Kai Bernstein und dann gab es noch eine äh, Wahlperiode, und dann hat man so als, als äh, Mitglieder sich so sein Präsidium zusammengewählt, sage ich mal, ein paar sind freiwillig gegangen. Und irgendwie wurde es dann irgendwann wirklich mal ruhig. Und äh, ich muss sagen, das macht so einen Unterschied, obwohl das ja vom EV ist, was ja klar, die sollen natürlich die Oberhand erhalten, aber das ist ja nicht mal die ausgegliederte Profiabteilung. Es ist so essentiell, dass es da ruhig ist. Ist ja eigentlich total ungewöhnlich, dass es bei euch dann sportlich so läuft, ne? Naja, das ist halt maximal unnötig. Du spielst Saison der Vereinsgeschichte und kackt sich dann da oben wieder gegenseitig zu. Das ist halt völlig, völlig sinnbefreit. Deswegen. Bin, aber, bin aber sehr gespannt. gibt es da schon Leute, die sich so in Position bringen als neue Präsidenten und Leute, die da ins Präsidium nee, und so wollen? Oder noch nicht so? Nee, das ist ja, das ist ja auch noch viel zu früh bei uns. Ich meine, der erste Schritt ist wirklich diese MV, die wir da jetzt haben, da Ende Juli. Ist auch so ein Thema. Wie gesagt, die mussten es halt vier Monate spätestens, vier Monate davor. Ankündigen, haben sie auf den Tag genau dann so gemacht, dass sie eben vier Monate davor sind. Ich glaube, 28. März war es dann ja. für den Juli. Weil wenn sie es noch hätten, noch weiter nach vorne gezogen, wäre es halt eine außerordentliche gewesen. Mhm. Das heißt, sie hätten zu der Außerordentlichen auch eine ordentliche Nachsetzen müssen müssen, also quasi zwei machen. Ja. Deswegen haben sie es so gewählt. Deswegen wird es halt e noch Ewigkeiten hin, ne? Noch vier Monate hin. Dann hast du noch hier die Vertrauensfragen, die vermutlich gestellt werden, also die beiden. Ist bei uns Riedmüller und Atrion Vizepräsident und halt der, der Dritte quasi im Präsidium. Die haben schon sicher gesagt, wir stellen uns unsere Vertrauensfrage. Vogt hat es, glaube ich, also der Präsident Vogt hat noch nicht, noch nicht 100% gesagt, er macht das. Aber als er gefragt wurde, tritt er zurück, tritt, tritt sie zurück, hat er immer gesagt: Nee, ich trete nicht zurück. MV ist unser höchstes Wahlorgan. Dann kannst du damit eigentlich schon ableiten, dass wenn halt irgendwer einen An Abfallantrag stellt, dass er sich dem natürlich stellen muss dann. Ist ja klar, das heißt, da wird es viel, viel Vertrauensfragen geben. Das ist aber auch eh nicht jetzt... so einfach. Stell mal vor, dann hast du die Abwahlanträge und dann, ich weiß nicht, wie es bei euch geregelt ist in der Satzung, dann wird dem wahrscheinlich mehr als zwei Drittel oder so oder mehr als 75 Prozent müssen dem zustimmen. Irgendwie so ist es ja meistens geregelt. Ja, kann sein, kann sein, ja. Äh, und dann hast du auf einmal, also bist nicht führungslos, bist natürlich handlungsfähig, aber dann hast du ja auch einen gewissen Handlungsdruck. Da musst du. Ja, dann ja dann muss wird, wieder irgendwie Kandidaten in Positionen wieder bringen, das ist echt immer unangenehm. Das wird, das wird dann wieder passieren, dann irgendwann Richtung Sommer. Dann müssen wir irgendwie Interimsmäßig reinsetzen. Die Frage ist halt auch, ob die überhaupt abgewählt werden, weil ich meine, gerade ist der Hass groß. Aber wie sieht es im Juli aus? Dazu, wie gesagt, Vogt hat letztes Jahr genau das Gleiche. Es gab auch eine große Menge, die gesagt hat: ey, Abwahlantrag und die kriegt mal abgewählt gar nichts ist passiert. Der, mhm. der wurde locker wiedergewählt. Man, er wurde oft als Ultra-Präsident quasi äh, genannt, weil eben die Fans sehr auf seiner Seite waren. Ist ja auch einer, der eben auch diesen, aus diesem, sag mal, Fan- und Mitgliederorientierten Background kommt mit mhm. FC Playfair und sowas und deswegen da auch wahrscheinlich durchaus mal auch mal aneckt im Verein. Ne? Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er nicht die 100% Beliebtheit hat, weil er vielleicht auch einfach ein bisschen anders ist vom Kopf her auch als andere in diesem Business, sage ich mal, oder im Verein. Mhm. Aber klar jetzt hat er halt auch die gegen sich, ne? auch der hat schon Dann sein Plakat bekommen, ihn aufgemalt mit Rücktritt jetzt und sowas. Wahrscheinlich würde er diesmal tatsächlich abgewählt werden, wenn man jetzt aktuell abwählen würden auf einer MV. Auch da wieder die Frage, wie viel kommen denn da, ne? wie, wie Wir das, hatten ja letzten Male also 1.000, 1500, 2000 hat man glaube ich mal die letzten Jahre immer bei der Auswilderung war es mal am höchsten dazu sind man knapp 14.000 da, mhm. aber viel mehr kommt da nicht. Wir sind mittlerweile auch durch eben, ne, den Erfolg durch das, dass du nur auch als Mitglied an Karten kommst, gehen wir ja auch auf die 100.000 zu mittlerweile. Ja. Sind bei 95 plus. Deswegen ist auch eine kleine, eine kleine Mehrheit, ne? Muss dann halt gucken, wer sich dann eben noch besser gruppiert und da hingeht und dann eben wählt. Aber das ist eh noch eine Zukunftsfrage. Jetzt ist einfach die Frage, dass du halt da ein bisschen Ruhe reinkriegst. Versuchen sie zu machen. Der Vorstand hat auch so eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die soll es wohl auch loslegen, wirklich absolut alle an den Tisch, auch Fanvertreter an den Tisch. Da sowieso gibt es viel Austausch, waren auch, glaube ich, ein paar von unseren Ultragruppierungen im Gespräch mit eben dem Vize und dem äh, dritten Präsidiumsmitglied, ähm, schon bevor andere Statements kamen, bevor deren Statement kam von der Kurve. Also da ist schon Austausch da. Weil aktuell hast es echt so stehen. Kannst du einen Statements abmachen? Das ist so ein Running Gag bei uns geworden. Jeder Tag ein neues Statement. Weil du hattest dann erstmal ein Statement vom Aufsichtsrat, das eben jetzt Vogt entmachtet wurde und die Tanja Gönner heißt sie bei uns, jetzt äh, Vorstandsvorsitzende ist. Dann kam ein Statement vom EV, mehrheitlich durch Klaus Vogt, durch den Präsidenten, weil der da nicht zur zu Rede kam, wurde wohl nicht abgesprochen. Also war nur die Tanja Gönner zitiert und nicht quasi der Vogt von wegen, ja, wurde abgewählt, pipapo. Hat dann ein eigenes Statement gemacht, auch da schon mit ich sag mal, oberflächlichen Vorwürfen eben in Richtung 50 plus 1, wir müssen aufpassen und sowas. Dann kam ein Statement von den anderen beiden, die ich angesprochen mhm. habe, Adrian und Riedmüller, die anderen beiden aus dem Dreierpräsidium, die zusammen mehrheitlich für den e.V. Dann kam noch eins vom Vorstand, das also heißt bei uns Werle, heißt Ignazi, heißt Kasper, ist halt ne, Sportvorstand, das ist dann Finanzen und Kommunikation so, die drei, die auch noch da mit dabei sind. Du hast wirklich. Gerade wirkt zuerst so, der Vogt ziemlich isoliert, hat auch ein dickes Interview gegeben beim kicker, was sehr sehr ordentlich war. Darauf reagiert, wurde von Werle und Casper äh, zusammen in einem Sdn, also Nachrichteninterview auf das Vogt-Interview reagiert, auch mit sehr sehr krassen ähm, ja Sätzen oder harten Sätzen dabei. Das ist ein Hoch und runter. Bei Porsche war es ja so oft der Business Insider, der schon recht früh rausgekommen hat, ja. dass Porsche vielleicht interessiert wäre, Vogt quasi zu entmachten. Und da war auch teilweise sogar mit drin, dass sie die Forderung hätten, dass sie sich dann den Vorsitz sichern. Aber es wurde dann irgendwann recht klar dementiert, dass sie es eben nicht machen wollen. Aber vielleicht stand das auch mal im Raum, wer weiß. Deswegen, das wirklich ich gefühlt jeden, jeden Durcheinander. Der e.V. hat irgendwie drei verschiedene Statements, der Vorstand drei verschiedene. Alle mal zusammenbringen. Am besten einfach mal drei Wochen lang die Fresse halten, ganz simpel gesagt. Macht eure Geschichten, klärt danach auf, was ihr beredet habt, aber Interim. dieses Statement alle drei Tage, ja. es hilft ja absolut niemandem was. Von der Kurve gab es ja beim Hoffenheim-Spiel dieses, dieses klare Ding, deswegen war so das, das Heidenheim-Spiel so ein bisschen aufge, aufgehypt, sag ich mal. Weil da hieß es, jo, Mitglieder verraten, quasi, ihr habt zwei Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren, im Sinne von quasi dieses Amt wieder zu binden und eben das Versprechen wieder zurückzuholen von 2017. Ähm, was ja zwei Wochen später jetzt nicht der Fall war, logischerweise. Jetzt war jetzt das -Spiel, genau zwei Wochen später. Mit den ganzen Aktionen zehn Minuten lang geschwiegen. Einzelne Fängnissänge gegen die Etage. Also wirklich, das war wirklich krass in der Kurve, so hinzugucken. Wirklich alle Ultras, ganze Stehbereich mal mindestens sich in Richtung Führungsetage hochgedreht, Richtung Haupttribüne und richtig aggressiv das hochgebrüllt. Dieser schwarze, dieser schwarze, ja, braucht der Aufstieg, weil generell auch Motto alle in Schwarz und sowas. Da war die ersten zehn, 15 Minuten war da schon gut, gut kontra Danach war das ganze mal das Heimspiel so. Aber deswegen, die fangen jetzt an, das, was aktuell durchklingt in den Statements und von wegen Arbeitsgruppe startet, klingt in Ordnung. Macht das, setzt alle zusammen, findet irgendwie eine sinnvolle Lösung, weil du brauchst halt die Ruhe. Zumindest was das angeht, bin ich aber sehr zuversichtlich, dass du die Ruhe im Sinne, also in dem Sinne, die Ruhe nicht brauchst für den sportlichen Erfolg. Ja, das aber gibt, das, das finde ich, find ich von voll Faktor. interessant, weil. Äh bei uns war das ja auch immer so, oder wird es immer auch gesagt, ja, wir haben keine Ruhe, wir haben keine Ruhe mit den Medien, dann hatten wir keine Ruhe, was Präsidiumsamt anging und so weiter. Und dann wurde häufig gesagt, ja, so kannst du ja auch keinen sportlichen Erfolg haben, aber bei euch <laughs> sieht man jetzt eigentlich ja. den gegenteiligen Beweis, dass es trotzdem geht und dass es eigentlich darauf ankommt, was die handelnden Personen im sportlichen Bereich machen. Ja, ja. langfristig gesehen ist es natürlich schlecht, ne? Weil du brauchst langfristig gesehen, natürlich ja, logisch. musst du Hand in Hand gehen, aber eigentlich kurzfristig gesehen. Kannst du sportlich, wenn du da die richtigen Leute auf den richtigen Positionen mit den richtigen Spielern hast, kannst du halt trotzdem Erfolg haben. Also ja. ich glaube auch immer nicht so, wenn die dann so sagen, ja, die Medien und äh, dieses, diese ganze Unruhe im Präsidium und so weiter, das lenkt total die Spieler ab. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt nee, juckt. Da glaube ich auch nicht dran, Weil auch so Sätze, wo, wie irgendwie, ja, ich sag mal ganz doof gesagt, der Präsident steht nicht auf dem Platz. So, ich glaube nicht, dass das irgendwie in der großartig juckt. Aufsichtsrat hat auch, klar, die, die bestellen hier und da oder können hier und da halt mitreden glaube, ab einer gewissen Summe sind die, glaube ich, mit drin, dass sie eben Transfersummen ja. und sowas nochmal abwickeln. Aber mehr, mehr ist da nicht. Auch Höhnes hat oft gesagt, ja, natürlich kriegst du es mit. Aber ja, wir hätten natürlich auch keine Ruhe. Das so in der Arbeit? Ne? Ich, ich, ich glaube kaum. Vor allem auch da, wie gesagt, da will ich jetzt gar keinem irgendwas unterstellen, weil er weil kein Deutsch nicht kann oder sowas. Aber vom, vom Prinzip her glaube ich kaum, dass ein Siru-Girassi <laughs> Extra zu seinem Dolmetscher geht und sagt jetzt und übersetzt mal das funk in, ja. mal, Und übersetzt mal die acht Seiten Funk-Interview im Kicker. Also im Leben nicht. Das, das, das juckt die doch nicht. Ne. Also kannst du mir nicht erzählen, dass sie es das interessiert. Spieler sagen auch, natürlich hat man gerne Ruhe, natürlich hat man gerne von Beginn an äh, den Support oder so. Aber gut, gegen unsere Fans. Also brauchst du eh jetzt irgendwie keine Kritik äußern, von wegen, irgendwie gegen den Verein zu handeln oder so Geschichten. Das sehe ich überhaupt nicht. Aber deswegen, ich sehe da keinen Stress. Vor allem hast du auch gesehen, Wurde auch oft gesagt, auch während diesen Investoren und so Geschichten, quasi die Tennisbälle stören, die zwölf ja. Minuten Ruhe stören. Jetzt bei uns am Sonntag, ich glaube, nach sechs Minuten ist das Tor gefallen, da war null Support. Wie gesagt, die ersten Minuten war, war Stille. Die ja. Spiele eine Wahnsinns-Anfangsphase, führen, führen eigentlich verdient, wäre es sich eben Millimeter absetzt gewesen. Das juckt die nicht so, ja. also nicht, nicht, nicht entscheidend. Also, nicht, ich mal. Nicht kurzfristig zumindest, ne? Langfristig nee. von, ist es natürlich so, aber. Und von dem her sehe ich da keine große Gefahr, weil wir eben auch die gesamte Saison, das haben wir auch vorhin auch besprochen, wie der Erfolg und sowas herkam, die gesamte Saison ja schon so Momentum durchfahren, das heißt es bei Hönigs gehabt, der kam letzte Rückrunde, klar, Relegation war so ein kleiner Dämpfer, aber ist eigentlich auch schon da eine gesamte Erfolgswelle gefahren, das uns mhm. eben noch drin gerettet hat, dann kommt er rein, gewinnt gegen Bochum, kriegt auch so einen neuen Leipzig, danach gibt es einen 5-0 gegen Freiburg, den September gewinnt er jedes Spiel und zack, einmal flüssig durch, keine großen Einbrecher, irgendwie mal zwei Spieler am Stück Gladbach-Bochum verloren, das war es dann halt. Auch Im Vergleich zu dem zum Beispiel hat zehn Spiele gebraucht oder neun Spiele gebraucht, die er eben verloren hat. Und danach mit dem neuen Trainer im zehnten Saisonspiel der erste Sieg damals. Wenn der zum Beispiel auch, haben wir vorhin Nico gehabt, wenn der zum Beispiel in Bremen gewinnt, zweiter Spieltag hat man ja glaube ich. Geführt mit 2-1 in Bremen und Last Minute noch durch Burke oder wer das da waren, 2-2 kassiert. Wenn der im zweiten Spiel direkt das erste Spiel gewinnt, vielleicht sieht es anders aus. Dann bei dir genau das gleiche. Erstes Spiel meins unentschieden, das zweite war ich auch dabei. In Hoffenheim kriegst du 94. 2 zu 2. Was passiert, wenn der das zweite Spiel schon direkt gewinnt und nicht erst das siebte, sechste, achte Spiel? Du läufst wirklich so eine kompletten, komplette Euphoriewelle durch, ohne große, ohne große Widerstände, ja, einfach auch, Widerstände ne? ohne irgendwelche Downfalls, die dann oft hergeredet wurden, auch vor, vor unseren Dortmund-Spielern, diese beiden im Pokal in der Liga. Ja. Da war ja genau diese Phase, Hoffenheim zu Hause verloren. Union gerade so irgendwie halt weg, irgendwie, ich sag mal, verkrüppelt irgendwie gewonnen, Pokal war kein besonderes Spiel. Und danach noch äh, bei Heidenheim verloren auswärts. Da war auch schon der Gedanke, boah, Oktober, der erste Downfall. Und dann das Spiel darauf fahren überzeugen, dass sie gegen Dortmund so, also das, die, die Jungs sind gefestigt, die sind fokussiert, die haben auch andere Schauplätze, andere positive Schauplätze, so Mittelstädten, Anton Nationalmannschaft, undaf und so weiter und so fort. Ich wüsste nicht, warum die sich noch mehr einlesen sollen oder wollen sollten in irgendwelche Vereinspolitik. Würde ich als Spieler, hätte ich als Spieler auch keinen Bock drauf. Habe ich selber auch eigentlich keinen Bock drauf. Ich will eigentlich nur sportliche gucken. Ey, mir, aber ey, es, aber es, es gehört halt dazu, leider. Ja, kenne ich so krass. Das macht einem gar keinen Spaß, ne? weil das ist ja das, von dem man fliehen will in den Fußball. Von genau so einer Welt willst du ja entfliehen und dann hast du das im Fußball auch wieder. Ja. Äh, übrigens lese ich hier schon ein paar Mal äh, bei Transfermarkt steht, Hertha ist an Nick Woltemade da interessiert. Das halte ich aber für. Eine absolute. Zeit könnte mehr bieten, aber. Ja, kommt drauf an. Also kommt drauf an, wer bei uns geht. Wenn Ibo Maser da ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, warte mal, ich guck mal kurz, ob das stimmt, aber das halte ich auf jeden Fall für eine absolute ente Dieses Gerücht schon wieder gestreut. Ja, stimmt. Hertha BSC. Gladbach Hoffenheim, Stuttgart, Gladbach und Hertha. Ah, ja so Bild okay die Bild hat anscheinend richtig Bock drei Gerüchte in äh, drei Tagen die ja. ich alle für nicht sehr realistisch halte aber okay kann man auf jeden Fall drüber interessieren interessant wäre er für mich auf jeden Fall ich finde ihn sehr sehr interessanten Spieler vor allem ablösefrei der will einfach ja. Spielzeit bekommen ist jung gerne und wie du sagst natürlich ähnlich wahrscheinlich auch ähm ja gut, bei Gladbach vielleicht ein bisschen noch mehr Chancen zu spielen als bei euch. Aber ja. generell mal bei euch wer ob, ich, ob ich gerade zu Gladbach gehen wollte, ist auch so ein Thema. Ja, also ist, ja ist ja es im Moment auch gerade. echt schwierig. Äh, Hoffenheim weiß ich jetzt auch nicht, ob er sich da ja, durchsetzt. Hoffenheim musst du auch wollen, da hast du ja gar nichts, außer ein bisschen gehalt. Ja, wenn du, wenn du so wie Kramaric deine Ruhe haben willst beim Fußballspiel. Ja, das ist echt krank. Also Kramaric muss eigentlich echt <laughs> schon seit zehn Jahren daraus sein. Also ja. der, hat sich, der guckt da ein paar Jahren drauf und denkt sich, was habe ich eigentlich so lange gemacht? Ja, der wollte einfach seine Ruhe haben anscheinend. Ähm, aber was mich mal interessieren würde bei euch so, äh, ich meine gut, du bist jetzt sehr romantisch unterwegs. Was ist denn mit Dennis Unnaff jetzt? Da gab es so viele, jedes Mal, wenn wir uns treffen, gibt es irgendwie wieder neue Informationen. Was ist denn jetzt der aktuellste Stand? Also, mit das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass er bleiben will. Hat er schon oft so gesagt. Und auch quasi, dass er gerne schon frühzeitig die Klarheit hätte, aber natürlich auch immer im Nebensatz weiß, dass das ein bisschen dauert. Ne? Reden ein paar Parteien mit. Die Frage ist halt immer das Thema Ablösesumme vor allem. Ganz am Anfang ist es auch es Mal irgendwie 12 Millionen kostet koste, der Kollege. Dann wurde es, sobald wir ein bisschen höher gespielt haben, Europa irgendwo mal realistisch wurde, kam die erste Gerichtsfindung: boah, dass durch Europa, durch Champions League geht das ordentlich hoch. Manche schreiben von 18, manche von 22 Millionen. Sky schreibt seit ein paar Wochen konstant von 13 bis 15 Millionen. Ja. Stand jetzt. Das ist halt die Frage, ob die dann sich das einfach machen und sagen: Ja, stand jetzt, weil der VfB war noch nicht europäisch. Jetzt, wo die Champions League sicher ja. ist, sind es dann doch 22. Aber ich, ich hoffe mal auf diesen Sky-Wert, diese 13 bis 15 <laughs> Millionen. Und dann musst du das halt machen. Das ist halt ein kompletter No-Brainer. Aber also klar, würdest du nicht du auch bei bei 22 Millionen sagen, äh, No-Brainer, wenn der jetzt eine EM halt mitmacht und so? Ist halt schon ein bisschen Kohle. Ne? Also du musst es vom Ding her schon machen. Du hast bei Under was immer als Negatives quasi eingeführt wird, ist halt, dass er vermutlich nicht mehr den großen Wiederverkaufswert hat. Das ist dann, glaube ich, auch schon 28, wenn man holen. Außerdem macht sie die nächste Saison nochmal 30 Tore und dann klopft an und holt ihn für 50, dann hast du ja. wieder Verkaufswert. Aber wenn er noch in 20 ist, ne, ist ja auch wurscht. Gerasilien hinaus hat auch gerade einen Marktwert von 40 Millionen ist auch 28. Ja. Aber du musst das machen. Frage ist halt die Kohle. Ich glaube, wir haben sie allein durch das Thema Champions League, wo möglicherweise, was weiß ich, was da kommt, irgendwie 18 Millionen oder so für die Gruppenphase alleine schon. Ohne dazu Punkte. eben auch so, ja. ein, so ein Kandidat wie ein Silas. Wenn das wirklich stimmt, dass da Fulham für 15 bis 20 dran ist, dann sage oh ich, ey, <laughs> wirklich sympathischer Mann, Fanliebing, alles in Ordnung, weil der, der lebt seit drei Jahren von dem Hype von vor mhm. drei Jahren, den wirklich mit der Schubkarre jetzt mal wirklich bewusst überspitzt formuliert. Weil eigentlich mag ich Silas wie die meisten VfB-Fans, ist ja auch klar, eine besondere Geschichte mit der Identität in den Sachen hatte schon eine Verbindung zu uns. Aber wenn die uns 15 bis 20 geben, dann musst du das machen. Dann kannst du ganz naiv gerechnet quasi davon kaufen und darf. Aber auch allein schon von dem Ding her, wenn du dich eben weiterentwickeln willst, du musst natürlich aufpassen, dass du keine Scheiße baust im Sommer, keine Reschke-Transfers machst und so Geschichten, eben nicht über deinen Verhältnissen lebst, nur weil du jetzt eine Saison mal gut warst. Ja. Aber wenn du den Kader beibehalten willst, nächstes Jahr vielleicht auch von mir aus irgendwo in Richtung Conference League, Euroleague wieder schielen willst, dann musst du halt so Leute halten. Plus eben auch, wenn du einen UNDAF nicht hältst und sagst, ey, der ist mir zu teuer, dann ist wieder der Weg Talente oder so Geschichten, weil, wenn du einen UNDAF nicht hältst, weil er zu teuer ist, ja. aber einen 1 zu 1 Ersatz haben willst, dann kostet es genauso viel. Ja, so das, was dir UNDAF gerade bietet, kriegst du ja nirgends für 15 Ey. bis 20. Nie im Leben. Auch sein Marktwert steigert sich ja seit Wochen auf 22 hoch oder was er als Marktwert hat. Ja, Nationalspieler. Wird ja auch noch mehr sein nach der Saison, wenn es so weitergeht ja. und er dann noch die EM macht. Die EM noch spielt, ja. lass ihn da mal irgendwo noch ein Tor machen und zack, ist er 30 Millionen wert. Ja. Also, ich bin nicht finanziell nicht so tief drin. Man darf nicht übertreiben, aber den, den musst du halten, plus eben auch mit dem Nebeneffekt. Auch da bin ich mir echt mittlerweile guter Ding, also vielleicht bleibt, ne? Thema Champions league startplatz aber wenn du sagst, dass als gegeben siehst, die GRC geht eh mit den 20 Millionen Ausstiegsklausel, dann ja. musst du halt mindestens einen unter Rückhand haben, weil sonst ja. bist du ja am Arsch. Dann stehst du da am Ende des Tages rum, auch das ohne Disrespect, mit Luca Pfeiffer kommt zurück von der Laie, dann hast du einen solte geholt und einen Justin Deal von Köln, so jetzt mal als Beispiel. Ja. Das wird schwierig, das zu ersetzen. Also, aber, aber musst du halten. Was sagst du denn äh, zu diesem Gerücht von äh, Ivo Maser? Weil also, wenn wir jetzt da noch mal detaillierter drauf gehen, ist die Position von Under vielleicht noch Mio? Also welchen Anreiz hätte er jetzt wirklich zu euch zu gehen? Klar, deutlich krasseres Gehalt, äh, fetter Vertrag vielleicht, aus seiner Sicht jetzt. Ne? Es, ihr werdet jetzt keine äh, drei Millionen nee, nee, den im nee. Jahr geben, aber aus seiner Sicht natürlich ein fetter Vertrag, plus Champions League wahrscheinlich nächstes Jahr. Ist natürlich sehr, sehr attraktiv, plus ein Trainer. Team, ich meine, Fatih kennt er wahrscheinlich sogar noch aus Berlin. Ja. Weiß jetzt nicht, ob er Hönes dann mal kennengelernt hat, aber die Verbindungen werden da sein, die äh, dich selber auch besser machen, die dir den Weg, wie wir ja gesehen haben, in die Nationalmannschaft ebnen können. Aber wenn jetzt wirklich so million und Unnaff bleiben, also dann hat er doch überhaupt keine Chance, irgendwie an Spielzeit zu kommen. Ja, wie gesagt, danach, dahinter kommen ja auch noch ein paar und Jong kann das spielen. Wenn du generell auf vorne guckst, kann da auch ein Zieler spielen, du hast einen Raimund, der schon ein paar Minuten mal bekommen hat, du hast einen Paula, der, jetzt, der die, was ist das da, die Vierte Liga zerschießt für, für Stuttgart, du hast den Laurin Ulrich, der natürlich auch lange durch, weg war mit einer Verletzung, aber der eigentlich genau auch das ist, genau das dieses ZOM-Ding ist, ich glaube immerhin Stempel hat als Riesentalent in Deutschland, Nationalmannschaft spielt, Raupalla genau das gleiche, auch vor kurzem erst getroffen in der U19, was es da ja. ist, wo sie unterwegs waren fände ich irgendwie ein schwieriges Zeichen, vor allem, wenn du eben auch sagst, es ist ja dann in dem Fall kein ablösefreier, ne? da höre mittlerer mittlere, mittlere Millionen Bereich. Ja, aber es schon so 5, 6 Millionen sein, das ja er, hat er eben, da ja zustimmt. Das sehe ich dann ehrlicherweise nicht, weil 5, 6 Millionen sind immer im Bereich Stiller hat 5,5 gekostet, ich glaube, so weit sind wir finanziell jetzt auch nicht, dass man auf einmal, sag mal, für Talente, die du im Zweifel auch ja. aus der eigenen Jugend noch hast, sowas ausgibst in den Bereichen. Das, das sehe ich nicht. Also ist schon ein Megatalent, aber die Situation gibt es einfach dann wahrscheinlich auch nicht her. was ist denn mit Mio? Gibt's, könnte es dazu kommen, dass der vielleicht geht im Sommer? Ja, also im Sommer glaube ich tatsächlich ist, also gehen können sie immer, ne? Ja, Transfersionmäßig dann. Nie. Aber, aber MIO hat ja auch verlängert, auch glaube am längsten von allen mit 28 -hmm. sogar. Ähm, bei ihm war der letzte Stand, das wird auch mal erst aktuell rauskommen, Richtung Sommer dann, wie bei Garassi mit den verschiedenen Staffelungen und sowas. Aber ich meine, mio Ausschiedshause würde erst ab Winter gelten, also im Sommer noch nicht. Okay. Das heißt, da könntest du frei verhandeln. Wenn wir jetzt aktuell Mio-frei verhandeln, das ist glaube ich 30 Millionen Marktwert, da kannst du ja mal richtig, richtig hoch ansetzen, ja, ja, von safe. dem er. Also frühestens im Winter, da hieß es ja auch, ich glaube, die sind alle in diesem Bereich 25 bis 30 Millionen Ausschließklausel mäßig. Bei dem Mio war mal irgendwann noch so ein Insider von transfermarkt.de dran, der meinte, dass es eher 35 bis 40 sind. Aber so die großen Medien, Kicker und so berichten eigentlich quasi, dass Anton, mhm. Führig und so weiter alle quasi handschlagmäßig 25 bis 30 sind grob, Ito auch. Aber bei Mio würde ich am ehesten auch hoffen, dass er vielleicht wirklich noch ein paar Millionen oben drauf hat. Bei dem wäre es noch am, am schadesten, sag ich mal, weil der hat wirklich... Gefühlt keine Grenze nach oben aktuell. Jetzt O21. Nationalmannschaft von Frankreich mit dabei gewesen, wirklich auch mal gespielt und Henri könnte sehr gut auch die Olympia mitspielen. In einem vorläufigen Kader ist auf jeden Fall von dieser O23 dafür Olympia von Frankreich. Also da wäre es wirklich, da wo man sagen müsste, das wäre ein bisschen schade, da könntest es deutlich mehr rausholen, vielleicht als 30. Aber im Sommer sehe ich es noch nicht, außer das kommt da wirklich was komplett Unmoralisches. Ey, weißt du, wovor ich richtig Angst habe? Das war bei mir so im Hinterkopf. Aber ich hatte es dann irgendwo auch mal, ich lese mir auch mal so Foren manchmal durch im Forum oder in irgendwelchen Kommentaren gelesen, so eine Kettenreaktion, dass ihr führig abgebt, da auch nochmal ordentlich Kohle kriegt und dann Interesse an Rese bekommt. Das wäre auch <laughs> für mich so ein ähm, furchtbares Szenario, weil erstmal, wie gesagt, die Berliner Kontakte sind da. Ich meine, Rese fühlt sich wohl, alles gut, aber dann Champions League spielen zu können, wenn... Ist ja jetzt alles hypothetisch, ist ja hier so ein Fan-Talk zwischen uns beiden. Aber wenn äh, ein Höhnes sagt, boah, doch, ich weiß, ich weiß genau, wie ich den einsetze, dann wäre der wahrscheinlich für euch auch eine absolute Waffe. Wäre natürlich ja. auch schon ziemlich teuer, glaube ich, weil er hat ja jetzt auch noch mal verlängert. Ja. War das lese? 26 geworden. Ja, na gut, wäre auch, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht aus dem, aus dem Profil raus, aber auch nicht so ganz. Ja, ah, ist die Frage. Ich, sag, ich bleib dabei. Ich glaube, dass ich hoffe, dass führig bleibt. 23,5 ist, glaube ich, die Summe, die da von, von den meisten genannt wird, was die Ausschuss angeht. Mhm. Ja, Rese. Ich mein, wir haben auch ein paar andere, also vor allem im Fünf-Sturm, diese paar Griechen da, Paar und sowas. Aber gut, wenn man dieses, dieses Ding weiterfährt, auch Nübelmäßig weiterfährt, auch Wollte-Marte, Deal, Keitel, alles mhm. deutsch, ne? alles talentmäßig. Vielleicht eine Rese tatsächlich irgendwie. Eine Option, aber es wäre mir jetzt neu, dass es irgendwie mal in irgendeiner es ist Form kein Gerücht, kein offizielles, ja, aber ja, ja. Ich einfach äh, Schiss bekommen ja weil, ein Zettel hat. er bei euch eine Ausschießklausel eigentlich, da der auch recht lang verlängert. Also, was man jetzt so gelesen hat, das hätte ich auch am realistischsten gefunden. Hat er eine wohl fürs nächste Jahr, wenn wir nicht aufsteigen? Ja, das hätte ich ja. auch am realistischsten gefunden. Aber du weißt ja selber, wie es ist. Hast ja an Girassi gesehen. Weiß halt nie, was im Sommer aufploppt. Auf einmal ploppt er auf. Er hat auch in diesem Sommer eine, die ist dann höher oder so und ja. ist dann trotzdem attraktiv für den, äh, VfB. Und bei Stuttgart habe ich halt einfach mal so die Sorge, weil das einfach so ein, ähm, ja, es ist halt wirklich, wenn der Trainer auf dich baut. Ein Krass verlockendes Angebot, wenn du da wirklich Spielzeit bekommen kannst. Ne? Alleine dieser ja, Multiplikator, dass man sich dann vorstellen könnte, halt schnell in der Nationalmannschaft zu landen, weil ja, ja. ihr eben halt anderen Fußball spielt als beispielsweise äh, der BVB, auch wenn ihr das in der neuen Saison erstmal bestätigen müsst. Aber trotzdem, das sind ja diese Ansätze und alle, die dann immer so gesagt haben: Ja, VfB bricht ein. Man hat ja gesehen, dass die Ergebnisse hast du selber gesagt, <laughs> ob das gegen Bochum oder so war, das wären ja die Phasen, wo du dann einbrichst. Aber wo du dann eben siehst, wenn es eben nicht nur ein Hype ist, sondern, äh, sondern von einer Spielidee, die man immer wieder weiterentwickelt, geprägt ist, dass es sich dann langfristig durchsetzt. Und deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht, je nachdem, was im Sommer alles passiert, bei euch so ein schlechtes Gefühl wie beispielsweise jetzt bei Union. Weil bei Union ja. war es ja wirklich so, dass ich mich also natürlich auch, weil ich es mit meiner Hertha-Brille sehe, aber immer gefragt habe, ey, das geht doch gar nicht. Wie kann man denn ja. so erfolgreich mit so einem Fußball sein? Und das sind wir wieder bei Statistiken und sowas, ne? Ja? Und die irgendwie mit 20 Punkten drüber auf die <laughs> Tabellenplätze da hochgeschossen. Ich glaube, wirklich die Champions-League-Saison, die hat Timo natürlich geschaut, aber ich glaube, Expected Points haben, ich glaube, 20 Punkte mehr geholt, als zu, als, genau. äh, als zu erwarten war. Wir stehen, glaube ich, sogar so da, dass wir, glaube ich, ein oder zwei Punkte mehr hätten holen müssen noch, als das wir gerade haben. Letzten Saisons Glaub, letztes, letzte Saison waren es glaube ich 14, die ja. wir weniger geholt haben. Die Saison davor waren es sieben mit der Legendorettung. Also wir haben sowieso schon immer ein bisschen anders performt. Deswegen, und vor allem die Niederlagen, die wir da hatten, das war ja auch nichts, was, keine Ahnung, so wirklich genickbruchmäßig war. Mhm. Also wir haben, das haben wir verloren, gut Leipzig, damals war wir immer ganz ständig am Anfang. ganz am Anfang passiert halt, mein Gott, auch da ist eine brutal gute erste Heizung gespielt, sogar mhm. geführt. Du hast noch Fehler gegen, dann von Nübel, Der hat das eigentlich alles eingeladen. Na ja, so, so ein paar Pechgeschichten. Das Hoffenheim-Spiel zu Hause verlierst du in keiner Welt nochmal. In Heidenheim war, war verdient am Ende des Tages irgendwo, aber auch da. Elfmeter verschossen, Latte getroffen, kurz vor Schluss, da kannst du auch einen Unschied mitnehmen. Kladbach war das einzige, wo ich sagen würde, das war, das war schon auch ein bisschen enttäuschend. Mhm. In Bochum hattest du auch zwei, drei hundertprozentige liegen lassen. Da musst du auch eigentlich mindestens einen Punkt holen. Also von dem her, auch die Pleiten, die wir da hatten. Das war ja alles nichts Einschneidendes oder sowas. <laughs> Was ich Außer sagen. München, das war wirklich komplett hochverdient verloren, aber wirklich keinen, keinen Fuß von anderen Gesetz bekommen in München. Ja, das war dann an dem Tag auch einfach mal äh, Nach zwei Minuten Harry Kane 1-0, da äh, war direkt vorbei. Plus man hatte einfach nicht damit gerechnet, dass sie euch den Ball überlassen und euch auskommt ja, ähm. Dass sie uns so, so hoch bewerten, so haben wir <laughs> es in der aufgefasst. Ähm. Was ich aber auch echt krass finde, es gibt ja halt so viele Schnittpunkte leider aus meiner Sicht, äh, dass einfach unser U16-Trainer jetzt euer Co-Trainer ist, ne? Dass der einfach bei uns irgendwie überhaupt nicht, also man hat ja da selber nicht so einen Einblick drauf, woher soll ich jetzt wissen, wie unser U16-Trainer arbeitet. Das ist ja nicht mal ja. die U17 oder die U19, wo ich sage, da verfolge ich zumindest die Ergebnisse und ab und an gibt es da auch mal eine Übertragung. Bei der U16 kriege ich ja gar nicht so wirklich was mit. Aber dass Malik Fatih auf einmal dann so diesen Schritt gemacht hat, dachte ich so, ja, okay, gönne ich ihm. Aber scheint ja ein Erfolgs-, ähm, ja, wie sagt man, ein Erfolgs, eine Erfolgsgruppe zu sein zusammen ja. mit Sebastian Hoeneß, ne? Ja, den wir jetzt auch alle kollektiv verlängert. Also Hoeneß 27, der Co-Trainer Chris Hidlou auch, Fatih auch bis 27, alle gebunden. Wie K was, macht, was macht denn Fatih bei euch genau? Wie sind die Bezeichnungen? Das ist eine gute Frage, ich weiß es ja tatsächlich gar nicht. Gar nicht. Ich dachte, der wäre Co-Trainer bei euch. Dann haben wir vielleicht sogar zwei Co-Trainer. Also ich glaube, also Cresidlo ist noch so ein bisschen der größere Name, der mhm. auch mit Hönes zusammenhängt. können jetzt gar nicht genau sagen, was Fatih da macht, weil ich meine, sind wir mal realistisch, dass er so richtig drauf gucken und ja, tust halt auf den so Trainer. Trainer ne? Also was, was, das Trainer-Team da drumherum macht, ist halt so ein bisschen die Frage, außer es kommen halt so, so wilde Stories raus wie damals mit, mit wer waren das? War das der Halil oder Hamid, einer von den beiden, von den alten tops immer wir mal geholt haben, unter Weinziel, damit er Einwürfe trainiert? So Sachen kommen halt mal raus, sind so kuriose Geschichten, aber sonst kriegst du ja ehrlicherweise von, von Co-Trainer nicht so viel mit, ne? Da ja. ist halt immer vor allem der Blick auf Hönes mit dem Wissen, ganz klar dem Wissen auch immer wieder gesagt von Hönes, wie wichtig das Team ist. Deswegen ja auch schön, dass beide mitverlängert haben bis 27, alle dieselbe mhm. Laufzeit haben. Deswegen auch das auf jeden Fall top. Und bei Hönes ist auch zumindest noch nichts rausgekommen, dass er irgendwie eine Aussichtsklausel oder irgendwas in der Form hätte. Ich gehe davon aus, dass er einer hat, so Alonso-mäßig. Und das sage ich auch, wenn der halt 2.25 eine Klausel hat, dass er irgendeinen top für 15 Millionen rauskaufen kann, ja, mein Gott, dann ist halt so. Ja. Dann kann ihn halt irgendwer für 15 rauskaufen. So. Dann ist es halt das, Normale, das Normalste der Welt. Was sie auf jeden Fall nicht machen dürft, aber hast du ja auch schon gesagt, ist natürlich der Fehler, wie für meine Begriffe ihn Union gemacht hat, dann auf einmal in so Regale zu greifen, wo du dann etliche Top-Spieler mit fetten Verträgen holst. Ja. Äh, und dann gibt es auf einmal einen Abrutscher und die Spieler, die letztes Jahr performt haben, sitzen teilweise auf der Bank und sind unzufrieden. Ähm, das dürfte auf jeden Fall nicht machen. Das wird spannend zu, zu beobachten sein. Das heißt ja so ein bisschen, wir sind ein bisschen vorsichtig auf dem Markt und gucken ne, diese Ablösefreien und so Geschichten. Aber wenn die Champions League-Kohle kommt, hieß es glaube ich irgendwann mal, Könnten wir noch ein bisschen aktiver und ein bisschen offensiver werden, ist ja auch klar. Ne? Mhm. Wäre schon offensiv genug, wenn du einen Under für 15 oder sowas Boah, Das ist ja ähm, fast Top-Transfer. Ihr hattet doch immer so fette Transferüberschüsse. Also so war es ja in ja, der ja. Vergangenheit immer. Missing Tat hatte quasi nichts zum Arbeiten. Ne? Die haben ja alles, muss es ja alles doppelt und dreifach wieder reinholen, während Corona-Stadion ja. und so Geschichten, das war ja, war ja richtig hardcore, deswegen hast du ja mittlerweile auch das Thema. Thema Müslint hat auch vorhin bei, bei Toxi gar nicht so drin gehabt, aber freue mich sehr, dass er zurück ist bei Dortmund oder falls er mhm. zurückkommt zu Dortmund. Habe immer, immer noch große Stücke, halte ich auf ihn. Fand ich immer noch sehr sympathisch, guten Job gemacht. Und deswegen konnte er ja auch bei uns, sag mal, nie, nie wirkliche Flops machen. Müller war ein Flop im Tor, klar, es so mhm. halt mal fünf Toren. Fahr hier dreieinhalb, was. Muss damals ja, kann ja vielleicht noch was. Ja, was. Damals kein Flop war, war ja ein Riesentalent. So war ja. cool, dass wir den bekommen haben überhaupt so. Aber sonst hat er nie groß Geld zur Verfügung gehabt. Die anderen Flops sind halt mal ein Bayers, der ablösefrei aus der Türkei kam und so Geschichten. Und deswegen hast du ja halt so absolut wahnsinnige Entwicklungen. In Führig hast du, glaube ich, für 2,5 geholt von Paderborn. Damals mhm. als gonzales ersatz Mio kam für 1,75 von, von Monaco. Ito ja sowieso 500.000 aus der zweiten japanischen und so Geschichten. So wie jetzt ja auch, das war der erste von Wohlgemut, 500.000 für Mittelstädt. Mittlerweile ja. 14 Millionen wert Nationalspieler. Deswegen ja, hast du halt so, 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 so <laughs> Geschichten. Ähm, also von dem her, der, der musste sehr, sehr, mit sehr wenig Geld arbeiten. Gut, dass Gerassi kaufen können für 9 Millionen, das war, glaube ich, das höchste der Gefühle. Wir haben ja generell noch nie einen gemacht, der über 11 war. Also ein Grundtransfer, glaube ich. nie? Nee, generell noch nie. Also wir Was? hatten Osan Kabak für 11 Millionen in dem einen Winter unter Reschke. Wie gesagt, das war mhm. Prime, Prime Reschke war hat er Glück gehabt, sag ich mal, weil Kabak wirklich ein geiler Spieler war, geile Rückrunde gespielt, ja. an dem lag's nicht, aber musste mir eine Situation versetzen. Du steckst da nach einer Platz 7 Saison, steckst du im Winter irgendwo ganz tief drin, machst deine scheiß Hütten nicht, leistest dann Esswein <laughs> aus von Hertha BSC 2 und, 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 <laughs> hey, und, und holst dann trotz Pavar trotz Baumgartel, trotz Kämpf, holst du im Winter für 11 Millionen einen 18-Jährigen von Galatasaray Istanbul. Mhm. Das war ja komplett gestört. Sogar ja, der funktioniert, der Kabak, sonst wäre es ja komplett eine Frechheit geworden. Ich glaube, der war das höchste. Ich glaube, offiziell gelistet müsste Gonzalez ein bisschen höher sein, weil wir noch irgendwie ein paar Millionchen eben zurückgezahlt Boni. haben von der Summe dann an seinen argentinischen Verein, was wir von Florenz mhm. bekommen haben. Ach so, ich glaube, der, ja, okay. glaub, der war Basis, irgendwie mhm. 8 Millionen oder sowas der halt Verkaufsgebühr ist er ja bei 11, irgendwas. Aber höher wurde es nicht. Ne? Das heißt, das Offensiv wäre auch schon unter für 15 Millionen. Giraci ja, waren bei ja, neun, okay. den man dann wirklich auch zeit, zeitlich quasi geil geholt hat. Ne? Ein Tag vor dem Hinspiel gegen, gegen, gegen Hamburg damals, Relegation, als geiles Zeichen, den zu holen. Mit zweitiger Vertrag, aber natürlich logischerweise in ganzen Ausstiegsklauseln. Das war so das höchste der Gefühle, muss ja mal gucken. Endo ersetzt für einen 5,5 mhm. Millionen Stiller. Das ist ja absoluter Vollwahnsinn. Wobei man, das liegt ja auch nur am Trainer. Bei einem anderen Trainer wäre der untergegangene der Transfer ev eventuell. Ja. <laughs> bei der wäre der auch, der wär auch nicht gekommen, wahrscheinlich, ohne ist Das muss ja gucken. Der kennt ja stiller, gefütterte Geburt. Bayern 2, ja. Hoffenheim. Der kannte ja durch und durch. Selber bei Jong, auch mit Bayern 2 damals Meister geworden in der dritten Liga. Da war Jong auch bei ihm dabei. Das er ja auch so diese, diese Connection nochmal. Und dann eben auch so, so Puzzle-Teile. Das war wahrscheinlich das, was man ein bisschen hat, damals am meisten ankreiden kann, das halt das Thema Müller, Predlo und sowas. Torwartposition sehr lange hat laufen lassen, sehr lange hat schleifen lassen oder warten lassen, ob vielleicht mm. nochmal funktioniert, weil die natürlich <laughs> auch jetzt einfach ein Riesentransfer war. Äh, die Laie. Sag mal, weißt du darüber was? Ich habe nichts gelesen. Hat, äh, haben wir wenigstens bei Mittelstädt irgendwie eine Weiterverkaufsbeteiligung? Ich habe da bisher noch nichts gelesen. Ich glaube nicht, ne. So ich sag mal, bei so einer in Anführungszeichen Transfer. kleinen Summe glaube ich da auch nicht wirklich dran. Ich glaube nicht, dass Mittelstädt eine Ausschichtsklausel hat oder sowas, so rein vom Transfer. Das war im Sommer schon ziemlich früh. Ja. Ich glaube, da war noch nichts irgendwie zu machen von wegen, boah, vielleicht, ne, Champions League Fußball, Bock, krass guck mal, wie es hier aussieht, Ausstiegsklausel, Weiterverkaufsgebühr. Das war ja noch ein, Anführungszeichen nur 15 Transfer zu dem Zeitpunkt. Hat wahrscheinlich äh, Freddy Bobic nochmal drauf hingewiesen, ey, ich habe da eine Klausel reingeschrieben für 500.000. Äh, könnt er ziehen, <laughs> wenn er Bock drauf hat Ich würde ja kurz davor verlängert, ne? Und dann war es, war, ja, war es einfach eine Ausstiegsklausel? Ja, war eine Ausstiegsklausel. Ja. Oh, der, der hat verlängert bis 27, noch mit schönem Video und so weiter. Und dann kam im Sommer raus. ach so der kann übrigens für 500.000 gehen, wo man sich so das denkt, ey Junge, da hätte sie noch im Winter verkaufen können. Ja, aber gut, das hat ja auch kein Mensch erwartet, dass so ne? nee, das so spielt bei uns. Nee, so eine Rolle ist es nicht erwartet, aber trotzdem musst du ja sagen, wie viele, der ist ja trotzdem noch in einem guten Alter, deutsche Außenverteidiger mit Tempo gibt es denn. Also <laughs> 500.000 für einen, der so lange Bundesliga-Erfahrung hat, ist dann egal, wie er vorher ja, gespielt safe, hat. Und wer, wer hat es gewusst? Jürgen Klinsmann. Das stimmt. Da er ja hat gesagt, der, der hat Mehrwert. Da gab es diese kleine Liste von dem, wo er jeden ja. bewertet hatte. Hieß es, bei, bei, bei ihm irgendwie gute Anlagen, noch jung, mhm. talentiert. Marktwertsteigerung bis zu 20 Millionen. wirklich. Ja, stimmt, hätte. hat er ja damals. <laughs> ja, das hat damals auf seinem, keine Ahnung, auf seinem Zettel irgendwo hingeschrieben. Naja, auf seinem Notizblock, Grandios. wo er auch geschrieben hat, dass Kraft keinen Mehrwert hat. Also, der hatte auch inhaltlich mit ganz vielen Sachen recht, bloß er hat selber halt auch voll viel Scheiße gemacht. Naja, ja, also das äh, war ja Vogelwild, die Ära. Ja, aber Bobic-Ära ist trotzdem nicht zu toppen, muss man einfach sagen, ist krass, Ist ne? so geil, wenn du dann so Gerüchte hörst, dass wirklich Dortmund sich mit Bobic beschäftigt hat. Nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was in was für einer Suppe die leben? Ja. Also, ich, was, was geht denn da vor sich? Ist Ey, wie ohne geht Witz? es das ist als ob du wirklich als äh, keine Ahnung, du bist ein Hedgefonds Manager, gehst irgendwo hin, der hat die jahrelang 10% plus gemacht, da auf einmal sackt der innerhalb von zwei Jahren jedes Jahr um 30% ab und danach äh, gehst du äh, wirst du Top Manager irgendwo anders. Das ist unglaublich. Das ist Vor allem, war er war ja bei euch auch schon scheiße. Dann hat er sich äh, ja. in Frankfurt, hat er in seiner Amtszeit war es sehr gut, wo mich ja viele Frankfurter schon vorgewarnt haben und gesagt haben, ey, das war aber nicht alles, nur Bobic ja, das ist. war Ben Manga. Ja, und äh, dann, also wirklich, wenn du das jetzt siehst, umso länger der weg ist, merkst du ja, was, für, also was der alles bei uns gemacht hat. Das wird ja immer schlimmer. Und dann kommt wirklich ein Gerücht auf, erstmal DFB, ist klar, die haben, arbeiten ja sowieso ganz wild, dass die den wollten, aber war dann zu teuer für den DFB auch lustige Geschichte für Hertha nicht aber für den DFB war er zu teuer und dann dieses Gerücht um Dortmund da dachte ich ey, ich sehe nicht richtig als ich das gelesen das habe gestört. dass die sich das überhaupt damit auseinandersetzen Bei uns war ja auch ein Name ne irgendwie Boppisch Held und Bla 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 dieses Sportvorstand den wir noch besetzen wollen vielleicht wobei da wohl recht gute Chancen hat einfach aufzusteigen wobei ich eh bin ich auch nicht tief genug drin ob man ums Verrecken einen Sportvorstand braucht. Das läuft ja auch so gut, dass man halt als Sport, ja. Sportdirektor und fertig ist oder ob halt irgendwo irgendwer halt quasi gerade zu viel arbeitet und deswegen braucht du einen Sportvorstand, keine Ahnung. Aber äh, wo, die, wo die Leute in ihrer Suppe überall genannt werden, ist auch bei den Trainern so, Labadia überall, ein Gießdoll wird die jedes Mal überall genannt. Jetzt ich ist so er gerade der absolute Gott in der Türkei, ist ja total geil, was da gerade abgeht. Über wo von Götter in der Türkei jetzt? bei seinem Verein. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich habe nur so ganz viele auf Twitter immer wieder so Badass Videos gesehen, wie der vor der Kurve steht und sowas Finger nach oben und so. Der ist gerade komplett heilig in der Türkei bei seinem Verein, der Gistol. Das feiere ja, ich schon. Das hart. Muss ich mal kurz nach nachschauen. Markus Gistol. Ich weiß gar nicht, also bei keinem Samsun von den ganz Spor großen. Ist der ja, bei keinem von den ganz großen auf jeden das Fall. Ist ja völlig wo stehen die denn in der Tabelle? Ich guck mal. Aber er ist auch so ein Trainer, der immer kurzfristig erstmal Erfolg hat. Oder ja, nicht immer, also aber er hat manchmal kurzfristigen Erfolg, sagen wir es mal so. Er wurde auf jeden Fall ziemlich gehypt ein paar, paar, paar Wochen lang. Ich guck mal, wie. Ich bin. Videos von dem da, Markus Giestol. Wir sind als Aufsteiger Zwölfter von 20. Guck mal. Er muss jetzt nur noch die, die Giestol-Tabelle raussuchen, weil er ist ja auch irgendwann erst reingekommen. Dann. Ja. Keine Ahnung. Der war ja sogar bei uns auch im Gespräch letztes Jahr, ne? Als ja, der ist immer im Gespräch. Also, <laughs> während hier übrigens gerade Lautern weiterkommt. Oh, Lautern ins Finale. 2-0. Das ist, das ist fast. Das ist Absolut fast das, was ich mir, das das, was ich mir, was ich fast gedacht hatte heute, dass hier dieser in Anführungszeichen Spannungsabfall kommt. Weißt du, schlägst als, als, als Saarbrücken, schlägst, du, was war das jetzt alles? Karlsruhe, Bayern, Frankfurt und Gladbach und sowas. Und jetzt kommt der Verein, wo du vermeintlich fast deswegen Favorit bist, als Saarbrücken. Ja. Und gerade da verlierst du dann sang- und Klanglos oder sag mal unspektakulär, was ich immer wieder erhascht habe hier auf, bei, bei der ARD. Unspektakulär mit 0 zu 2 gegen. gegen den vermeintlich kleineren Gegner und fliegst er halt dann doch noch wir raus, waren kurz vor Schluss. noch nie im Finale zu, äh, zu Hause. Ey, wie kann man diese Chance ja, ich, aus der Junge, Hand ich, geben? Ich hatte es ich so Aktien bei euch und da gibt es dann, dann 0-3 gegen Lautern. 1-3, glaube ich, aber ist auch egal. Stimmt, aber ja. es war so schlecht und ausgerechnet. In dem Spiel haben wir dann auch noch Dreierkette ausprobiert. Und es war so, es war so grottenschlecht. Und ich kann es wirklich, das ist der größte Bruch, wenn ich sehe. Auch noch gegen Gramotz der ja dann auch noch ja, rausgeflogen ich fragen, ist. Ich gerade war das noch Gramotzis, ja. Wenn es wenigstens der Trainereffekt wäre, dann hätte man wenigstens eine Ausrede gehabt, ja. Aber ja. Deswegen habe ich auch morgen, ich habe auch morgen ganz, ganz dick den Düsseldorf-Schal an. <laughs> ich kann, ich ey, kann du, es mir ja. nicht mehr angucken. Ich habe keine Lust mehr, wirklich. Auch gegen Hoffenheim schon wieder, Gut, bei uns ist eh vorbei, seit diesem last minute treffer im Pokal. Jetzt gar nicht, weil es. Weil es unverdient wäre oder sowas, aber es wäre auf jeden Fall verdient gewesen, dass wir eine Verlängerung spielen, in Leverkusen. Da hätten immer noch rausfliegen können. Ne? Aber einfach darum, da, darum gebracht worden, eine Verlängerung zu spielen dort, weil nach 90 Minuten war das eigentlich ein 2-2. Und was die da Woche für Woche abreißen. Karapak hat ja kurz davor gehabt. Dresd ja, okay. auch noch. Aber da kannst bitte, du wenigstens sagen. So, ja, aber die, die da kannst du ja da irgendwas sagen, holen morgen. Die haben. Äh da kannst du ja wenigstens sagen, die, die spielen auch so einen krassen Fußball, dass du immer denkst, da geht noch was, weil die irgendwie beispielsweise jetzt gegen Hoffenheim äh, 40 Abschlüsse fast hatten. Ja, das, das ist, ist nie unverdient, aber ja. es nervt mich trotzdem jetzt irgendwann. Lass die Meister werden oder irgendwas, aber lass die wenigstens noch einmal irgendwo dumm verlieren, weil dann muss es wieder anhören, wie, wie in England bei Arsenal die nächsten 400 Jahre, dass sie eine Invincible-Saison hatten. Ja, war es so geil im Vergleich das zu, äh, dann hat, haben die den Rekord schon mal Bayern weggeschnappt. Ja, ist richtig, aber ah, nee, dafür mag ich Leverkusen oder finde ich Leverkusen auch nicht so sympathisch genug als Club an sich. Lass sie noch irgendwo verlieren, wir fahren da auch ein paar Wochen hin. Lass uns da bitte irgendwie 0-1 gewinnen, Leverkusen. Ich will, dass dieses, dieses, dieses ungeschlagene Ding irgendwie weg ist oder dass die morgen einfach komplett. Unverdient gegen Düsseldorf rausfliegen oder sowas. Weil, wenn schon Lautern im Finale ist, wenn schon aber so eine gewilde Pokalsessau dabei ist, dann gibt wir wenigstens ein halbwegs nee. spannendes Finale. Lautern, ich, Leverkusen, brauchst du nicht einschalten. Aber ich kann es nicht ertragen, wenn ich dann noch sehe, dass im Finale Düsseldorf ist. Dann, dann lass mal Lautern noch den Pokal. Äh, dann dann flippe ich wirklich. Ja, das raus. sowieso. Wir haben ja mit Lautern. Ich bin ja sowieso im lautern boot von Pokal. Ja, ich erstmal gar nicht, aber. Ab jetzt. Ne? Aber jetzt sowieso nicht. Ich, ich muss, die müssen jetzt abgeschossen werden im Finale. Das kann nicht sein. Wenn, stell dir mal vor, wirklich diese Chance. Also du drehst es halt so, dass du sagst, ey, wir sind gegen den, gegen den Sieger. Nee, rausgeflogen. das kannst du so nicht drehen. <laughs> das kannst du einfach nicht drehen. Okay, vielleicht wären wir eh gegen Saarbrücken dann rausgeflogen, aber ey, das kann ich mir einfach. Das, das tut, also schmerzt einfach so sehr. Als ich, was die auch, mit was für einem Fußball die uns einfach vorgeführt haben, ich ja. kann es immer noch nicht glauben. Das war das härteste Spiel der Saison, wirklich. Schon krass, laut in dem Pokalfinale. Und dann ja. noch so eine komische Verkauks der zweiten Saison nebenher mit Friedheim-Fucking-Funke. Ja. Ist ja komplett gestört. wirklich. Fußball. Ja. Ich kann's nicht. Ich, also, das hat mich jetzt wirklich noch mal richtig gebrochen. Diese Auslosung dann einfach, dass sie auf Saarbrücken treffen und wir. Es also, also, ist wirklich. Also, wenn wirklich Düsseldorf ins Finale kommt, dann werde ich mir dieses Finale hundertprozentig nicht anschauen. <laughs> Ich will auch gar nicht wissen, wie die dann gespielt haben. Dass wir diese nee, ich werde werd auch wie immer erst drei Tage später mitbekommen, dass es ein Pokalfinale war. Bei mir das hat für mich irgendwie auch ein bisschen Feeling verloren, Pokalfinale. Ja, ich bin ja nie dabei, was soll ich dazu sagen? Ich ja, wir, wir auch nicht, ne? Ich habe da nie Feeling, äh, weil wir nie dabei sind. Und mir ist das einfach nur schmerz, wenn ich das dann immer im Olympiastadion sehe. Deswegen ja. bin ich auch noch nie hingegangen. Ich hätte ja immer die Möglichkeit gehabt, da auch mal hinzugehen, das mal mitzunehmen. Aber was soll ich, da, ich sagen? Das Außenstehen da ist ja Quatsch. Ja. Ich, war's, ich war sogar 2013 bei uns. Ja, guck mal, Champions League wäre ja was anderes. Da würde ich sofort gerne hingehen. Aber DFB-Pokal, wo du selber die Chance halt hast, ins eigene Stadion zu kommen, das kann ich mir nicht geben. Ja. <laughs> ja <das ist lacht> Kaiserslautern Euroleague gegen Manchester United nächstes Jahr, genau. Mit, äh, mit Ritter, Alter. Mit Ritter ja. und Zimmer gegen äh, ja. Gegen, was das ist aber laut ein Favorit. Sein. Menus, Quatsch. Ja, wegen Harry Maguire, der macht dann wieder zwei Eigentore und Friedhelm Funkel steht mit denen im Halbfinale der Euroleague, Alter. Friedhelm Funkel coacht Ten Hag aus, so jeder <laughs> Trainer auf dieser Welt. Genau. Oh Gott, es will. Friedheim Funkel Masterclass. Hieß doch jetzt die Gerüchte von wegen, es gibt Chancen, dass er bleibt, über die hinaus. Funkel? Ja, habe hab ich irgendwo gelesen. Ich dachte, der wäre schon längst ich in Rente. Ja, gab einige, ne? Ja, dem die längst in Rente waren. Die Decke auf dem Kopf. war geil für Lautern. Immerhin, wenn du so eine Dreckssaison hast, dann immerhin irgendwas zum Feiern. Deswegen wäre jetzt, ich wäre jetzt auch als Gladbach-Fan wahrscheinlich stark depressiv. Fliege ich in Lissabrücken raus, kriege dann ja. auf die Fresse gegen Freiburg und mein Verein ist irgendwie auf dem Weg, Schalke 04 zu machen in ein paar Jahren. Ey, Gladbach muss echt aufpassen, ne? Also, Schale, wenn, ja, die müssen brutalst aufpassen. wenn Erstmal sind es nicht viele Punkte und hinzu kommt noch, wenn diese Saison nicht so merkwürdig wäre, wären sie ja schon ganz unten drin. Also, ja. normalerweise wären sie jetzt ganz, ganz tief im Abstiegskampf drin. Aber wie viele Punkte Vorsprung haben sie jetzt? Sechs? Gute Frage. Die haben okay. Das ist halt echt ein ziemlicher, ziemlicher Knackpunkt da zwischen 16 und 15. Gladbach hat, ja, dann, ja sind acht, acht Punkte, Punkte auf 16. Ja, das ist ein bisschen viel. Das ist ja. ein bisschen viel, aber. Die, die kommen letzten Spieltag. Die kommen zu unserer letzten Spieltagsfeier, weil irgendwas werden halt wir zu feiern haben. Das heißt, wenn wir jetzt noch abrutschen, ich glaube, schlimmer als League wird es tatsächlich gar nicht nee, mehr. Das ist schlimmer als Conference League geht rechnerisch gar nicht mehr. Irgendwas zu feiern haben wir. Da kommt sie zu uns. Dann musst du Ende, das wahrscheinlich echt sagen, wie doof warst du eigentlich, dass du in Gladbach verloren hast. Also wirklich Rückrundenstart in Gladbach. Was war das? 3-1 verloren. Das war ein ganz, ganz ekliges Spiel auf dem Sonntagabend. Nee. Aber das ist immer Gladbach. Dann kommen wieder so Spiele bei rum, wo du dir auch denkst: Hä, was ist jetzt los? Ja, Aber nochmal. mal hat, das so gut, glaub, geführt mit zwei, mit zwei Hacktoren irgendwie. Es war ein ganz, ganz komisches Spiel. Frag mal bei Werder Bremen nach. Also in sieben Spielen kannst du auch schnell mal sieben Spiele alle verlieren. Wer weiß, Naja. du, du bist doch hier immer der mit den Punkteprognosen. Wie viele Punkte reichen denn? Reichen 28 Punkte? Wir klassen deiner, halt. Nach deiner Rechnung ja schon. Ja, nach meiner Rechnung damals, glaube ich, schon, ja. Ich meine, letzten Saisons haben wir, ja, was waren wir da immer mit 31 Punkten oder 33 Punkten da irgendwo unterwegs? Auf 16 und 15. Die Saison, gut, Darmstadt hat schon ziemlich abgeschlagen. Köln auf 17 tut mir extrem weh, einer auf Mainz. Bochum echt knapp dabei. Gut, Wolfsburg ist halt ein neuer Trainer, Die ne? werden da rauskommen, glaube ich, auch. Ist aber auch, auch schade. Die hätten genau nochmal Relegation spielen wie vor ein paar Jahren, hätte ich auch nichts dagegen. Ja, aber dann hätten sie ja eh gewonnen in der Relegation. Das wäre nur schade für den Zweitligisten eigentlich. Ja. Also auch Relegation, ne? Also als HSV-Fan würde ich mich ja komplett verarscht fühlen. Spielst so gegen uns Relegation? guckst ein Jahr später drauf und die spielen Champions League Fußball. <laughs> ja, so habt ihr aber auch gespielt. Ihr hättet die ja im Hinspiel 8-0 ja, bekommen Ja, das, das war ja auch der Wahnsinn. <laughs> also, Relega Prinzip Relegationen wieder sehr stark zu hinterfragen, ob das noch fair ist, das Ganze. Eigentlich <laughs> Absolut. Ja nicht. Absolut. Aber dieses Jahr, wer weiß, ob es spannend wird. Vielleicht ja Köln gegen Hamburg HSV. köln Ich glaube aber, Hamburg Mainz macht Ich finde Mainz zu gut. Ja, dafür. vielleicht rutscht schon auch Bochum ganz durch. Mainz 15, nicht. 16, Köln. Bochum holt noch ein oder zwei Heimsiege. Ja, die sind halt zu dermaßen Heimstark, ne? Ja. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Union mal runterrutscht, aber es sind neun Punkte. Das wird nicht passieren, leider. Ist in Org viel ja, schwierig. Das sind halt echt, also sechs und acht Punkte ist schon krass. Ja. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, wie viele direkte Duelle uns noch gibt, aber. Es gibt da ist einige. Schon jetzt guck mal, der nächste Spieltag zum Beispiel. Der ist sehr interessant. Warte mal, ich lese ihn dir vor. Wir haben nämlich jetzt. Ähm Mainz gegen Darmstadt und Köln gegen Bochum. Scheiße, ist das ein must für Köln. Ja. Bochum Ach, du, könnte für vielleicht Mainz auch. Mit, für Mainz auch. Bochum kann halt mit dem oh. Unentschieden leben, ne? Ja, safe. Bochum kann damit leben, safe. Darmstadt jetzt vielleicht nach diesem Comeback da zum 2-2 noch ein bisschen wieder. Das muss man auf irgendwas. Also Mainz und Köln, da gibt es. Das macht es aber auch gerade stabil, ne? Die gewinnen ihre Heimspiele immer wieder, ne? Die machen es stabil, die haben halt eigentlich auch einen guten Kader unter ihrem verrückten Schweden oder Dänen, was es da ist. Endlich wieder ein Bo. Äh, ja. Und ein wilder Typ. Guck mal mit Amiri, Barrero, äh, Burkhardt, also eigentlich. Ja, das, das muss ja dazu sagen. ne? können wir noch nicht nachlegen im Winter. Ja, also eigentlich haben sie den bessere, deutlich besseren Boah, Köln Kader. Köln soll nicht absteigen. Ich, ich mag... nee eine zweite Liga mit, mit, mit Hertha, Schalke, Hamburg, Köln und alles Hannover, <laughs> Hamburg Nürnberg. Bleibt auch unten. Ja, sowieso. <lacht> <lacht> Da hast du ja Hopfen und Malz verloren. Also ich dachte, also ich dachte eigentlich Baumgart kommt, boah geil, neuer, neuer Trainereffekt, Boom, Mentalität. Aber so wie das da wieder vor sich hin plätschert, also nee. ich bin auch fest davon ausgegangen, dass Baumgart zumindest kurzfristig den Erfolg hat. Ja, dann vielleicht fand es auch ein, geil eigentlich, aber halbes Jahr oder ein Jahr macht in der Bundesliga und dann da wieder geht. Aber anscheinend macht HSV wieder HSV-Sachen. Ja ja, das wird noch, werden noch spannende sieben Spiele in beiden Ligen auf jeden Fall. <laughs> Außer für Hertha, da geht es eigentlich um ja. gar nichts mehr. <laughs> da halt oben Champions League, ne? Sieben auf Leipzig, drei auf, ne, vier auf Dortmund. Na, ich fände es schon geil, wenn Leipzig nicht in die Champions League kommt. Ich schon sehr darauf. Problem sind halt diese direkten Duelle auch, ne? Ich glaube, Leipzig spielt uns zu Hause gegen Dortmund und so Geschichten. Dortmund ja, spielt noch in Leverkusen, Dortmund noch uns. Am Ende könnte Dortmund sogar dafür sorgen, auch durch ihre Auftritte in der Champions League, dass Leipzig sogar auf Platz 5 vielleicht in die Champions League kommt. Das ist richtig, ja. Leverkusen auch, ne, mit West Ham. Bayern mit Arsenal, das sind direkt Duell mit den Engländern. Genau. Das sind die da Kegels irgendwie. Das wäre bei beiden für möglich halt: Arsenal raus und West Ham raus. Halte ich offen. Wir haben gar nicht mehr so viel, ne? Ich glaube noch Aston Villa. Ich habe geschaut ob glaub Aston Villa noch in der Conference League. Ne? Dann sind glaube alle auch alle Engländer raus, bis auf City. Na, Liverpool ist doch noch drin. Stimmt, Liverpool, gut. ja gut. Natürlich kacke aber die, die gewinnen das Ding. Stimmt, die gewinnen den Bums ja auch noch. Da hoffe ich wirklich auch. Auch wenn es jetzt, auch wenn es mittlerweile nicht passiert, dass Alonso zu Liverpool geht, aber Liverpool, Leverkusen, Euroleague-Finale. Das wäre so geil. Und ich fürs Fußballherz, so bitte. Wirklich, einfach fürs Fußballherz. Ich würde es Klopp richtig krass gönnen. Auch wenn ich eigentlich ja. immer für die deutschen Teams bin, aber ja, ich, ich, noch mal so ich, ich ein gönne Team. Klopp sowieso alles. <köhnt> auch Liverpool bin ich ja sowieso auch ein bisschen drin noch. Auch Endo sowieso ist ja auch absolute Weltklasse. Da kannst du ja auch nicht, nicht dran denken. Bisschen holpriger Start gab, mittlerweile ist er unverzichtbar bei aber Liverpool. Aber haben auch Taro, Verletzungsprobleme Endo. gehabt, ne? Naja, und da am Anfang kam er auch nicht so richtig rein, aber mittlerweile ja. ist der wirklich komplett unverzichtbar. Auch gelobt von Liverpool immer wieder. Man of the Match gegen Man City und so Geschichten. Und den hast du im Sommer verloren und im Anschluss still ersetzt. Das kann es ja keinem mehr machen. Auch Maphorpanis da bei West Ham kommt immer, immer besser rein. So bei Ajax ist nicht so stark unterwegs tatsächlich, aber gut Ajax insgesamt Ajax hat ja auch ja nicht. Ajax ja auch eine schwierige Saison, aber ja. ihr schreibt gerade sogar noch Rob Chang. Brighton ist sogar auch noch drin, stimmt. Ah ja, stimmt. Die haben schon noch ein paar Clubs drin. Ja. Oder sind du die mal, raus? Bei, weil ist du weil du ja auch bei, 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 Ajax auch sagen musst, auch da hast du genau das Thema Michel halt wieder. Wurde weggemacht von allen und auch nicht gewollt im Verein und irgendwann rausgeflogen, bei dem mittlerweile bei Ajax Zündentransfers auch, die er gemacht hat. Ja. Gerade dieser Rammeier im Tor, dieser der zweite Keeper von Frankfurt, ist hochgelobt. Du musst ihm halt eine gewisse Zeit geben. War bei uns ja auch so. Ne? Gesagt, die ersten paar Jahre Abschiedskampf pur, 15, 16 und jetzt geht es auf einmal los mit 6, 7, die Mission noch geholt hat. Wie gesagt, die Führigste der Welt, die Millions der Welt, die Anlaufzeit brauchen. Bisher Toast du halt nicht für, so, für direkten Erfolg, sage ich mal, mit einem gewissen Budget, ja. wenn er eben eine tiefere Talentschiene äh, Talent fahren muss, als jetzt irgendwelche Dembeles und Bellinghams oder sowas, sondern eine tief, tiefere Schiene fahren muss. Aber irgendwann kommt der Erfolg, wenn du ihm halt Zeit gibst. Ja, bei Ajax der Downfall, der war ja auch äh, sondergleichen. Die waren ja letzte. Jahr. Naja. Naja, das war ja auch nicht nur Miss hat. Ne? Das war naja. das Thema, dass die den von Beginnern nicht so ganz drin haben wollten. Dieses Thema von nur Ex-Ajax und sowas. Ja, ja. Von Beginn an einen Scheißstand gehabt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er macht, wenn er zu Dortmund kommt. Bin ich auch gespannt, also. Halten immer für sehr, sehr gut ich auch auch wenn die Vorwürfe natürlich äh, hart sind aber brauchen wir uns auch ja. nichts vormachen ist ist glaube ich auch Gang und gäbe leider im Fußball wäre wäre Fußballbusiness so macht sich besser aber wäre natürlich Fußballbusiness ich glaube das passiert ganz oft zum Beispiel bei Schalke gab es das auch sehr häufig dass da sehr viele Spieler von einer Berateragentur kamen die zufällig mit dem äh, Manager ganz gut waren also das gibt es schon öfter Oh, wir haben einen ja. Raid bekommen. habe ich das gar nicht mitbekommen? Von Antenne Ball. Vielen Dank für äh, den Raid. Wahrscheinlich schon vor einer halben Stunde oder so. Aber äh, vielen, vielen Dank. Vielleicht kriegst du es ja noch mit. Oder nee, jetzt erst. Vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wahrscheinlich haben die äh, sich Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Raids bei. auf YouTube, Mensch. Ja, Sachen gibt's jetzt auch. Sachen gibt's. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Aber wir sind jetzt gerade am Ende. Oder hast du noch ein Thema? Ja. Nee. <laughs> Nee, gerade. Ich, 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 ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen, bin ich ganz ehrlich. Du hast ja auch bei uns gemerkt, beim Heidenheim-Spiel ist 3-3 von Stimmungslage her und so. Das ist aber leider, leider auch nicht so ganz zu verhindern, wahrscheinlich, dass du halt gewisse Erfolgsverwöhntheit hast. Ne? Du hast halt eine andere Grundstimmung drin, wenn du gegen Frankfurt, Dort und Bayern spielst, als wenn du gegen Heidenheim spielst. Das 1-1 gegen Köln vor ein paar Wochen, jetzt 3-3 gegen Heidenheim. Von dem her freue ich mich sehr auf die nächsten Wochen, ja, wirklich alle nur nonstop durchknallen. Du hast jetzt Dortmund ein Topspiel der Woche in Dortmund, Woche drauf, Topspiel der Woche, Ansetzung gegen Frankfurt, Woche drauf spielst du in Bremen auf den Sonntag, was glaube ich ekliger wird, als manche denken. Also wenn ich so tabellenrechnermäßig durchgehe, habe ich da uns meistens nur einen Punkt gegeben. Dann spielst du die Woche drauf, Topspiel der Woche in Leverkusen, Woche drauf Bayern zu Hause, dann fährst du nach Augsburg Spiele. gut. Und dann hast du noch Gladbach. Also, es scheppert durchgängig Und bis zur letzten Saison Ich muss auch sagen, ich gucke mir Stuttgart auch unfassbar gerne an. Also, ich gucke es als Neutraler mir so gerne an, weil es für mich nach Leverkusen wirklich der geilste Fußball im Moment ja. in der Bundesliga ist. Ey, das, dieses Pokalspiel war ja, war ja ein Segen. Ja, ey, das war so geil. Also, für dich natürlich jetzt im Endverlauf nicht, aber für ja, neutralen Zuschauer. Klar. zu krass. Aber das wird auch wieder sehr geil, dann in zwei, drei Wochen ist auch das Outfit Spiel in Leverkusen. Auf den Samstagabend. Sehr, sehr gespannt, wie 38? viele Punkte wir noch holen müssen. Genau, ja. Haben ein paar 18.30 spiele Jetzt Dortmund ist auch 18.30, ne? Naja, Frankfurt auch. Also wir haben noch drei top Bayern wäre normalerweise auch ein Top-Spiel, ist Samstag 15.30, weil die Bayern halt schon von der Verteilung her ihre top aufgebraucht haben. Die haben schon ihre acht Stück, ah, okay. bevor es zu unserem kommt. Wir haben grob dann sogar sieben Stück am Ende der Saison. Das ist ja schon alles angesetzt worden. Augsburg nochmal ein bisschen eklig auf den Freitagabend. Für die Auswärtsfans natürlich scheiße, dass du Bremen fährst auf den Sonntag 15.30. Mhm. Das ist ein bisschen eklig. Augsburg hoffe ich, dass irgendwie ein Karten kommt fürs Spiel dort, jedes Jahr am Start eigentlich. Und dann hast du noch Gladbach zu Hause, letzter, letzter Spieltag. Da, da, da schießt schon noch gut durch. Hier schreiben so viele irgendwie rein, Felix Magath ist weg. Ich check's nicht. Was ist mit Felix Magert? Wo ja. ist Felix Magath? Wäre schon mal geil, wenn er back wäre. Aber bitte nicht bei uns. Also die Pressekonferenz finde ich geil, aber. Der, der Fußball muss nicht sein. Der mich gerettet hat, ey. Ist unglaublich. Er hat es doch gesagt. Es ist in der Relegation. Das, ich weiß nicht, warum alle immer so einen Stress gemacht haben. Er hat es ja. doch von Anfang an gesagt. Ist sogar uns noch geschlagen. Wir haben beides aus gegen euch verloren auswärts. Ja, beide. Wir haben quasi vor einem Jahr auf Schalke verloren. Hackentor von Bülter gesteckt bekommen. Ist, was sind das für... Zeitzonen. Also, ja, und das jetzt kann, Schalke, das Thomas kann nicht, in die dritte Liga. Kann nicht dasselbe Jahrhundert sein. Das ist, äh Guck mal, Schalke ist wirklich das letzte ganz kurze nochmal anreißen. Das ist wirklich eine unschöne Situation. Die haben ja, zwei Schalke Punkte mehr als Kaiserslautern. Auf Schalke 16. tut richtig weh. Und die punkten da unten alle. Also vor allem, wenn, wenn die runtergehen sollten, dann ist vorbei. Dann ist ja Arena-Ring ein Scheiß dagegen. Ja, vor allem ist dann vorbei. Also dann steht da gar nichts mehr. Dann ich weiß gar nicht, wie da die Lage ist. Ich habe irgendwann vor kurzem irgendwas gelesen, von wegen, dass die Drittliga-Lizenz bekommen oder war das, war das eine Falschmeldung irgendwo? Keine Ahnung. Das Einzige, was hier mein Kumpel Hertha-Fan schreibt, das Einzige, was unglaublich war, war das in der 97. Das war auch ziemlich unglaublich, ja. Das war, das war krass, ja. Das ganze Spiel nur geschaut, wie steht es in Dortmund. Und dann fällt dann. Das wäre okay, auch wieder Relegation wir, gewesen, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Dann hätten wir, also in der anderen Zeitzone hätten wir zwei Saisons am Stück Relegation gegen HSV gespielt. Eigentlich schon. In der anderen Zeitzone. Und trotzdem wäre der HSV noch in der zweiten Liga. Das und damit richtig. beenden wir diesen Stream. Danke fürs Zuschauen. Danke <laughs> Felix für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Gerne Felix ab. Ich habe ähm, Felix und Toxi beide im Titel verlinkt. Braucht da nur raufklicken, könnt da gerne ein Abo dalassen, gibt es immer coole Videos. Und äh, du machst ja auch jetzt äh, so innovative Stadion-Vlogs, oder wie nennst du die jetzt immer? Audio-Vlogs? Ja, ich sag mal Audio-Stadion-Vlogs. Also ja. die Basis ist halt mein Audio, wie ich in der Kurve stehe mit meinem, sag mal, Diktiergerät-App auf dem Handy, <laughs> weil ich ja äh, auf, auf, auf Androhung von. Du lässt das bitte ähm, nicht mehr filmen darf, ja. da wo ich stehe. Wie gesagt, brauche ich die Trüße aufmachen. Ich bin halt in der Kurve bei uns, für die es nicht wissen. Ich bin in der Kurve bei uns, in der kanzlerkurve Kurve, aber halt nicht im Stehbereich, deswegen ich mich eigentlich immer im Sicheren gewogen habe, halt im Sitzbereich drüber. Aber auch bis dahin kam das schon an. Wahrscheinlich weil mittlerweile auch ein paar Aufrufe dazu kamen da haben wir es halt Angst, dass ich irgendwie mal aus Versehen mache, was er ja nicht bewusst, aber aus Versehen mhm. drauf hat, wenn irgendwer ein Pyro zündet, whatever, so in die Richtung. Das heißt, ich habe ich hab meine Basis als Audio, was aus meiner Sicht für Stimmung reicht. Ne? Genau. sagen brauchst du kein Bild dazu. Aber mittlerweile auch seit, habe ich auch nicht die komplette Sorge gemacht, glaube seit dem Dortmund-Spiel sogar in der Hinrunde. Ähm, Mache ich mal Aufruf, dass mir Leute ihre Sachen schicken. Und dann kriege ich meistens nicht immer, aber meistens zumindest die Tore dazu, was immer ziemlich geil ist. Ich die Tore noch als, als Bewegbild drin, auch von anderen Plätzen mit meinem Audio drunter. Und so wird das dann meistens ein rundes Ding aktuell. Ja. Also gerne mal abchecken, ich habe es auch schon ein paar Mal abgecheckt. Äh, sehr, sehr cool. Und euch jetzt nochmal vielen Dank. Wenn ihr ein bisschen was vom Stream verpasst habt, könnt ihr euch den ja jetzt im Nachgang reinziehen. Lasst gerne ein Like da. Danke für die Unterstützung. Danke für deine Zeit. Und Sehr wir gerne. sehen uns spätestens bei den Tipps dann wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.